Ah, so, da bin ich also wieder. Ich bin heute, wie gesagt, nicht als Spielleiter hier, sondern ich werde heute in der Rolle eines besonderen Erzählers in Erscheinung treten. Ihr könnt mir auch im Chat Fragen stellen oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es da rein. Ich bin den Abend über da und kann euch die Fragen dann auch beantworten. Nebenbei habe ich allerdings auch noch eine andere Funktion und die erkläre ich euch jetzt. Und zwar werde ich an verschiedenen Stellen auftreten und Zwischenstücke erzählen und euch die Möglichkeit geben, Einfluss auf die Geschichte nehmen zu können. Das heißt, es wird Umfragen geben und ihr könnt dann über den Ausgang eines Ereignisses entscheiden. Was heute Abend noch gilt, ihr könnt, wir haben nämlich noch einen Partner an Bord, der noch eine Schatztruhe parat hat und das ist Loot Chest. Die machen so coole Lootboxen voll mit allen möglichen Gegenständen, die irgendwas mit Superhelden, Science Fiction und dergleichen zu tun haben können. Und so eine wird heute verlost. Ihr müsst dazu nur in den Chat Loot Chest schreiben und seid dann schon bei der Verlosung mit dabei. So, aber jetzt wurde schon genug erzählt. Ich denke, wir steigen jetzt einmal in die Geschichte ein. Und dafür habe ich hier das alte Buch der Piraten und da steht die Geschichte schon geschrieben. Stolz blickt Kapitän Alberto über das Deck der schwankenden Freiheit, blickt in das Gesicht eines jeden einzelnen Piraten. Hinter ihnen allen liegen schreckliche Ereignisse. Sie waren auf einem Handelsschiff unterwegs, als sie von einem Piratenjäger aus Montaigne angegriffen wurden, der eine zusätzliche Prämie einstreichen wollte. Diejenigen, die das Gefecht überlebten, wurden gefangen genommen. Aber sie waren zäh, befreiten sich und kämpften sich zum feindlichen Kapitän durch. Wer sich ihnen nicht anschließen wollte, wurde ausgesetzt. Auf offener See hielten sie Wahlen nach alter Tradition ab. Offiziere wurden ernannt und die Segel gesetzt und sie wählten die Freiheit. Die Freiheit eines Piratenschiffs, welche Ironie. Um der Verfolgung durch die Kriegsschiffe aus Montaigne zu entgehen, führt der Kurs auf hohe See Richtung Atabische See. Lassen wir die Geschichte ihren Lauf nehmen. Aber vorher könnt ihr Olli noch bei einer Entscheidung helfen und unsere Helden dürfen jetzt nicht mehr zuhören. So, wie ihr euch vorstellen könnt, muss sich so eine neue Mannschaft dann auch erst zusammenraufen. Der eine oder andere könnte mit den Wahlen an Bord des Schiffes oder anderen Entscheidungen nicht einverstanden sein. Wer könnte das sein? Stimmt im Chat ab. Es stehen zwei mögliche Querulanten zur Auswahl. Und jetzt geht es auch endlich los, denn der Mann im Ausguck hat etwas entdeckt. Guck mal, wir haben noch ein Tablet. Also, wir haben noch Tablets, auch ein geladenes Tablet hier. Oder ein Handy würde ja auch gehen, theoretisch. Ja. Mein Handy ist aber, glaube ich, für die Box. Jetzt sind wir wieder da. Oh. Hey, ich mache hier doch noch, versuche noch mein Bild zu teilen von meinem tollen Charakter. Wir haben kurz ein bisschen abgeschweift. Wir sind abgeschwiffen. Ah, genau. Wir schwofften. Wir schwofften. Oder wir schwankten. Aber wie heißt jetzt der Papagei? Das genau. Das, ich ja. denke, wir müssen so lange erstmal auf einen Namen warten, bis wir einen reinbekommen. Der Olli kriegt ja wahrscheinlich von unseren Chat-Moderatoren da in seinem Bereich hoffentlich eine Antwort. Vielleicht habe ich auch eine wird es mir mitgeteilt werden. Heinz. So heißt mein Vater übrigens. Ja. Du hast ja direkt eine Beziehung zum Papagei auch. Was man vielleicht, da wir von alten Traditionen gerade was gehört haben, noch erwähnen kann. Ja. Ihr könnt, ihr habt euch vielleicht hier schon mal schlau gemacht. Jedes Piratenschiff, jede Crew, jeder Captain sorgt dafür, dass er einen Kodex für dieses Schiff erstellt, eine Schiffscharta, wo die Regeln quasi festgehalten werden, wie das eben der Captain gewählt werden kann, auch abgewählt werden kann, dass man... wenn man einen Schatz oder einen erfolgreich irgendwie an viel Geld kommt, dass man quasi einen kleinen Obolus auch in den Ozean opfert, damit man weiterhin volle Segel hat und guten Wind und gutes Wetter. Und da gibt es diverse Punkte, die da so aufgelistet sind. Vielleicht mag der eine oder andere, der lesen kann oder der das verzapft hat, also nicht ich, sondern es war ja einer von euch offensichtlich, das vielleicht auch mal vortragen. Kapitän. Na, Kapitän trägt ja, die Charta vor. Kann ich lesen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer mit Lesen. Ja, deswegen haben wir ja eigentlich ihn an Bord. Deswegen würde ich gerne Erich. Das ist ein bisschen schwierig geschrieben, aber ich gebe mir Mühe. Ja, deine Lesekräfte sind eben doch nicht so gut, wie du dachtest. Im Augenblick der Wahrheit hisse deine wahren Farben. Wenn man dich fragt, so gesteh ein, dass du ein Pirat bist. Denn wenn du den Kodex verleugnest, wird der Kodex dich verleugnen. Wenn du zum Angriff übergehst, entferne alle falschen Farben und hisse deine wahren Farben. Das ist der erste. Zweite Stelle. Verweigere der Besatzung niemals eine Kapitänswahl.
wenn die Besatzung Storken Widerspruch gegen eine vom Kapitän angetragene Aktion hegt, so kann sie die Wahl eines neuen Kapitäns verlangen oder der Kapitän gibt ihm einen Widerspruch statt. Drittens, verhandle, lehne niemals eine Verhandlung ab, um die von anderer Seite gebeten wird. Wir sind alle Brüder und Schwestern der See. Viertens, setze niemals Segel, wenn der Sonnenuntergang rot ist. Ein roter Sonnenuntergang ist eine Warnung vor Mutter Ozean. Zu Hause? vor Mutter Ozean, zu Hause und in Sicherheit zu bleiben. Andernfalls man ihren Zorn auf der See ausgesetzt ist. Sechstens. Zu Hause? Verärgere nie die Bewohner der See. Die See ist ihr Zuhause und du bist hier nur ein Gast. Zu Besuch steht hier. Sechstens. Gib Mutter Ozean immer den ersten Anteil eines Schatzes. Fanges oder einer Beute. Sie ist die Quelle unseres Reichtums und wir dürfen sie nicht geringschätzen. Siebtens. Wenn du einen Seefahrer aus dem Meer ziehst, während das Meer ruhig ist, so gib dem Meer etwas von gleichem Wert zurück. Stehle niemals von Mutter Ozean. Optional den Seefahrer selbst. Das steht doch nicht. Hab ich einen konstruktiven Vorschlag ergänzt, Captain. Der ist so voll, schmeiß ihn zurück. Achtens. Kehre nicht um für einen Seefahrer, der in einem Sturm über Bord fiel. Mutter Ozean hat ihn für sich gefordert und ihn zu retten, während sie wütet, wird nur ihren Zorn über dich bringen. Ausnahme der Eisentyp. Ausnahme der Eisentyp. Neuntens. Der langweilige oder der wichtige? Beide. Neuntens, wenn beide drin sind, nur den wichtigen. Neuntens, jeder Seele an Bord dieses Schiffes steht eine tägliche Ration Rum zu. Gib denen, die dürsten, und stärke so ihre Moral. Genau. Ihr seid zum Glück nämlich auch alle, was in euren Vorteilen steht, ist sehr trinkfest. Ja? Ihr habt das offensichtlich schon eine ganze Weile tätig betrieben und ja, euch gestählt. Wunderbar. Mhm. Zum Glück habt ihr auch genügend Rum in eurem Schiff und seid auf hoher See unterwegs. Es gab einen Sturm, den ihr hinter euch gelassen habt, so halb umschifft und plötzlich gibt es einen Ruf oben von Rolanda aus dem Krähennest. Schiffswrack, Backbord voraus! Und als du in dein Fernglas guckst, der Kapitän. Siehst du dann auch... Lass ihn doch erstmal. Da ist so eine... Also es gibt ein eingezeichnetes Riff in euren Karten auch, mit so einem Felsnadel, die da rausschaut. Mhm. Die siehst du da auch. Und tatsächlich ist da so schräg drauf ein Schiff drauf. Geschellt, vielleicht im Sturm. Man kann es aus der Entfernung gar nicht so genau sehen. Wie weit ist es entfernt ungefähr? Och, sieht man das? Ja, eine Stunde seid ihr da. Eine Stunde? Ja, ihr habt noch gut Wind hier. Mhm. Und es liegt auch so halb auf eurem Weg. Mhm. Und ja, es sieht auch tatsächlich so aus, als wäre das noch gar nicht so lang da. Also es könnte das tatsächlich vielleicht in diesem Sturm erst passiert sein. Ja, wer es zuerst findet, behält es so in der Art. Ne? Okay. Flackt das irgendwas? Es hat tatsächlich eine Landesfahne von Avalon. Ah. Okay. Ja. Aber es hat kein wer uns rettet, kriegt all unseren Kram, Flagge oder nee, sowas. Das hat's nicht. Aber die kann man ja hissen. Ist ja auch niemand also, drauf. So schnell. Die können drauf gehen und genau. So. Wie war das Wetter nochmal? Es ist noch ein bisschen wellig, aber der Sturm flaut immer mehr ab. Aber es ist schon noch ein bisschen Seegang. Wie spät ist es? Ja, es ist früher Vormittag, später Vormittag. Ich will es genau wissen, ich kann es sehr genau einschätzen. Ich kann es sehr genau einschätzen. Ja, das ist immer wieder diese Fähigkeit. Ich will ganz genau wissen, damit ich jede Sache, die du in diesem Abenteuer sagst, in Frage stellen kann. Nee, ist egal, sag mir ungefähr. Die fünfte Stunde des Tages. Das ist mir nämlich sofort auf ein Albtraumtalent. Ich wurde schon bei jeder Spiel. Ah, 15 Minuten sind erst vergangen. Haben wir jemanden auf dem Ausguck oben? Ja, genau. Die Rolanda, die es gerade runtergeschrieben hat, oben im Krähen. Die hat das auch runtergerufen. Die hat das als Erste gesehen und dich darauf hingewiesen, hier, guck doch mal rein.
Okay. Genau. Alles klar. Männer? Ladies? Ungefähr eine Stunde von uns ist ein Schiff gesichtet worden von einem guten Rolander. Gutes Auge hat die Frau, gutes Auge. Ja, muss ich auch sagen. Deswegen ist sie auch auf unserem Schiff. ich würde vorschlagen, wir fahren dort mal genüsslich hin, denn das Schiff scheint untergegangen zu sein. Ja. Oder gerade dabei. Formidable Entscheidung. Ich denke, und so ein bisschen Gold würde uns ganz gut tun. Was meint ihr? Ist es auf den Riff gefahren? Das. Ist es auf den Riff gefahren? Oh, das hast du gut erkannt. Mess auch so. Fahren wir da nicht auch auf Riff? Ich glaube, wir können das gut umfahren. Ich bin eine sehr gute Steuerfrau. Das passiert uns. Denke ich auch, ja. Natalia, keine Sorge, das geht. Ich vertraue dir, Katjuschka. Also sage ich, Kurs setzen auf Schiff, welches auf Riff gelegen ist. Wer von euch immer ich das machen soll, mach du das doch bitte, ja, Katar. Versuche dann das Ruder rumzureißen. Die Crew ist auch. Hey, Captain! Reicht dem heute voraus! Ja, ich prüf die Rumpfestände! Den Quartiermeister! Natalia steht hinten mit einer Tasse sehr starken usurischen Tee in der Hand und das Ganze sehr zweifelhaft. Muss ich auf irgendwas würfeln? Oder soll ich einfach mal beschreiben, wie episch darauf zu fahren? Wir fahren als episch darauf zu. Läuft Hintergrundmusik? Haben wir jemanden, der Musik macht auf unserem Schiff? Aber wir haben sicher irgendjemand mit einer Fiedel. Wenn nicht, dann würde ich das als erstes auf die Liste setzen. Die kann bestimmt die besten Lieder singen. Er kommt von fern weg. Kann er denn? Was für ein Instrument kann er denn? Ich hätte jetzt gesagt, der Ire bestimmt, aber allerdings wollte der Priester werden. Also wenn wir niemanden haben, kein Schiffsmusiker, dann würde ich das erste als erste Aufgabe jemanden, dass wir als neuen Bootsmann quasi jemanden einstellen, der Musik spielen kann. Einfach nur für unsere Moral wegen. Natalia ist jederzeit bereit, wirklich etwas aus ihrer Heimat zu singen. Das ist eine sehr depressive Ja, wir lassen das mal. Ich komme gleich später drauf zurück, aber danke, Natalia. Ob die Milch schon sauer ist. Sehr gut. Ich hätte es gern gehört. Ja. Kommt noch. Ein andermal. Genau. Ihr nähert euch diesem Schiffswrack an und ihr seht beim Näherkommen schon, also zum einen könnt ihr erkennen, um was es für ein Schiff es sich handelt. Es ist nämlich die, wo habe ich es aufgeschrieben? Die Black Oyster. Und ja, die liegt da so drauf. Es ist niemand an Bord zu sehen, also offensichtlich unbemannt. Und die Schäden, die es hat, sind. Klar, das liegt auf dem Riff, also es hat auch ein riesiges Loch im Rumpf. Das Ding ist nicht mehr seetauglich, kann auch nicht mehr abgeschleppt werden. Andererseits im Inneren, wer weiß, vielleicht ist noch Teile der Ware, die sie geladen hat, hoffentlich geladen hat, auch noch ganz. Es gibt aber auch Schäden, die für den Sturm schon sehr ungewöhnlich wären. Ihr könnt die aber auch, also es ist zwar auch kein Seegefecht, ihr wisst gar nicht, wo so komische Schäden jetzt herrühren konnten. Was für Schäden sind das? So, es ist zum Beispiel der Schiffsaufbau oben, wo so einige Kabinen sind, ist so komplett eingedrückt, als wäre ein Baum irgendwie reingefallen. Allerdings, wo soll ein Baum herkommen? Sowas in der Art, ja. Sieht sehr mitgenommen aus, das Schiff. Sieht nicht gut aus. Nicht gut. Ja. Sehen wir Besatzung oder Menschen? Nein, keine Besatzung. Wir sehen niemanden. Auch keine Leiche, niemand im Wasser. Nee. Also hier werden bei dem Seegang die Leichen auch wahrscheinlich recht schnell abgetragen. Oh, kann ja nicht festhängen oder so. Also, das ist auch so. Wir sind also nicht weit entfernt vom Schiff. Wir könnten das bemannen. Also wir könnten einmal rüber, wenn wir... Ihr könntet rüber, ihr müsstet natürlich sehr nah ran. Das ist tatsächlich, wie schon gesagt, wurde nicht komplett ungefährlich. Aber unsere Steuerfrau ist ja in der Lage, komplizierte Vorgänge sehr elegant zu lösen. Oder haben wir ein Beiboot? Ihr habt natürlich auch ein Beiboot. Oh, okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten, daran zu gehen. Man könnte mit dem Schiff ranfahren und dann mit Seilen und Stangen von der Besatzung sich quasi da an den Klippen halten. Also wenn man es mal ran geschafft hat, ohne dass man da ständig dagegen scheuert. Man könnte natürlich auch sagen, wir bleiben hier und setzen das Beiboot und gehen mit dem Beiboot rüber und klettern dann da irgendwie hoch, was vielleicht aber auch nicht so ganz einfach sein könnte. Das Problem ist, man kann hier nicht ankern. Dann müsste man irgendwie seine Kreise ziehen um das Riff. Sieht das denn irgendwie so aus, als ob da irgendwie mal was
wohlhabend, also irgendwas, mit was Geld wert ist, transportiert wurde? Kann man das irgendwie abschätzen? Oh, das kann man, glaube ich, nie so richtig abschätzen. Es ist aber keine königliche Schaluppe, die den königlichen Schatz von Kastilien transportiert. Man kann sehen, ist es ein Schiff, das schnell sein soll? Oder ist es ein Schiff, das viel transportieren soll? Es war schon eins, das eher schnell ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habt ihr natürlich Lagerkapazität. Mhm. Also eigentlich genauso was, wie wir brauchen. Also es wird ja schon was drin. Haben wir Seile an Bord? Natürlich. Haben wir Enterhaken an Bord? Ja. Nur um mein Verständnis dazu, wie realistisch diese Welt ist. Kann ich einen Enterhaken mit einer Kanone darüber schießen, spann das Seil auf und kletter am Seil rüber? Ich würde sogar sagen, da ihr eine Walfängerin dabei habt, habt ihr sogar einen speziellen Harpunenabschuss. Ich hab eine formidable Idee. Ja, was Ding. Lassen wir uns eine Harpune rüber schießen. Eine Harpune? Kann doch hier Nadja machen. Nadja, traust du dir das zu? Ist größer als wahr. Also leichter. Ja. Das war ein Ja. Wo soll ich treffen? Trifft genau die Mitte des Schiffes. Ja. Schaffst du das? Ja. Sicher. Sehr gut. Aber dann müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr dann das Schiff vom Riff runterzieht und es vor euren Augen absackt und versinkt. Ja gut. Das sieht nicht so stabil aus auf dem Felsen. Nein, mit der Leine muss immer jemand gut umgehen. Das ist genauso wie mit Wal, sonst bricht dir der Wal alles, alle Belegmasten. Ist die Kanone nicht zu schwer dafür? Was meinst du, Erich? Kannst du es abschätzen oder du, Nadja? Ist die Kanone nicht zu schnell zu... Warum willst du denn auch in das Schiff schießen? Schieß also, doch drüber weg mit dem Enterhaken und zieh ihn zurück leicht. Selbst aber auch dann sieht das halt ein bisschen zu... Also es sieht tatsächlich ziemlich wackelig aus. Es ist nicht da so fest dran und man kann da... Wie wild, also wenn du nämlich da dann das eigene Schiff rüberschleppen willst, da ist schon viel Zug drauf. Ja? Karim! Pulver! Pulver! Holen! Danke, Karim. Ganz die gleiche Idee. Ich wollte gerade sagen, Karim hat sich freiwillig gemeldet. Wir schmeißen Karim rüber. Ja, Karim bringt ein kleines Pulverfässchen an. Ja. Kannst du Schiff aus Wind nehmen? Ja. Ich kann das so stellen, dass es natürlich so steht, dass wir nicht erstmal jetzt aus dem Wind weggetrieben werden, aber dennoch immer noch fluchtbereit sind. Falls wir ein schönes Plätzchen und haben eine Pfeife an. Ich glaube, es wird spannend. Ja. Also vielleicht musst du immer mal wieder so ein bisschen in den Wind lenken, dass du so halbwegs den Fleck halten kannst hier. Genau, also von den Wellen da so weggetrieben wir wird. Schwanken ein bisschen hin und her auf unserem Schiff, aber insgesamt soll es schon an diesem Platz stehen bleiben, damit die beste Ausgangslage für Natalia ist. Ja. Währenddessen befehle ich natürlich Rolanda, dass sie ganz erpicht hier Ausguck hält, denn man weiß nie, was passiert. Und genau, deswegen soll sie mal ganz genau schauen, dass uns sich nichts nähert und dass auch nichts irgendwie uns überraschen kann. Sie schreit runter, ei, ei, Captain! Okay. Ja, wunderbar. Du hast dein Pulverfässchen. Und dann wird Harpunierkanone. Dann schätzen wir mal. Also Natalia schaut entlang des Kleinen. Was haben wir da an Vierpfünder stehen? Also keine Ahnung. Kleine. Also wenn du so eine Harpunenabschussding ist, dann ist es tatsächlich so eine übergroße Muskete. Im Grunde, die aber an der Reling festgemacht wird. Genau. So eine da hast du so links raus und rechts raus, ja, der Pack von der Steuerbahn. So ist da jeweils eine festgemacht. Warum nicht? Dann wird geschaut, dann wird getestet, wie der Wind geht, hochgeschaut zu dem, ich habe gerade den Namen vergessen, aber gibt es hier die kleine Fahne, die den Wind anzeigt immer. Wimpel, oder? Ja, Wimpel, bestimmt. Und dann abgeschätzt. Und dann wird das Pulver abgewogen und gestopft und dann wird sich noch ein bisschen wichtig gemacht. Das klingt so, als würdest du sehr mit dem Verstand rangehen wollen an diese Sache. Mit Erfahrung in erster Linie, aber dafür gibt es kein Attribut. Ja, genau. Und entschlossen natürlich auch. Also, das wäre günstiger für mich. Je nachdem, wie du so diese Szene beschreibst, können wir quasi den Pool, den du wählst, von deinen Werten ausrichten. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich berechne das eher, wäre das eher Verstandesding. Wenn du sagst, ich schaff das, Captain, oder so mit Zuversicht eher so arbeitest, dann würdest du quasi mit Entschlossenheit würfeln. Ja, das ist schlecht. Ich habe es nämlich jetzt schon beschrieben. Genau. Natürlich mit dem Verstand machen, also das ist nicht meine Stärke. Genau, aber das Gute an eurem Captain ist, dass er Fehler verzeiht, selbst wenn sie manchmal desaströs sind, solange du dabei gut aussiehst. Und das sah verdammt gut aus. Also ich mache auf jeden Fall einen sehr professionellen Eindruck. Absolut. Es muss stilsicher sein. Das sah sehr gut aus. Ja. Dann wird geschaut, gut. Und die Lunte dran, also erstmal natürlich die vorne natürlich das, was wir verschießen wollen, rein, also die Harpune und das Seil schön aufgeschossen, dass ich das sauber abwickeln kann. Karim soll da
drauf achten. Oh, ja, er guckt ein bisschen blöd und dann... Ah. Und dann wird abgewartet, wie das Schiff sich neigt und dass es genau in dem Moment, wo wir die richtige Höhe haben, dann gefeuert wird. Hervorragend. Dann würfel das doch mal. Mach mal Verstand und Zielen. Verstand und Zielen. Moment, und ich bin Meisterschütze. Wenn ich bei einem Risiko Zielen einsetzen und eine Pistole, eine Donnerbüchse oder eine Wurfwaffe benutze, gilt das als natürlich. Donnerbüchse? Kriege ich noch einen Würfel dazu? Ich bin voll. Ich würde sogar sagen, du bist ja Kanonierin. Es ist noch nicht fertig, dein Würfelpool. Du kriegst auch einen Würfel dazu, weil du so gut erklärt hast. Und du bekommst noch mal einen Würfel dazu, weil du in dieser Szene, die wir hier haben, mit diesem Wrack, diese Fertigkeit Zielen zum allerersten Mal einsetzt. Ah, okay. Genau. Gut. Das erste Mal. Wenn du jetzt vorbeischießt und noch mal schießt, würdest du den Bonuswürfel nicht noch mal bekommen. Jetzt sind es 8 Würfel, da könnte was bei funktionieren. Genau. Gibt es denn irgendwie noch eine Gefahr dafür? Oder? Ach so, ja. manchmal nutze ich die Zeit des Würfelns und des Ergebnisse, um meinen Geist quasi zu fokussieren. Guck mal, aber du brauchst, genau, also bildest jetzt Würfel oder Würfelpaare, die insgesamt mindestens eine 10 ergeben. 3 und 7 jedes davon. 6. Jede davon ist eine Steigerung und du zählst dann quasi deine Steigerungen und du brauchst mindestens eine Steigerung, damit es überhaupt klappt, was du vorhast. Und dann gibt es eben die Problematiken, hast du den richtig, sitzt da auch wirklich richtig, dass ihr das tun könnt, was ihr damit tun wollt. Und da würde ich jetzt schon sagen, das sind 3 Steigerungen, die ihr da zusätzlich on top braucht, weil das Wrack tatsächlich sehr lose da drauf sitzt. Schafft ihr das da? Und irgendwelche Vorteile fallen mir gerade nicht ein, außer ein Vorteil, dass du es extrem stylisch machst. Dann nutze ich, ich habe Stufe 3 in Talentzielen, das heißt, ich darf einen W10 nachwürfeln. Neuwürfeln, nicht also nachwürfeln, das ist ein bisschen irreführend vielleicht erwähnt. Du nimmst den schlechtesten Würfel oder den du nicht unterbringen konntest und den darfst du nochmal würfeln. Vielleicht würfelst du eine 10 oder vielleicht kannst du deine Paarungen danach anders. Nein, hat sich nichts wirklich drin geändert. Das sind schon perfekte Paare hier. Ah, okay. Also ja, ich habe schon genau eine 10, 2 5, 7 und 3, 6 und 4. Das heißt 4 Steigerungen insgesamt. Damit habe ich deine Bedingungen erfüllt. Genau, wir dann treffen, einen zum aber Treffen. Aber ein bisschen stylisch hätte es noch sein können. Es war ja schon von hätte ich meine Teetasse noch in der Hand gehabt. Genau. Ja. Ja. Mir ist mir aus der Hand gefallen vor lauter Style. Dir fehlen da die avalonischen Wurzeln, dass du mit der Teetasse elegant dastehen kannst. Ich habe mit Rum nachgefüllt. Sehr gut. Aber nicht über die tägliche Ration gehen. Ne? Nicht über die, jetzt habt ihr doch mal nicht so. Da kam dein Kumpel aus Eisenkamp. Für irgendwas muss man Quartiermaster sein. Ne? Ja, das stimmt. Mit dem kann man sich immer gut stellen. Für uns nichts zu tun. Ne? Ja, wunderbar. Das Ding fliegt raus, verhakt sich genauso, wie du es wolltest. Genau wie du es vorhergesagt hast. Und ihr könnt da so mit Manneskraft und ein paar Leutchen von eurer Crew, die so langsam das Schiff quasi an das Riff ranbringen. Es werden weitere Seile dann um Felsen geschiedungen und mit Stangen hält man es dann ein bisschen auf Abstand, dass man da so hinkommt. Es ist natürlich immer noch eine größere Kluft zwischen den Schiffen. Also man kommt jetzt nicht Reling an Reling, aber man könnte zum Beispiel sich mit dem Seil rüberschwingen oder man könnte versuchen, irgendwelche Balken darüber zu legen. Das ist dann nicht so eben, weil euer Schiff ist eben auf dem Wasser und das andere steht so ein bisschen schräg. Aber man könnte sich dann auch daran zur Not irgendwie rüberbalancieren, hangeln und dergleichen. Also der Weg zum anderen Schiff ist offen und bereit. Okay, ich würde sagen, wir 4 gehen rüber, die restliche Crew bleibt auf jeden Fall auf dem Schiff und bemannt weiterhin das Schiff, falls irgendwas passiert. Und als Captain werde ich natürlich ungefragt als erstes rüber, und zwar mit dem Seil werde ich rüberschwingen und dann mit einem Rückwärtssalto landen, so wie ich das bei jedem Schiff mache, was ich irgendwie neu enter. Das heißt, einmal rüberschwingen, abseilen, und ich bin natürlich sehr, Stil ist mein zweiter Name, könnte man so quasi sagen, Rückwärtssalto und dann mit einer Dreipunktlandung unten auf dem Schiff. Hervor. Das ist so, wie ich dann landen möchte. Das klingt doch nach einem Risiko. Das ist vollkommen okay. Also, hättest du einfach rübergeschwungen, hätte ich gesagt, ja, klappt, aber hey. Nee, ich möchte das auf jeden Fall mit Style machen. Genau. Das klingt nach Stil und nach Athletik, würde ich sagen. Ja, natürlich. Also man kombiniert immer eine Fertigkeit und eine Eigenschaft. Was für dich jetzt okay ist, würde ich mal sagen. Genau. Wie viele Würfel habe ich jetzt? Genau, du zählst mal den Stil. Das sind 4 und 2 dann nochmal. Genau. Okay, warte mal.
Ist es nicht so, dass man nicht mehr Steigerung behalten darf, als man im Attribut hat, das man verwendet? Dann hätte ich nämlich gerade nur 2 verwenden dürfen. Ach, das ist halt Helden, Quatsch, Unfug. Selbst wenn das da irgendwo steht, wir wollen, dass es richtig kracht. Das ist der Spirit. Weil ich weiß auch noch, damit das Regelwerk gelesen zu haben. Ja, okay. Gibt der Frau mehr Tee und mehr Gürtchen. Und Rum. Und Rum, genau. Also ich habe jetzt hier, für die Piraten hier. Wasser. Ich habe 6 Würfel und was brauche ich, damit das gelingt, ohne dass ich Schaden nehme und damit es überhaupt gut aussieht? Ja, das war ja ein sehr, sehr weit gezogener akrobatischer Akt. Da würde ich schon sagen, da brauchst du 2, damit es stilvoll ist. 1 überhaupt, damit du überhaupt darüber kommst und nicht irgendwie im Wasser landest. und dann, das ist da drüben schon eine ziemliche Bruchbude, ja, mit gespreiseltem Holz, Löchern im Boden. Mach da doch mal. Ja, du wolltest es so. Nochmal 3, damit du tatsächlich, also 3 Wunden könntest du erlangen und wenn du für jeden Erfolg, den du dafür, also Versteigerung, die du dafür ausgibst, kannst du quasi einen dieser Schaden abziehen. Hey, okay. 6 schaffen, um alles perfekt zu machen. Genau. Oh, warte, bevor du würfelst. Du hast jetzt nur deine Fertigkeit, weil du das zum ersten Mal machst. Ne? Genau. Du hast einen mehr, weil du das zum ersten Mal machst. Soll ich nochmal würfeln einfach? Ja. Okay, ja. Genau. Würfel doch nochmal. Nimm nochmal alle Würfel zusammen. Also 6 plus 1 nochmal, weil ich es zum ersten Mal mache. Plus 1, weil du es zum ersten Mal machst. Plus 1, weil du es so gut beschrieben hast. Ach so, plus 1, weil ich es gut beschrieben habe. Genau. Und unter Umständen. Ach so, ich habe ja jetzt 4. Heißt das, kriege ich dann... Nee, das bezieht sich nur auf Dinge. Aber so. Deine Hintergründe, weiß ich nicht, ob man mich da so gut hört, wenn es so halt. Also, man könnte das jetzt so ein bisschen ausdenken. Du hast ja diesen Hintergrund. Gefährlicher Kurs quasi, aber... ich weiß nicht, ob es so passt. Ich habe den jetzt auch nicht so ganz im Kopf. Also, der Hintergrund ist, Seebeine doch mindestens. Du hältst einen Bonuswürfel für jedes körperliche Risiko an Bord eines Schiffes auf hoher See und hast niemals ein Problem mit Gleichgewicht oder festem Stand. Okay, hier, noch einer. Sehr gut. Nee, das musst du nicht ausgeben für ihn. Er hat ja auch. Hast du auch Seebeine? Ja, genau. Nee, weil ich gebe ihm die durch nur die Würfel. Nur Würfel. Ja. So Punkte habe ich hier noch gar nicht. Ach so, das machen wir gleich nochmal mit der Szene. Also hier ist Capitano, wäre dann quasi, du hältst einen Heldenpunkt, wenn du dich für einen gefährlichen Kurs entscheidest, weil deine Prahlerei und Ego dir nichts anderes erlauben. Aber das ist ja mehr Kurs auf Schiff oder. Ach, würde ich jetzt nicht unbedingt. Mir ist natürlich Kurs im Leben auch. Natürlich. Kann schon auch. Dann nehmen wir natürlich noch einen Würfel. Nee, du kriegst nicht noch einen Würfel. Du bekommst eine von diesen Münzen. Eigentlich jeder von euch fängt mit einer dieser Münze an. Das sind Heldenpunkte. Die kann man quasi ausgeben für mehr Würfel zum Würfeln, mehr Würfel für andere zum Würfeln. Ja. Irgendwie das, was toll gelingt. Also habe ich 2 jetzt quasi. Einen zweiten. Oh, okay, genau. Super. Ja. Cool. Genau. Und jetzt würfelst du einfach und wir gucken, was Schreckliches alles mit dir passiert. Okay. Oha. So. Ich habe eine 1 gesehen. Ich habe auf jeden Fall hier eine 10 schon mal. Das ist gut, dann hast du es auf jeden Fall. Du kommst auf jeden Fall an. Ich komme auf jeden Fall schon mal an. So, das ist besser als alles mit den Beinen da reinknallen. 9 und 1. Mhm. Das ist gerade eingedreht. Ja, das war die 9, aber ich habe die vorher auch schon gesehen. So, dann habe ich ganz viele 7en. Dann nehme ich, muss ich natürlich viel. Du kannst auch 3 Würfel kombinieren, ne? Ja, genau, du musst 7. Ach so, echt? Mhm. Ja, ja. Ganz, du kannst 27 Würfel miteinander kombinieren. Also, naja, 10, wenn du 10 Einsen würfelst, um auf eine Steigerung zu kommen. 4 schaffst du, ne? Ja. Ja, 1, 2, 3, 4 habe ich. Nicht schlecht. Jetzt haben wir aber gesagt, 1 brauchst du zum Rüberkommen. Genau. 2, um cool zu sein und 3 wegen den Schaden abwenden. Jetzt musst du dir überlegen, bin ich nicht ganz so cool oder riskiere ich den einen Schaden und denke mir, es tut weh, aber ich bleib stehen und lächle. Das ist natürlich mein Stil. Also ich will auf jeden Fall rüberkommen, das schaffe ich. Ich will auch gut dabei aussehen und wenn ich einen Schaden nehme, dann nehme ich einen Schaden, das ist vollkommen okay. Ach, das ist euer Captain. Also, zack. Dann machst du genau das. Machst dir hier so das erste Kreuzchen rein. Nur ein Kratzer. Ja, Kratzer, ja, genau. Lächerlich. Und rums, und da stehst du, ja? Zu deiner Crew geneigt. Tolle Aktion, Captain! Eine tolle Aktion! Und die Crew jubelt. Merkt ihr, dass sie die Seile also losgelassen haben? Ich bin so scharfsinnig, dass ich gesehen habe, der Typ, also, dass er sich wehgetan hat. Ich bin so sneaky und scharfsinnig. Ich habe das mit meinem weiblichen Auge direkt erkannt, dass da was kaputt gegangen ist. Da war was. Ja, der Hand geht. Was, wenn er sich Bericht hält? Müssen wir wieder neue wählen? Diese Bürokratien. Tolle Show. Ja. Ich gucke mich da, wenn ich da gelandet bin, gucke ich mich ganz schnell einfach mal mit meinem erfahrenen Kapitänsaugen um.
ist dir irgendeine Gefahr, ein akutes Risiko, was gerade irgendwie auf uns einwirkt, weshalb ich schnell wieder zurück müsste, oder könnte ich meine Mannen und Frauen überholen? Die können rüber, hier siehst du nichts, das sich bedroht. Das Einzige, was du gemerkt hast, ist, dass schon das Schiff vibriert und ein bisschen rutscht. Also hoch, mit zu viel Rums sollte man vielleicht nicht unbedingt kommen. Okay. Wir sollen jetzt nicht alle noch so in Wir können also rüberkommen, aber seid vorsichtig. Alles klar, los geht's! Ich pack Katharina hinten und werf sie rüber. Oh nein. Ich war darauf vorbereitet. Ich bin ja so... Ja. Ist doch, du siehst doch nichts. Sneaky und analytisch. Ihre, also, ich packe hier natürlich ihre Agilität und meine geballte Muskelkraft spielen natürlich da zusammen. Ja, genau. Nach meinem Verständnis. Ja. Und ich führe das mit einer absoluten Selbstverständlichkeit aus. So. Also es ist für mich auch nichts Besonderes. Ich packe sie einfach hinten am Hosenbund und rüber damit. Ja, hervorragend. Genau, ich roll mich ganz elegant ab. Ja, für mich Muskeln und Ziel. Natürlich ist es auch stilsicher. Ich möchte natürlich auch ein bisschen. Ihr wollt auch mal würfeln. Ich sehe das. Jeder sollte einmal gewürfelt haben, bevor wir richtig losgehen mit dem richtigen Abend. Okay. Wie gesagt, ich mache keine große Show draus. Ich mache das stilsicher, wie wir das immer machen. So. Effektiv. Und bin mir des Eindrucks, den wir bei anderen Seemännern dabei hinterlassen, natürlich bewusst. Mhm. Und deswegen lege ich auch darauf Wert, dass das eine gewisse Ästhetik verstrahlt. Aber ich mache das natürlich sehr gewandt, sehr geschickt. Räum mich ab. Mach so. Leicht meine Füße, ich würde es gerne, ich mache es mit den Füßen gerade, die Füße so überkreuz und stehe dann einfach, also nach so der Rolle direkt so auf. Wie eine Ballerina, die Dreipunktlandung, die muss von oben runterkommen. Lotusblüte, die sich öffnet, sehr gut. Ah, was für ein Bild. Ja, schauen wir mal, ob das auch wirklich so passiert. Ich rufe sehr laut, hau Rock! Ja, ich würde mal sagen, bei dir waren es, was haben wir gesagt, Muskeln und Zielen. Zielen? Warum nicht? Ein natürliches Geschoss sollte man grundsätzlich machen. Du bekommst einen Würfel, weil es so gut erzählt war, weil du es zum ersten Mal machst. Und den schauen wir mal. Und achso, ja genau, einen brauchst du natürlich, damit du sie tatsächlich darüber wuchten kannst. Mhm. Eine Steigerung, damit du dein Ischias quasi abwendest, okay, dass da nichts rausknallt hinten von deinen Knorpeln. Ich bin doch super leicht. Das ist jetzt, da kann ja nichts passieren. Das ist ja eine klassische Hebeübung, die ja, ein Quartiermeister. Kriege ich eigentlich einen Heldenpunkt, weil ich ein Problem für meine Mannschaft löse? Ich löse ja das Problem, dass ich darüber muss. Du schaffst dein Problem. Naja, solange ich mich nicht verletze, ist das Problem. Das ist kein Problem. Das ist noch kein Problem. Für Sie nicht. Also wenn Sie mal im Rollstuhl sitzt, also ich merke, da meine ich dann ja. Okay. Aber so. Okay, einen, damit es überhaupt klappt. Einen, damit du dir selbst dabei nicht irgendwas hebst. Und dann würde ich sagen, hast du noch mit zwei Steigerungen die Möglichkeit, ihr für ihren Wurf zwei Würfel zu geben, weil du sie genau richtig so, als wäre es ein eingespeistes Würfel. Ich darf ihr von meinen Würfeln zwei geben, oder was? Nee, sie hat dann einfach zwei Würfel mehr, okay, wenn ich schaffe. Weil du genau, sie wenn genau weil der Wurf geil, geil, genau. Okay. Der Absprung war fantastisch. Genau. Als hätte ihr das einstudiert. Okay. Oh, gleich zwei Zehen. Wir haben das heimlich immer in der Kajüte unten geübt. Tja. Und natürlich immer, das geht grundsätzlich immer, ihr habt immer. Ihr könnt immer eine Steigerung, wenn ihr sie übrig habt, dafür nehmen, dass ihr euren Captain stolz macht und es gut aussieht. Eine Steigerung. Nehme ich den, ich habe nämlich 5 geschafft. Ja. Dann soll das auch noch im Bacon gut aussehen, aber hauptsächlich ist das lauter Aura. Das ist das Wichtige. Ja, recht so. Hier. Cool. Twin Würfel. Sehr super. Schön, das freut mich. Okay. So, genau. Ich habe 2 Würfel durch diesen grandiosen Absprung. Ja. Dann machen wir das mit Gewandtheit und Athletik. Das kann so, ja. Ja, das finde ich gut. Bei Gewandtheit habe ich 4 und Athletik habe ich nochmal 2. Das sind nochmal 6 dazu. Mhm. Dann kriege ich wahrscheinlich noch einen, weil ich Athletik zum ersten Mal benutze. Ja. Und das ist geil, wie eure Punkte verteilt sind. Das Einzige, was ich gut machen könnte, ist Muskeln und Gelehrsamkeit. Also wenn du mir zeigst, wie Liegestütze gehen. Gut. Das wäre grundsätzlich... Ja, stimmt. Kriege ich noch einen zusätzlichen Würfel? Weil du es so toll erklärt hast, klar. Ja, cool. Ja. Ich nehme hier so einen weißen noch. Aber ich hätte gern eigentlich auch einen roten. Wie willst du noch einen sagen? Wenn du die Flenspumpe ganz exakt nach Anweisung machst. So, aber das sind jetzt genug Würfel. Das sind ziemlich viel, ja. Wenn du das jetzt nicht schaffst. Ach so, ja, genau. Genau, also du brauchst einen, um drüben überhaupt anzukommen. Dann brauchst du... bei dir waren es auch 3, glaube ich, wegen den Verletzungen. Genau, ja. Das machen wir bei dir genauso. Ja, weil ich bin du kommst ja, du wirst ja auch noch geworfen, das kommst du ja, weißt ja gar nicht, wo du anlandest. 3, damit du keinen Schaden bekommst. Und einen noch, damit du deinen Captain nicht irgendwie bloßstellst und ihn anrempelst. Okay. Ziel hat wunderbar, aber dann und dann natürlich immer noch die optionalen einen Style-Steigerung. Ja.
Bei so einem Ketten gibt es immer den Style-Punkt am Ende noch. Fantastisch. Ich habe auf jeden Fall eine 10. Ich habe noch eine 10. Oh, cool. Ich habe hier eine 8 und eine 2. Das sind noch eine. Genau, zwei Fünfen. Und zwei Siebenen. Ja. Das ist noch einer. Zwei Siebenen, eine 1 und eine 8 noch. Das lässt sich natürlich unschön kombinieren. Ist das irgendwie lästig? Nee, da lässt sich auch nichts schieben. Nein. Wobei, ich... Nee, das, ich kann nicht schieben. Ja, mache ich cool. Die doch so einzeln. Obwohl, nee, ich kann auch nicht. Hast du noch drei Punkte Athletik? Nee, hast du nicht, oder? Nee, ich habe leider, nur, obwohl ich so sneaky finden. Und elegant immer bin mit allem, was ich tue, ja. Ja. Wurden mir nur zwei Punkte dort eingetragen. Ja, das stimmt, ja. Das ist, ja, das sind so Herausforderungen, sag ich da. Und ja. Potenzial nach, Luft nach oben. Also. Die hatte ich eben auch schon. Achso, ja. Bacon fitter geht schon. Wo schon der eine Arm? Ja, wie viel. Steigerung hast du denn? Genau, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, das heißt, ich benutze eine, um rüberzukommen. Ja. Ich brauche 3, hatten wir gesagt, um. Keinen Schaden zu bekommen? Keinen Schaden zu bekommen, theoretisch. Ja. Und dann noch eine, um den Captain nicht anzurempeln. Genau. Ja. Ich könnte das aber ja auch umschieben. Ja, weil theoretisch kriege ich diese Style-Steigerung, ist mir schon auch sehr wichtig. Ach, kein Scheiß. Und, zack, und der Captain fällt die Ladeluke runter. Oder über Bord. Oh, kein Scheiß. Oh, nein. Aber sehr stilvoll. Aber kann ich ihn nicht einfach stilvoll anrempeln, dass er nicht so merkt, dass das eigentlich gar nicht unbeabsichtigt war, sondern er nur so denkt so... Naja, du wurdest ja auch schon geworfen, cool aus. Du kannst es natürlich immer auf ihn schieben, wenn er nicht geworfen. Das war schon. Aber ich meine, wir sind ja ein Team. So, das ist ja so ein Artistik-Team, was wir bilden. Ihr könntet, wenn das mit der Piraterie... Da fällt man, da fällt man sich nicht in den Rücken. Also du musst dich entscheiden, ob du stylisch sein willst, ob du ihn quasi nicht irgendwie anrempeln willst oder ob du eben Schaden... Nee, also ich denke, unsere Performance, dadurch, dass wir so eng zusammengearbeitet haben, sollte dem Captain eigentlich schon genug Style sein. Und ich nehme erstmal jetzt keinen Schaden. Er hat ja den Style erreicht. Genau, er sah super elegant aus und dann... Alle der haben effektiven Eisenländer auf das herumkommen, alle sind zu dir gewandt. Oh ja, sie steht. Genau, ja. Ich mache das so sneaky, dass sehr ich... Gut. Dass er gar nicht sieht, dass das nicht ganz so elegant so schnell, war wie der Wurf. Du bist eh immer im Schatten und ja. Ja, super. Genau. Und die wunderbar. Nächste bitte! Ja. Das ist so unnötig. Nippel an Rüstung. Ich gehe selber rüber. Danke. Okay. Ich würde mir jetzt auch mal ein Seil schnappen und normal rübergehen. Ich will nicht, ihr könnt rüber schwingen oder über so eine Planke laufen. Ja, ich lege eine Planke und gehe einfach rüber. Genau, Pistole hinten in den Gürtel. Geh beim Schwingen, gucke ich neidisch auf die Planke. Und die Beine immer so ganz gerade nach oben. Ja, oh, das ist ja. Das ist ungewesen, ja. Effektiv. Nein, ich laufe da einfach rüber, ohne nach rechts und links runter zu gucken. Wunderbar. Dann kommt ihr alle da drüben an. Seht schon da, ist ziemlich zerstört und zerlöchert und steht natürlich auch ziemlich schräg hier. Und ja, jetzt so noch mehr Leute da kommen, also mit jedem, der hier mehr drauf geht, wackelt das immer tiefer und rutscht so ein bisschen an dem Stein runter. Das ist schon so, Zeit scheint eine wichtige Komponente hier zu sein. Allerdings hört ihr auch was. Es ist, als wird irgendwas umfallen. Gut, das ist vielleicht auch gerade, hat sich irgendwas gelockert, ist irgendwie runtergefallen oder so, irgendwo da drin. Ein und dann noch irgendwas, als würde irgendwas über Holz schaben. Und zwar, wenn man so weit in den Schiffsrumpf reingehen würde, wo man zur Captain-Kajüne, zum Koch, also zum Schmutzje gehen kann oder eben weiter runter in den Lagerraum, von da unten. Und das war das ein Zischen oder mehr so ein... Ja, hier hat es ja auch Wellen, die an das Gestein gehen. Also es ist überhaupt ein Wunder, dass ihr das überhaupt gehört habt. Mhm. Mhm. Schwer zu sagen, was das für eine Quelle hatte. Für eine ich zücke sofort mein Degen. Ja. Ich habe übrigens ich möchte so einen riesigen Püsterich haben, der vorne so aufgeht, aber das Ding muss wirklich halb so groß sein wie so ein Oberkörper. Also, wo du so Schrott und so reinstopfst. Ja, es ist unmöglich, mit dem Ding zu verfehlen. Ja, ja. Nachladen ist auch keine Option, aber... Genau, sehr gut. Ja, kannst du haben. Okay, geil. Ja. Kann man durch das Schiffswrack irgendwie... schauen, das ist ja sehr durchlöchert und sehr kaputt. Kann man da irgendwie nach unten schauen? Ich habe zum Beispiel sehr gute Augen. Ja, aber du siehst da tatsächlich nichts. Es liegt komplett im Dunkeln. Also manchmal sieht man so Lichtstrahlen dadurch und ja. Und oh, irgendwas hat sich da unten bewegt. Ah, vielleicht war es auch einfach nur eine Krabbe oder Wellen, die da zu sehen waren. Nee, Wellen nicht. Da ist schon Stein. Da hat sich wieder irgendwas bewegt. Mhm.
Ich rufe rüber zu unserer Mannschaft und stelle noch mal einen Stiefel auf die Planke. Lampe! Genau. Ja. Ja, die machen so eine Öllampe fertig, wie mit so einer Windabdichtung und reichen die so an dem Stecken rüber. Ich stelle mir so vor, wie sie alle an der Reling stehen, so rüberkommen. So. Das macht wieder? Übrigens nie der, der das Pulver holt, weil eventuell sind noch Pulverreste an. Ja. Das ist ein bisschen fatal. Haltet euch bereit, mit den Beinen hier zu kappen, falls schnell sein muss. Ich hab schon so ein Bein auf dem Steg. Kein Problem! ich kann noch. Und wieder rutscht das Schiff so ein bisschen nach unten und Mist, hier lang aufhalten ist einfach scheiße. Männer, Ladies, ich glaube, wir sollten uns beeilen, aber ich wieder Opa in Sonne. Habe das Gefühl, dass unten eventuell was mit sein mit könnte. Womit also, wir nicht rechnen. Ich würde mir einen Dolch zur Hand nehmen und mal ganz, ganz verborgen, heimlich und gewandt natürlich in Richtung, ich denke, eine Treppe nach unten ist noch intakt. Einigermaßen, es ist schon wirklich so halb zerstört, aber du bist geschickt genug, du kannst da tänzelnd. Genau, ich würde da mal so hin tänzeln, aber natürlich so, dass man nicht irgendwie jetzt groß Planken knarren hört oder sowas. Du bist Profi. Ich bin Profi, genau das möchte ich gerade nochmal betonen. und dann mal versuchen, in die Nähe von dieser Treppe zu kommen, um einen Blick nach unten erhaschen zu können und erahnen zu können, ob da sich was Lebendes, was Totes, was Wertvolles oder Schrott verbirgt. Du siehst eine Handvoll zerlumpter Gestalten. Menschliche Gestalten? Ja. Okay, ich schleiche mich noch näher an sie ran. Und kann ich ausmachen, ob sie... Also kann ich so nah, oder ich möchte gerne so nah heranschleichen, dass ich ausmachen kann, ob sie leben oder ob sie sich irgendwie bewegen in einer Art? Also sie scheinen zu euch irgendwie rauf zu gucken und zu sehr wachsam zu sein, deswegen wird sich noch näher ranschleichen, wird wirklich sehr schwierig. Achso, okay, sie leben tatsächlich. Also die ich leben, dachte, mit ja, die haben auch, also ein paar liegen, also ein paar stöhnen, einer hustet wie blöd, die sind auch ein bisschen zerlumpt und zerschunden, aber haben eben so, so ein paar Spieße in der Hand und was ist da? Okay, dann muss aufwachen. Stelle ich mich da an die Treppe und sage, ich muss kurz den Text und sage. Ist alle hören gewandt. Ist der Montagne unter euch. Schickt durch die Tanne raus. Wir schauen natürlich, was genau. Alle gucken mich an. Katjuschka? Ist hier unten noch jemand Lebendes? Geht es euch gut? Wer spricht da? Hallo, wer da? Ihr hört jetzt alle die Stimmen nach. Was sind Leute? Mein Name ist Catalina Giuliana de San Felipe de la Montagne. Können Sie mich verstehen? Und ich bin Erich! Halt die Klappe, Erich! So zwei, drei kommen so ein bisschen ans Licht raus. Ihr könnt die dann auch so von oben so schräg sehen. Und gebt euch zu erkennen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was ist mit eurem Schiff passiert? Wir sind die überlebende Crew der Black Oyster. Von wo kommt ihr? Von da. Wo zeigt er hin? Was ist das für eine Angabe? Nach Nordosten. Hm? Welcher Heimathafen? Heimathafen? Aragosta. Denkt ihr euch das aus? Nein, aber unser Captain ist leider nicht mehr an Bord. Der könnte das alles viel besser, aber leider sind tatsächlich, es sind nur noch einfache Crewmenschen, einfache Seeleute hier. Der Captain und die Offiziere haben das leider nicht überstanden. Okay, abgesehen davon, was ist mit eurem Schiff passiert? Ihr seid komplett zerlumpt hier. Ja, es rutscht schon wieder so ein Stück nach unten, alles so, oh shit, shit. Seid ihr mit deinem Schiff hier oder seid ihr auch gestrandet? Wir haben unser Schiff hier. Kommt drauf an. Also noch haben wir ein Schiff hier. Könnt ihr uns nicht mitnehmen? Männer, nun beruhigt euch erstmal. Hey. Neuer Captain ist an Bord. Hier, seine hoheitliche Allgemeinheit. Alberto il Vincitore ist an Bord. Macht euch mal locker. Setzt euch erstmal hin. Und lasst den Mann mal erzählen, was als nächstes passiert. Ihr bleibt da unten in eurem Stinkekabuff und erzählt uns mal, was hier geladen war. Und dann rutscht das wieder so ein bisschen. Und geladen? Nee, geladen haben wir nichts. Und nix das geladen. War mein Stichwort. Ich geh um und geh einfach wieder vom Schiff. Ich geh einfach. Okay, ich bin hier nicht mehr vonnöten. Ihr könnt uns hier nicht zurücklassen. Ich schau hier richtig. Und wenn Sie lügen?
Wir haben etwas von Interesse von euch, aber wir müssen uns beeilen. Nehmt uns mit und wir verraten euch das Geheimnis unseres Captains. Sagt uns erstmal, was ihr habt. So viel Zeit haben wir. Oder ihr ertrinkt. Es gibt einen mächtigen essen. Schatz. Einen mächtigen Schatz. Ja, mächtig, mächtig. Mächtig, mächtig. Wie gut höre ich so? Okay, wie viele Männer seid ihr da unten? Und Frauen. Wir sind zu und siebt. Frauen. Zu siebt. Und welche Fähigkeiten habt ihr? Genau. Sehr gut, Karina. Machst du jetzt Einkaufsgespräch? Ich muss mich informieren über unsere neuen... Könnt ihr mit einem Schiff umgehen? Ja, nicht klar. Gut. Offensichtlich nein. Keine Sorge. Sitzt vor einem Typ ohne Daumen. Tot. Bewerbungsgespräch im Sägewerk. Sitzt ein Typ ohne Daumen. Wie gut sind Sie an der Säge? Ihr, es rutscht wieder. Nehmt uns mit. Captain, ich schlage vor, wir nehmen Sie mit auf unser Schiff, fesseln Sie dort und fesseln? Besprechen das. Sie hören die das. Das ist okay, wenn Sie das hören. Sie wollen auf ein Schiff, Sie wollen auf unser Schiff. Wir müssen uns irgendwie davon überzeugen, dass Sie uns wohlgesinnt sind. Ja, mir ist dieser Schatz, würde ich gerne wissen, was das ist. Das und, ist vielleicht auch ein kleiner Grund. Genau, und ich nehme an, also wir haben die ja schon ein bisschen gemustert, die haben keine Waffen bei sich. Also sie haben schon so Spieße, aber die haben jetzt zum Beispiel keine Schusswaffen, weil offensichtlich auch alles nass geworden ist. Das okay. Ganze, da ist kein trockenes Pulver ja. mehr da, aber sie haben noch ihre Spießchen in der, also so Stangen halt so in der Hand und ein paar Entermesser. Um sich eben gegen was auch immer da kommt, ne? Üble Piraten zum Beispiel, zu verteidigen. Okay. Wir sind ja nette Piraten. Okay. Okay, Männer. Für uns ist dieser Schatz interessant, ihr weniger, aber ihr führt uns zu diesem Schatz. Wenn wir zu diesem Deal kommen, dann heiße ich euch willkommen auf dieser Grand Vincitoria. Hervorragend, hervorragend. Deal! Okay, die kommen auch schon raus. Ihr kommt da einzeln und ihr schmeißt Waffen vorher weg. Ja, 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 ja. Und dann pusht ihr die Hand von Kapitän. Was? Ich halte dann die Hand raus. Das ist die Hand, die euch rettet. Die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Okay. Sie sind ein bisschen irritiert, aber seltsame Aufnahmerituale. Aber das Meer ist bunt. Auf dem Weg zurück zu unserem Schiff möchte ich gerne Magdalena zurufen. Da sie ja anscheinend gut mit Nadel und Faden zurecht kann sie bestimmt auch gut fesseln. Ich möchte dir sagen, dass sie die Seile bereit machen soll und dass wir vielleicht einen kleinen Fesselauftrag haben. Okay. Ja. Axt! Die meinen dann auch so, okay, danke, dass ihr uns rettet, danke, danke. Wo sind die gerade? Gehen die schon auf unser Schiff? Die sind schon auf der, die sind auf dem Schiff. Auf dem Schiff oben, ja. Also auf dem Wrack oben an Deck. Ja. Also sie müssen, zwei Leute werden massiv gestützt. Einer, der hustet sich fast die Lunge aus dem Leib. Oh. Der andere hat sich offensichtlich das Bein gebrochen. So, Captain, ich bin dafür, dass die drei oder vier hier bleiben. Wir können sowieso nicht so viel von Mutter Ozean nehmen. Ich habe keine Lust, was hier wir zu lassen. Wir sind nicht im Mutter Ozean, wir sind noch auf unserem Schiff. Ja, hier. Wisst ihr, was ihr seid? Ballast. Das kann man so nicht sagen. Wir sind die euch quasi dann das dann mache ich leiser Schatz. Weiter. Captain, ich finde, die Typen sind unnütz as viel. Nein, wir nehmen die jetzt mit. Was ist mit und dem Kranken? Schauen wir, was wir was mit ihnen ist mit machen. Dem Kranken? Was hat er? Ich will nicht, dass er krank antwortet, ich will das andere. Was hat er? Warum hustet er? Eine Lungenentzündung. Der hat über Nacht angefangen damit. Ist nicht ansteckend, keine Sorge. Sagt das unser Arzt? Der Arzt? Lungenentzündung. Ist es gemeinhin ansteckend? Aber Faulheit und Unfähigkeit sind ansteckend, Captain. Nee, aber wenn man sich behandelt, verreckt er daran. Der wird doch verrecken. Wieso sollen wir den nicht hier lassen? Na, der Arzt meint, das schaffe ich schon. Lungenentzündung ist ja ein Klacks. Okay. Außerdem hat er dann jemanden, an dem er sein Pöferchen ausprobieren kann. Er reizt sich schon so ein bisschen. Okay, wir nehmen alle mit. Wir nehmen alle mit, die stellen keine Gefahr dar. Okay. Und wir werden die aber... Ein Drittel unserer Crew besteht jetzt aus Fremden. Wir werden aber sie drüben fesseln und sie weiter ausquillen. Wobei die zwei Kranken nicht kampffähig sind. Das ist nicht nur ein Drittel, das ist die Hälfte das unserer Crew. Das gebrochene Bein ist ein offener Bruch. Also die Hälfte unserer Crew. 10 plus 4, ja. Ja. Das wird eh nichts. Wir nehmen alle rüber, so, wir wollen, dass sie safe rüberkommen. Ja. Ich stehe so an der Plank und spuck immer mal wieder so ein bisschen abfällig ins Wasser neben und dem. Durch die Gewichtsverlagerung rutscht das Ding schon wieder nochmal so einen Schritt Richtung Wasser und oh shit. Rüber mit allem. Und wenn dir so rüber geht, meint dann so einer, dreht sich um. In der Captain's-Kajüte, da ist ein Geheimfach unter der Haifischflosse.
Ich auch so. Okay. Dann würde ich sagen, Katharina. Mach schnell! Lauf schnell hin mit deiner Gewandtheit, beeil dich, das Schiff geht runter. Naja, wenn wir das planen. Können wir sehen, wo die Kajüte ist? Die Kapitäns. Also hat ihr ein Fenster? Ihr habt alle ungefähr eine Ahnung, wie die bei solchen Schiffen ist. Kann ich mit genügend Schwung sie durch das Fenster werfen? Nee. Ich finde das gut. Sie ist ja, du bist ja auf der anderen Seite. Also ich bin ja auf unserem Schiff. Und sie ist ja auf du findest Seite. Das nicht mehr gut, so. Wenn du mit deiner also, Fresse. Das ist klar. Könntest du von den, eurem Heck in deren Heck, aber sie ist ja nicht da. Ja, okay. Okay, die Vorstellung. Können wir lauf? Also. Wie weit ist denn das weg? Das geht, oder? Ist ja, auf ja, du weißt Schiff so gut, wie man auf... Also, Captain's Kajüte ist immer ähnlich irgendwo auf solchen nein, Schiffen. Die Typen doch. Ist ja ein ähnlicher Schifftyp auch wie euer. Die werden uns noch was du weißt, wie man da hinkommt. Das ist halt ein bisschen gefährlich und Zeit ist offensichtlich auch ein kritischer Faktor. Okay, warte. Also, Captain soll doch einer von den Leichtwasserschippern holen. Der weiß doch eh, wo es ist, die alte Made. Vielleicht kann einer von denen Musik machen. Das wird uns allen was bringen. Aber die können doch den Schatz aus der Kajüte holen. Er hat doch gar nicht gesagt, dass er ein Schatz ist, die oder? Sind aber er doch schnell. Die sind nicht schnell und die sind schon lange nicht so gewandt wie sie. Du weißt, wo du hin musst. Du kannst jetzt lauf. Holzsplittern und den Löchern so ein bisschen ausweichen. Musst allerdings, also das, die Kettenskalier okay. Ist schon auch schon halb unter Wasser, als du da so hinkommst. Ich halte mich raus. Reinwarten. Ja gut, ich mache das Captain, sehr gewandt. Sicherheit. Ich versuche schnell und geschickt natürlich da durchzugehen. Keine falschen Planken zu treffen. Ja. Gewandt mich durchzuschlängeln, als ich dann, wenn ich sehe, dass da ein bisschen Wasser drin ist, tauche ich auch ganz elegant drunter durch. Ja. Durch das Wasser durch, mitten zu so. Haifisch. Sehe ich direkt natürlich die Haifisch. Nee, aber diverse Krabben, die hier zuwinken und versuchen irgendwie. Aber ich habe ja Adleraugen. Ja, ja, und du siehst die auch. Die Haifischflosse sehe ich dann. Achso, die Haifisch. Also, genau. Du tauchst da wieder auf und dann ist da wieder so Luft. Aber die Captain's Kajüte ist schon so zu zwei Dritteln voll mit Wasser. Und ja, da siehst du, da hängt die Haifischflosse, ein bisschen krumm schon. Und fängst da so an, ein bisschen rumzusuchen. Und da rüttel, oh, da geht ein Brett auf. Und da ist tatsächlich ein Geheimfach. Wo ein paar Dinge drin liegen. Papiere. Das ist natürlich dann jetzt schlecht, wenn die unter Wasser kommen, oder? Wer liebt nicht Papiere? Der große Satz! Der große Schatz. Du guckst nochmal, wie du so zurückkommst und wenn du da so einhändig die hochhältst, kannst du, also du musst da trotzdem so ein bisschen unter Wasser durchtauchen, aber da ist so eine kleine Ecke, da könntest du die... Ich bin ja auch sehr geschickt und gewandt und kann mich da dann so durchschlängeln und mach dann ganz schnell, dass ich so zurückschwimme und dann... die Papiere halte ich immer über Wasser. Ja, sehr gut. Mit einer Hand. Gehe ich da durch. Und wartest du noch auf sie oder bist du schon weg? Ich bin schon... Ich habe sie rübergescheucht. Ich bedrohe die Typen mit meiner... Du siehst dann auch, wie sie kommt. Du siehst erst die Hand. Natalia steht noch da und die hat sich eine Axt drüber reichen lassen. Ah, ja. Und die hat jetzt halt einen Stiefel und eine Hand an der Harpune, die da drin steckt. Bereit? Ja. Halte ich fest. Ich halte mich so fest. Geil. Soll mich meine Crew, also seine Crew, unsere Crew, gefälligst rüberziehen mit ihr auf dem Rücken. Zack, ihr fallt unten gegen die Bordseite, werdet dann hochgezogen und an Bord gehievt und die restliche Crew stößt sich schon ab, während das Wrack krachend in den Ozean rutscht und in den Tiefen versinkt. Und die Crew, die Schiffsbrüchigen, so ein bisschen wehmütig. So. Hört auf zu heulen, Männer. Oh. Ihr seid jetzt auf einem besseren Schiff mit einem besseren Kapitän und einem besseren... Leuten. Euch muss es nicht mehr schlecht gehen, euch kann es aber sehr schlecht gehen, wenn ihr uns ein schweres Leben macht. Ah, das hat unser alter Captain auch gesagt. Ja, das hat er davon. Das hat er davon. Ich stehe Katharina vor dem Captain. Hier, Eilieferung. Katharina, was hast du da gefunden in der Kajüte? Es scheint eine Schatzkarte zu sein, eine Landkarte auf jeden Fall. Ist das diese Karte? Ich rede jetzt mit dem, der mit uns da geschnackt hat. Und es gibt einen Brief dazu. Ist das die Karte, von der ihr geredet habt? Von dieser große Schatz? Also, nehme ich doch mal an. Wenn es aus diesem Geheimfach ist, weil unser Captain Blair Badbone McMardigan, der coole Name des Captains kam ja leider erst später, tut mir leid. Okay. Hat da immer mal so ein bisschen davon geschwätzt. Also, wenn das die Karte war, die da drin war, dann ist das die Schatzkarte des Captains. Okay, es gab noch einen Brief dazu. Ein bisschen und ja, das sieht auch so ein bisschen nach der Insel aus, die er angesteuert hat mit uns. Den lasse ich. Soll ich? Magst du ihn vorlesen, wieder vortragen? Vermögen kann keine Rede sein. Erich ist einfach unser bester Leser. Ja. Der einzige. Gut. Ich kann so ein bisschen. Aus dem Süden kommt, fädelt ihr euch ein und landet an.
Von einer Klippe aus müsst ihr nun den Finger finden, der in den Himmel zeigt. Was? Von dort aus durchschneidet ihr das Auge. Nein. Durchschreitet ihr das Auge, das auf den Tempel blickt. Dieser ist der Hüter allen Glücks. In seinem Inneren verschlingt euch der Rachen des zornigen Gottes. Giftig und spitz ist seine Wut. Nur wer sich den Göttern zu nähern weiß, wird das Sanktum mit sicherem Schritt erreichen. Dort erwartet euch das wahre Glück. Oh, klingt erstmal nicht schlecht. Zumindest der letzte Teil. Meint ihr, dass das One Piece? Es ist auch noch eine weitere Notiz drin, so eine Art privates Tagebuch, wo er die genauen Koordinaten dieser Insel aufgeschrieben hat, dass ihr quasi die problemlos finden könnt. Also das heißt nicht, oh, wenn die stimmen, easy, ja, kriegen wir. Es, er schreibt von einer wohl noch unbekannten Insel, wo er aber offenbar gerüchteweise gehört hat, dass sie nicht mehr ganz so unbekannt sein soll inzwischen. Mhm. Was vielleicht dazu geführt hat, dass er jetzt seinen Schatz heben soll, wer weiß. Ja. Die Crew meint eben, wir waren auf dem Weg zu dieser Insel, weil er wollte seinen Schatz holen. Und in diesem Tagebuch schreibt er, dass er mit dem Schatz, den er da bergen wollte, eben dann danach direkt nach Labuka segeln wollte. Das ist so eine piratenfreie Nation, die das unser Teneriffa oder Gran Canaria quasi, also so vor der Küste Afrikas und so ein bisschen nah an Spanien dran, hier eben Kastilien und der Kontinent Ifri. Das ist nochmal dieselbe Karte, ohne die roten Striche. Um da irgendeinen Deal klar zu machen. Deal, okay. Ja. Ha. Und er wollte das wohl, es wirkt so ein bisschen, als wäre er tatsächlich eilig, weil er irgendwie denkt, ah, wer weiß, wie lange die unbekannte Insel noch unbekannt ist. Freunde, ich wittere da was. Ich glaube, wir sind da was Großes auf der Spur. Und wir sollten uns alsbald auf den Weg machen, diesen Schatz zu bergen. Allerdings würde ich vorschlagen, dass wir erstmal die nächste Insel ansteuern und erstmal unseren Ballast abwerfen. Es sei denn, es sind ein, zwei tüchtige Männer dabei, die uns hier helfen können. Und Frauen. Oder Frauen. Die uns hier helfen können bei unserer Arbeit. Ich möchte gerne jemanden haben, der Musik machen kann. Und vielleicht jemand anderer, der hier vernünftig arbeitet. Und was machen wir mit dem Rest? Der Rest wird auf der Insel gelassen. Sehr gut. Und vielleicht hat jemand von dem guten Namen für Papagei. Richtig, das ist auch gut, ja. Könnte ich immer sagen, Papagei. Hauke Blaubartson kommt irgendwie zu euch, einer eurer Crew-Leute, ja, der euch schon geraume Zeit nervt, weil ihr habt ja den Rum in eure Charter geschrieben, aber er als Mietliebhaber, dem seine privaten Vorräte auch immer knapp werden, behagt euch schon die ganze Zeit, dass man nicht eine weitere Zeile da einfügen sollte, die eben alternativ für die Mietration stimmt. Nee, der Typ. Und der dann meint, ja, wird es dann, die Aufteilung wird aber schon gerecht laufen. Ja, ich habe ja, also ich bin da ja schon, also wenn ich schon, wenn nicht mein Miet überall schon wenigstens angenommen wird, erwarte ich, da guckt auch dich an, aber auch den Captain, ja, ich will dabei sein, wenn diesmal gezählt wird. Ja, Miet, du kannst doch gar nicht zählen, du alter Quatschkopf. Jetzt verzieh dich mal aufs Achterdeck und mach mir nicht in die Hölle heiß hier. Für so haben du gar kein Geduld. Seht ihr, komm weg. Mach dich weg. Kleinen Mann wollen sie quasi zum Schweigen bringen, damit sie eigentlich das Ding durchziehen. Halten sie mich zurecht. Ich mach'n tot. Erich hat die zurück. Der geht weg, aber er guckt schon so ein bisschen nach. Ich murmel zu den anderen ein bisschen. Ja. Hat's geklappt? Was wolltest du erreichen? Loswerden, die Spinne. Derweil wäre Nauge ein bisschen genervt. Habe ich den Doktor herbeigeholt und gesagt, erfahrst du bitte die Verwundeten, die beiden und die drei, die dabei sind. Ja. Und wir würden trotzdem gerne noch mal mit dem Redelsführer und mit den ein, zwei, die was zu sagen haben, noch ein bisschen reden. Und während die anderen in die Doc-Kabine, Doktor-Kabine gehen. Doktor-Kabine. Wie groß unser Schiff auch immer ist. Doc-Kabine. Ein Mann neben gestrandeten Vertrauen. Ja, kein Problem. Die Verwundeten werden unter Deck geschleppt erstmal. Die anderen bleiben erstmal auf Deck, wo sie jeder so ein bisschen beäugen kann. Ja. Und ja, Offizier, Captain gibt es da keinen. Insofern, Regelsführer haben die irgendwie gerade keinen anscheinend. Wie viele sind jetzt quasi auf Deck? Noch fünf sind auf Deck, zwei Verwundete, also der Keuchende und der Humpelnde sind nach unten geschleppt worden. Okay. Der Keuchende und der Humpelnde.
Okay, Männer, was ist jetzt euer Ziel? Nachdem ihr dem Tod quasi von der Schippe gesprungen seid. Dank unserer Hilfe. Es wäre ganz cool, wenn ihr uns einen Teil vom Schatz abgebt. Naja. Also war ja nur ein Schatz ist für Crew. War ja nur ein Versuch. Ist okay, war nur ein Versuch. Also kein easy, komm. Ja, ich dachte wohl, sag mal, wir hoffen. Nee, Quatsch, wenn ihr uns am nächsten Hafen absetzen könnt, wäre das super. Also an den nächsten, an dem ihr irgendwie vorbeikommt. Und dann kommen wir schon weiter. Hört sich gut an. Dann erzählen Sie direkt den nächsten vom Schatz. Auch wieder ein guter Punkt. Kann einer von euch Musik spielen? Oh. Mhm. Und hat jemand für euch guten Namen für Papagei? Und wer ist der stilsicherste von allen? Ich kann ein feines Lied smattern. Ja, also Piotr Pavlov Romanovich aus Usura, sagt er. Er hat so eine Leier und er kann russische, usurische Volksmarr. Oh, ich mag den Mann. Okay. Oh, ich hat ja schon. Der hat die Leier dabei? Ja, ja. Okay, der hat die Leier dabei. Der gerettet. Okay, ich nenne ihn Rudolf ab sofort noch und sage, Rudolf, ich hätte dich gerne mit auf dem Schiff und du sorgst dafür, dass du mit deiner heiteren Musik unsere Moral steigst. Hättest du... Wärst du dabei? Ja, da war ich. Ja, da war ich auch schon. Da fängt er auch schon an. Ja, sehr schön. Und sein Gesichtszüge entgleisen dir nach so ungefähr einer Minute. Es ist eine sehr schwere Musik für warme, für kalte Tage. Aber er lacht. Natalia stellt sich daneben. Und du auch. Wow, das schönste, fröhlichste Lied deiner Heimat. Ja. Na gut, vielleicht überlegen wir das. Das wir dann fange ich an, wie die anderen dann tanz. Ich lege einen Arm um Karim. Ja, das schön. Karim holt so ein Taschentuch raus. Danke. Ja, ich versuche irgendwie die schönsten kastilianischen Tänze mit dieser Musik zu vereinen, was schwierig ist. Sehr schwierig, ja. Stellt mich vor eine Herausforderung, aber ich gebe mir die größte Mühe. Okay, schwermütig. Langsam tanzen ist nichts. Ja, das sind bunt zusammengemischelte Haufen. Also die verstehen sich. Das sind jetzt keine... Also wir merken, dass es jetzt keine negativen Typen. Die wollen uns prinzipiell erstmal nichts. Nee. Merken wir das? Also das sind ja harmlose... Die sehen auch echt zerschunden aus. Die haben da schon... Die haben es ordentlich abbekommen. Wir haben aber immer noch nicht rausgefunden, was mit dem passiert ist. Einer, der vielleicht auffällt, ist ein Rahuri. Das sind so... ja, so von den jamaikanischen Inseln da so zu der dieser Zeit. Hat er was dabei? Hat er Rastas? Hat er was dabei? Ich zwinge ihm so zu. Hast du zufällig... Feucht geworden. Oh, scheiße, okay. Aber wenn wieder kein Kaffee. Also er hat so ein bisschen was da, das sieht erwärmlich aus. Und kann ich Sonne? Dann versucht das irgendwo zu trocknen. Ja, okay. Aber Jungs, erzählt doch mal. Vorteile bedient. Was ist mit euch genau passiert? Wie ist das genau passiert hier, dieses Unglück? Und derweil würde ich sagen, wir setzen uns schon mal die Segel. Ja, genau. Wir lichten den Anker, falls wir eingesetzt haben. Wir wollen zur nächsten Insel. Warum nicht gleich zu der? Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Nee, wir wollen erstmal zur nächsten Insel, die uns bekannt ist. Wir wollen erstmal einen Hafen befahren. Wir wollen ja auch die alten absetzen, die uns nicht irgendwie im Gebrauch sind. Wir brauchen in Sicherheit eventuell absetzen. Nicht irgendwo, wo sie auf einer einsamen Insel dann Schon wo ein Hafen ist. Ja. Vielleicht wollen wir noch mal... Aber so richtig richtige Hafen, wo man sagt, Zivilisation, da kommen auch einigermaßen regelmäßig Schiffe vorbei, hat es jetzt nicht so übermäßig viele in der Atabäischen See. Was wäre denn so das Dichteste, wo wir sagen, okay, das ist zumindest ein kleines Dorf, vielleicht mit einer Schenke noch und vielleicht, wo die Männer irgendwie vielleicht ein paar Wochen da bleiben und dann zum nächsten See ziehen können, wie das auch immer. Problem ist, dass diese Insel liegt weit abseits von allem, was irgendwie wenig Zivilisation hier ist. Ja? Also es wäre wahrscheinlich eher die entgegengesetzte Richtung von Inseln ziehen. Okay. Ja, aber wir können ja in die Richtung die meisten fahren von ihnen, gucken, die meisten von ihnen können arbeiten. Er kann sogar singen, er kann gut singen. Aber halt wir und die anderen, er kann da abfahren. Nein, wir bringen niemanden. Ich denke da auch an unsere... Das macht Uben. Ich denke da auch an unsere Vorräte. Ich weiß nicht, wie... Das Argument. Aber gut. Die aufzufüllen wäre vielleicht nicht das Schlechteste, gerade jetzt, wo wir sieben Mann mehr an Bord haben. Die kriegt gar nicht durchgefüttert, Captain. Ah, doch. Essen und Trinken reicht. Der Rum
Oh, das wird. Die Neulinge haben die Charter nicht unterzeichnet, da kriegt niemand rum von denen. Da kommt Hauke wieder an. Jeder Seele an Bord steht Rumration zu. Ich hab's schon wieder gemerkt. Nicht nur, dass ihr mir meinen Meter nicht draufschreiben wollt. Oh, ja. Mann, Auge! Ihr wollt jetzt auch noch heimlich die Charta ändern und da hier uns alle Ritter wegschneiden, dass ihr den Blut für euch alle habt. Ich hab Sicht auf meinen Scheiß, nur damit so klappt. Leute, was die hier anstellen? Seht ihr das eigentlich, was hier passiert, Leute? Der macht sich jeden Abend den Drachen so voll, dass er nur noch am Gurgeln ist, anstatt zu schnorchen. Ich hab aber hier eine Regel schwingt. Ich hab gesagt, das wäre okay. Du hast gleich ganz andere Schmerzen, du Spinner! Ist okay. Ich will keinen Stress. Oh. Mhm. Die Ration nehme ich ja. Also Nahrungsmittel, das sieht ja auch aus, als wären da Flüsse auf der Insel, wenn man da so genauer hinguckt. Da könnt ihr auf jeden Fall eure Wasserrationen locker auffüllen. Nahrungsmittel können wir da bestimmt auch, Bananen und so. Also mit Lebensmitteln ist es da, selbst wenn es enger werden sollte, sieht die Insel aus, als könntet ihr euch da locker versorgen. Wie lange schätzen wir denn, brauchen wir zu dieser Insel ungefähr? 2 Tage, vielleicht 3, das ist... Ihr seid schon weit weg von allem eigentlich und wolltet eben zurück in die Zivilisation Richtung Aragosta, so eine schmutzige Piratenstadt, so Tortuga-mäßig. Aber das ist wie gesagt, das ist so die entgegengesetzte Richtung. Man muss tatsächlich die Rumrationen leicht anpassen, damit man sicher gehen kann. 7 Seelen mehr an Bord, 2-3 Tage hin, 2-3 Tage wieder zurück, bis ihr hier seid. Schluck Wasser in Rum hat noch niemandem geschadet, ne? Ich würde auch sagen, der Groch ist ja auch was. Haben wir denn genug Platz für die 7 Mann? Ja, ja, ja. Euer Frachtraum ist leider auch, hat schon Spinnenwebenmann gesetzt, also, ja. Okay. Ja, also ich streck den rum und ab jetzt gibt's Grog. Ja. Ich finde es okay, wenn die Mann, die jetzt uns neu besucht haben, weniger Rum bekommen, vielleicht auch gestreckt Rum. Wir machen das Marketing-Tape, wir verkaufen das als gute Nummer. Die Charter, also es gibt eine Ration, die jedem zusteht. Du hast sie mitgeschrieben, also schreiben lassen, diktiert. Mhm. Also Captain, steht nicht Wetter drin, wird ja auch kalt. Wetter ja, wird kalt, das stimmt nicht, ist nicht mehr so. Wenn das, jetzt gibt's Hauke, wenn das der Hauke mitbekommt, der macht nur Stress. Was wollt ihr denn? Und dann gibt's nicht allen das Gleiche. Ja, der wollte ja Met, ne? Der wollte Met und ja, mehr. Aber wenn er rauskriegt, dass die Charter bestimmt. Der ist da knallhart. Ja. Es ging alles. Der ist ja nachts dann so ein bisschen am Rumhetzen. Natalia verzichtet auf ihre Ration. Hm? Ist ja eh ist ohnehin kein Wodka. Mist, wir haben es doch alle gehört. Nobel. Der Karim, Und mehrere oh, Karim verzichtet auch auf seine Ration! Karim, du bist ja ein Teufelskerl! Und schon der mit 2 Rationen mehr gezaubert. Alle Glückwünsche und der guckt auf meinen Karton und denkt sich, oh, freut sich. Der Kerl, ne? So ein Fenster wird einmal. Okay, alles klar, Männer. Genau, wenn wir jetzt in See stechen. Und Magdalena gerade ein paar, bitte ich Magdalena darum, in ein paar freien Minuten vielleicht die Kleider der neuen schaffenstüchtigen Herren ein bisschen zusammenzuflicken, ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie auch was haben, was sie wärmt. Einer von den Leuten, die wollen sich halt auch so ein bisschen erstmal unter Deck auch ein bisschen ausruhen, sehen auch so aus, als hätten sie es nötig, dreht sich noch so um, überlegt kurz. Warte, bevor wir losgehen. Wir sollten erst testen, ob sie überhaupt was können. Wir sollten erstmal mit ihnen reden, was ihnen zugestoßen ist. Alle mit Schiffs. Und wir rufen Dinge und dann geht der Dinge fast sie an. Ja, ja. Die Frage ist noch nicht geklärt, was genau mit euch passiert ist. Big Sally tritt vor. Ja, wir kamen in den Sturm. Und das war eigentlich kein Problem. Und dann hat uns der Kraken angegriffen und dann war alles ein bisschen schwierig. Ja. Oh, ja. Also, sie hat Kraken gesagt? Ja. Ein Kraken-Kapitän! Wie meint ihr das mit, ein Kraken hat euch angegriffen? Der Kraken hat uns angegriffen. Der Kraken? Der. Ich sag mal, der existiert nicht. Der existiert nicht. Quatsch, sagt Hauke. Da existieren 3. Ich habe 2 davon gesehen. Und du hast ihn gesehen und ich dachte fast, wir wären uns mal einig. Gib ein, sagen wir es so. Da gibt es unterschiedliche Legenden, ja, aber. Ja, ich glaube, ein oder der, aber sie hat Kraken gesagt. Also mich packt die Angst. Ich zitter am ganzen Leib. Und dann denkst du dir,
Das würde einige von den Eindruckstellen erklären, die an unterschiedlichen Ecken des Bootes, des Schiffes sind. Und ja, und wir hatten unsere Schwierigkeiten. Wir haben uns gewehrt wie die Blöden. Da sind schon die ersten Crewmitglieder und Offiziere über Bord gegangen. Wir haben ihm ordentlich zugesetzt, aber er hätte uns in Stücke zerrissen. Und dann hat der Captain beschlossen, als letzte verzweifelte Maßnahme das Schiff hier drauf zu steuern, absichtlich. Was tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir den Kraken entkommen sind. Allerdings, ja. Aber jetzt seid ihr zum Glück ihr gekommen. Aber Captain, Natalia, hast du schon mal einen Kraken gejagt? Verärgere nie die Bewohner der See. Aber ihr wir haben den nicht verärgert. Er hat uns verärgert. Das ist Sauerei. Ja, würdet ihr sagen, Big Sally, würdet ihr sagen, Kraken ist groß genug, um zu essen, Mann in einem Stück? Ja. Sehr gut. Usurischer Humor. Warum genau ist euer Captain jetzt fort? Der ging beim Anlanden über Bord, als wir da so drauf gesteuert sind. Das nennen die Anlanden. Ohne Style. Okay. Ja, keine Style-Punkte. Abzug in der B-Note. Okay. Ja. Captain, ich würde sagen, auf jeden Fall weg hier. Die würden sie jetzt auch mal erstmal unter Deck ein bisschen ausruhen, Zwieback essen und ein bisschen zu Kräften kommen. Und dann wären die natürlich auch irgendwie deckschrubbend irgendwie hilfreich. Genau, ruht euch aus. Wir brauchen kräftige Männer, denn nur diese sind hilfreich für unser Und Schiff. Und Frauen. Und Frauen. Natalia möchte dann auch testen, ob die wissen, welche Teile des Schiffes welche sind. Das heißt, man sieht sie dann schreiend mit stehen und... Ja, Backbord, Steuerbord, Heck, Bug, alles. Ja. Sehen die aus wie große Esser? Und jetzt holt das Bildenschwein und dann mal schauen, ob sich einer von denen bewegt. Ja. einer der Ruire hat sich bewegt. ihr fahrt so schön, brecht auf Richtung diese Koordinaten und nach... ein paar Stunden, zwei Stunden vielleicht, hört ihr wieder oben von eurer Rolanda aus dem Krähennest. Möwen, Steuerbord voraus! Nee, Möwen voraus! Das habt ihr auch von ihr noch nie gehört. Also wenn da... Hier wenn kommen da, Möwen heißen, verschollene... Nee. Möwen heißen Möwen. Das Land zumindest in der Genau, Nähe. Aber also eigentlich würden sie dann sonst immer Land in sich schreien, weil meistens sind sie von das Land schneller als die Möwe. Ein toter Fisch oder ein Rolanda, was siehst du mehr? Siehst du noch was? Nee, einfach nur ein scheiß Haufen voll Möwen. Aber ich kann noch fix hochklettern. Und ich habe die Adleraugen. Ich möchte sie gerne einsetzen. Solange du klare Sicht und eine ununterbrochene Sichtlinie hast, kannst du bis zu einer Entfernung von einer Meile perfekt sehen. Mit einem Fernrohr. Hat sie ein Fernrohr oben? Ja. Ja, klar. Mit einem Fernrohr kann ich sogar feine Details erkennen, zum Beispiel die Inschrift auf einem Hochzeitsring. Das sollte also für mich kein Problem sein. Ist die nicht normalerweise innen? Ich hab das, wenn ich jemandem eine Lüge abkaufe, ich einen Ellenbogen kriege. Sehr gut, ich... Klar, du kannst die Federn der Möwen zählen, wenn du möchtest. Die kreisen da wie wild rum. Du siehst, es gibt auch wirklich nur so einen Fleck mitten im Ozean, wo die direkt drüber kreisen, mal runtergehen, mal wieder runter, hochgehen, also mal ins Wasser kurz reinpicken, wieder abdrehen und dann so drüber ihre Kreise ziehen, wie so Geier quasi. Genau, aber da unten drunter muss ja irgendwas sein. Das irgendwas kann ist ja da, nicht aussehen. Aber du siehst da nichts. Habe ich sowas irgendwann also ist schon mal gesehen? Heller, dunkler. Es ist einfach Wasser. Ja, da schwimmen auch so ein paar kleine Bröckchen schwimmen drin. Rum. Was für Bröckchen? Ich kann die Inschrift von einem Hochzeitsring lesen. Alter. Ich erkenne ganz genau, was für Bröckchen das sind und von wem. Irgendwelche Makrelenreste. Es ist vielleicht auch eher so ein Delfin. Teile von einem Delfin. Und das ist in die Richtung, in die wir fahren? Ja. Okay, ich kletter runter. Das ist ziemlich genau und, also potenzielle Reste eines Krakenmittagessens. Genau das. Ich erstatte die Bericht. Schraube gibt es ja noch nicht, die drüber fahren kann. Mitoffizieren. Genau. Da oben, ich habe nicht viel erkennen können, das trotz meiner Adleraugen. Es scheint, als ob diese Möwen sich an irgendwas ernähren, irgendwie Delfinreste, was mir sehr groß erscheint, aber mit dem Kraken zusammen macht mir das ein bisschen Sorgen. Vielleicht sollten wir dieses Gebiet weiträumig umfahren. Erzähl das mal einem von dem Neuen. Vielleicht kennen die so eine Geschichte schon. Okay, ich gehe runter und mir ist das egal, ich weck die alle. Und frag, wer von ihnen im Ausguck saß. Der ist tot. Okay. Der ist dope, Blaine.
Habt ihr jemals davon gehört, dass nur Möwen voraus sind? Wurde euch das zugetragen? Nee. Also wenn ihr auf den Krakenangriff anspielt, der ist ja mitten im Sturm passiert. Und sonst habt ihr noch nie was davon gehört? Keine Geschichten, keine Erzählungen von Freunden, Feinden, Bekannten? Fjedrof Finger, euer Smutje kommt an. Wenzel kommt an. Das ist ein schlechtes Omen. Das weiß doch jeder. Ja, das bringt bestimmt Unglück. Wir sollten... Was bringt denn bei dir mal nicht Unglück? Steine. Steine bringen kein Unglück. Na doch, wenn sie unter dem Schiff geraten. Nein, diese Felsnadel. Alles bringt Unglück. Na okay. Ja. Ich gehe wieder hoch. Sonne ist gut. Sonne bringt kein Unglück. Sonne ist gut. Aber ich mag Sonne. Sonnenbrandwenzel. Oh! Er rennt irgendwie unter Deck. Er holt sich irgendwie so ein Tuch und arbeitet weiter mit so einem Kopftuch auf. Also ich befürchte auch, dass das nicht so ein gutes Omen ist. Allerdings, wenn der Kraken da tatsächlich gegessen haben sollte, sollte er ja weg sein. Was sagt deine Walerfahrung, Natal? Die Walerfahrung. Die wenigsten Wale fressen große Tiere. Und sie lassen davon nichts übrig. Verstehst du? Also, weiß nicht, vielleicht hat Kraken da nur an Oberfläche gelassen, um zu schauen, dass was anderes vorbeikommt und dann, ups. Dann ist es auch noch ein schlauer Kraken. Ich gehe in die Küche, hole mir alle Messer, die übrig sind, und stopfe die in meine Flinte. Sehr gut. Alles, was spitz, scharf, ungescharf ist, stopfe ich in meine Flinte. Wir brauchen das vielleicht noch. Ich mache nix. Der Koch beschwert sich auch. Ich klopfe sogar noch meine Pfeife hinterher. Macht doch eh nichts. Okay, ihr nähert euch halten wir ja noch drauf zu. Ja, ich würde sagen, wir halten weiter drauf zu. Ich würde aber dafür sorgen, dass die Kanonen geladen sind. Okay. Alle vollgeladen. Mhm. Und alle Männer bereitstehen. Harpunen bereit. Harpunen auch bereit machen. Und man weiß nie, was jetzt auf uns zukommt. Jetzt, wo wir wissen, dass Kraken existieren. Gibst du mein Schnitzmesser wieder her. Und dass die anscheinend auch Schiffe angreifen. Das ist ganz unten drin. Sollten uns bereit machen, aber wir halten weiter den Kurs. Okay, dann umgreife ich das Steuer noch ein bisschen stärker. Mhm. Und ist es ein gefährlicher Kurs, den ich gehalten habe? Nein. Ist nicht gefährlich? Nicht offensichtlich gefährlich. Also diverse Leute an Bord würden was anderes sagen. Okay. Sieht nicht so aus. Okay. Je näher ihr diesen Ich finde, wir sollten Wenzel noch mal befragen, ob das wirklich gefährlich ist. Nicht gefährlich ist. Uiuiuiui, sagt er die ganze Zeit. Uiuiuiui. Und hält irgendwelche komischen Zeichen da, so Holz-Talismane und so in der Hand. ihr kommt, steuert auf diese Vögel zu und bevor ihr die quasi so durchfahrt, fliegen die ganz hoch und weg. Ganz weit nach oben und lösen sich so ein bisschen auf. Und, ach ja, das war ja einfach. Und dann fühlt sich so an, als würde euer Rumpf über so eine Sandbank schlubbeln. Oh, hier sind keine niedrigen Gewässer. Haben wir und kurz danach macht so Rums und alle fallen irgendwie um und es hat so von der Seite einen Rechtsruck gegeben. Ein politischer Rechtsruck. donnert irgendwas gegen den Rums. Lass die Linken frei! genau. oh shit, alle sind unruhig, alle so, was ist los, Captain, was sollen wir machen? Zusammenreißen, an die Geschütze, ausfahren. Okay. Ich halte das Steuer noch fester. Und dann noch zu halten. Geht schon so ein Tentakel plötzlich seitlich von euch aus dem Wasser raus und schlägt okay, so. Okay, ich baller das Ding ab, bevor das schießen kann. Ich halte meine Püsterich drauf und baller das Ding komplett aus Pistole raus. Ins Nirvana. Und, also das Ding. Als ihr so zielen wollt, oh shit, da drüben kommt auch einer, er ist genau unter euch. Ja? Und so ein dritter Tentakel, der so ein bisschen abgehackt aussieht, frisch abgehackt, ist da auch und wedelt irgendwo rum. So zwei Tentakeln drohen so über sich, so über dem Schiff einzuschlagen. Was wollt ihr tun? Ich versuche mit meinem... Die Crew ist momentan heillos in Panik. Also ich schreie die Crew an. Sehr entschlossen. Sehr gut. Ihr bleibt sofort festhalten! Da! Du gehst an dein Geschütz! Du gehst an dein Geschütz! Wir haben das geübt! Männer, Frauen, reißt euch zusammen! Ist nur großer Tintenfisch! Machen wir draus Ringe und frittieren! Los! Ja, ich schieß einfach. Ja. Willst du auch, dass sie abfeuern, die Kanone? Ja. Darf ich meine Tugend aktivieren? Ich kommandiere Leute rum und gebe jedem einen Heldenpunkt. Ja, oh ja, sehr gut. Oh ja, das ist doch fein. Vielen Dank. Tugend und Untugend kann man nur ein einziges Mal heute Abend. Also insofern merkt ihr einfach oder streichst durch mit dem Bleistift oder einem Pulli oder Haken oder so. Erledigt. Ja, super. Ich halte auf jeden Fall das Steuer noch ein bisschen fester. Versuche irgendwie mit den Justierungen
so zu, also alles so zu justieren, dass wir schnell durchkommen und hoffe auf Rückenwind. Ja, sehr gut. Du schießt den Tentakel ab. Ja. Rums? Den auf der, wo, von wo kam der Ruck? Von rechts, ne? Auf der rechten Seite, den will ich auch abschießen. Genau. Also ich renne zur rechten Seite und... Also Steuerbord. Backbord? Steuerbord. Backbord? Steuerbord. Backbord ist links. Steuerbord. Steuerbord. Ja. Genau, ich zücke auch mein Wurfgeschoss und wird auf die nächsthöhere Ebene des Schiffes einmal hochsprinten, damit ich so einen besseren Überblick habe. Waffe mit Permutgriffen, so eine Pistole. Ja, auch. Sehr gut, genau. Sprinte hoch, drehe mich um und schaue, dass ich so einen besseren Überblick habe, was machen meine Männer da, von wo kommen die Tentakeln und wo wird es vielleicht dunkel unten im Gewässer. Und habe natürlich auch im Anschlag meine Pistole und schaue, dass es da alles irgendwie läuft und werde auch das nächste darauf schießen. Ja. Und weil ich sowas noch nicht gesehen habe und obwohl, nee, ich weiß nicht, ich bekomme eigentlich einen Punkt, wenn ich was sehe, was doch kein Entdecker, aber... Ja, das kann man schon sagen, das ist schon was, was selten. Also du hättest Geschichten Punkt. Darüber, aber genau, die meisten aber überleben nicht. Das auch nicht und vieles davon ist Seemannsgarn. Ja. Da kann man schon sagen, gerade Theaner haben sowas noch nicht gesehen. Okay. Ja, sowas gibt es nicht alle Das heißt, Tage. Ich würde mir noch einen Heldenpunkt einfach dazu nehmen und schieße dann auch auf den Tentakel. Dann mach doch mal. Also ich will ne, ganz normal hinrennen, abfeuern. Ich brülle vielleicht noch, immer das Ding tot, Captain! Sehr gut. Ja, macht mal, stellt mal eure Würfel zusammen. Also bei dir Entschlossenheit. Entschlossenheit, würde ich auch sagen. Und zielen ist eine neue Szene, also nicht mehr auf diesem Wrack drauf. Insofern, ach, da hast du eh nicht geschossen, glaube ich. Nö. Du... Entschlossenheit und Einschüchtern? Ja, wenn du sie wirklich zusammenkacken willst, dass sie gefälligst zu funktionieren, weil gerade sind sie auch wie die Hühner. Ja. In guter alter Tradition jeglicher Marine und Piraten schrei ich die Leute an und mache sie und ihre Ahnenreihe zur Sau. Ja, recht so. Deswegen ist sie gefürchtet und geachtet zugleich. Ja. Einen, weil er den, die Fertigkeit natürlich noch nicht benutzt hat, einen, weil es gut beschrieben ist. Bei dir vielleicht nicht. Nö, nee, war auch nicht. Hingehen, abdrücken ist so der Standard. Jo, jo. Ja, genau. Ja. Aber warte mal ab. Kommt noch. Ja. Ich hab noch einen Pin. Ah, einer geht noch, sehr gut. Wenn sie die Flinte vorne in erst deinen Händen zerreißt, weil es falsch gestopft hat. Willst du zuerst? Was muss ich denn? Um die zur Raison zu bringen. Ihr müsst in dieser Kampfsituation Steigerung heißt, eine Steigerung ausgeben, um nicht von diesen Tentakeln, die so rumwüten, quasi erwischt zu werden, über die Reling geschubst zu werden. Wenn ihr irgendwie was mit Schaden macht, könnt ihr alle anderen Steigerungen in den Schaden stecken. Das kann bei dir auch sein, dass du die so gut befehligst, dass die quasi sich zusammenreißen und ordentlich abfeuern, die Kanonen. Also wahrscheinlich müssen wir erstmal gut stopfen und die Ärsche hoch. Und, ja, genau. Das ist ja auch schon geladen gewesen, ist. Guter Move. Ja. Und dann kannst du den Rest direkt in den Schaden schmeißen. Was haben wir denn? Keine 10. Es sind ganz schön viele Niedrige dabei, aber. Ja, das ist eine 10. 3, 3, 4 ist eine 10. Die 8 und 3 ist eine 10. Das war's. Das sind 3. Drei. Also wie gesagt, eine, damit du der Tentakel ausweichen kannst. So, weiter. Also du lässt eigentlich nicht mit dem Schimpfen, du machst überhaupt keine Pause. Du hüpfst, du duckst dich, aber der Redefluss nimmt kein Ende. Die Beleidigungen, die deinen Mund verlassen. Wenn es möglich ist, würde ich vielleicht einen davon verschieben. Kann ich mir irgendwie einen Vorteil verschaffen, indem ich spähe und versuche zu schauen, wo der Hauptkörper von dem Kragen unterm Schiff ist? Ob da eher Backbord oder eher Steuerbord im Wasser hängt? Das ist die Frage, wo du deine Konzentration jetzt so hinlenkst. Also, weil das ist ja eher wirklich dann so, wo deswegen ist das Vieh eigentlich? Deswegen bin ich bereit dafür, ja meine Steigerung vom Schaden rüberzuschieben. Okay. Wenn das nicht mal sage, unberichtet, wo also, ist das Ding, wo ist das Ding? Das ist auch was, wenn du jetzt was tun willst, was so deiner ursprünglichen Planung nicht entspricht, dann würde das diese Aktion 2 Steigerungen auf jeden Fall kosten. Und in dem Fall hättest du dann keine mehr übrig, die überhaupt in den Schaden geht. Aber ist okay. Dann, also wenn du... Also mir geht es in erster Linie darum, dass ich die Leute davon abhalte, wie die verschreckten Hühner durch die Gegend zu rennen. Ja. Und ich würde gerne dabei rausfinden, wo das Viech unter Wasser ist und wenn ich dafür einen Tentakel erwischt, ist das in Ordnung. Ja, die sollen auch gar nicht feuern.
Weil die hätten jetzt eigentlich gefeuert. Wenn ich sie dazu kriegen kann, ja. Ja, genau. Okay, gut. Ja. Also dann würde ich einen für die Leute feuern, zwei für ich erkenne, was los ist, und dann erwischt mich halt der Tentakel. Ist in Ordnung. Hallali. Okay. Ja. Der Tentakel, ich mach mal so ein paar Kreuzchen hier. Wo ist das Ding? Ich glaube, ich muss auch gleich Kreuzchen machen. Der Tentakel, schmettert dich über die Reling. Nee, warte. Ich will meine Tugend einsetzen. Ja. Und zwar möchte ich die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Ich spring dazwischen, aber ich versuche den Tentakel vorher wegzuschießen. Mit meiner Büchse spring ich dazwischen und schieß auf den Tentakel, der sie sonst treffen würde. Okay, das will ich sehen. Geil. Also ich sehe natürlich aus dem Augenwinkel, dass der Tentakel gefährlich nah an Nadja rankommt. Ja. Spring also aus einem Bein ab, halt mich an so einem Seil fest, das in der Takelage hängt, schwing um den Balken und püster das Ding sowas von aus dem Leben, dass da nichts mehr zappelt. Jetzt hast du deinen extra Würfel aber verdient. Geil. Also ich stehe am Steuer und pfeife vor Respekt. Das war... Ja. Okay, geil. Baller mal da. Das muss ich mal so einen zum Ausweichen. Naja, du nimmst ja ihre Konsequenz auf. Also brauchst du den fürs Ausweichen nicht, weil er erwischt dich ja auf jeden Fall. Okay. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Außer ich schieße ihn ab. Außer du schießt ihn ab, aber das ist so ein fetter Tentakel. Das ist nicht nur so mein Unterarm. Das ist eher so ein Baumstamm. Ja, aber du hast ja auch eine ordentliche Wumme. Schauen wir mal, was da so passiert. Okay. Da musst du aber jetzt ordentlich. Okay, 0, 0. Ach shit, der Rest ist echt gar nichts. Okay, ist nochmal ein 10er. Das war eine 3, glaube ich, aber es ändert eh nichts. Mhm. Ja, sind nur 3. Was kann man nochmal mit seinem Heldenpunkt machen? Ich kann nochmal würfeln. Nee, so oder du könntest auch dir einen Würfel dazu kaufen. Nee, ich gebe komplett aus und darf nochmal. Das Glück des Teufels will ich benutzen. Ja. Gib einen Heldenpunkt aus, wenn du ein Risiko eingehst, um eine beliebige Anzahl von Würfeln neu zu würfeln. Das neue Ergebnis musst du akzeptieren. Sehr gut. Ich würfel die alle neu. Ja. Ui, sehr schön. Ja, ich habe 2 Nullen. Das ist, ja, die anderen waren alle schrottig. Geil, noch eine 0. Ah, die anderen sind auch wieder nix. Aber naja, es ist einer mehr geworden wenigstens. Mhm. Es sind 4. Sehr gut. Warte. Warte. Kann ich noch? Ah, nee. Dann muss ich akzeptieren. Ja. Ja, musst du akzeptieren. Ja. Okay. Das ist das Glück des Teufels, Mann. Der Teufel kann ich aber einmal pro Szene nutzen. Das ist nicht schlecht. Ah, nicht gut. Ja. Na gut, dann 4. Das ist es. Okay. Dann machst du 4 Schaden. Was nicht ausreicht, um den Tentakel wirklich hier so wegzufetzen. Der Tentakel umschlingt dich und hebt dich in die Höhe. Oh nee. Und droht ihn entweder auf dem Schiff zu zerschmettern oder in die Tiefe zu stürzen und vom Boot wegzuschleudern, wenn ihr da nicht einhaltet. Erius! Ich habe die Möglichkeit gegen, also ich gebe auch einen Gefahrenpunkt aus, weil ich quasi, er ist da so festgeklammert und in Todesgefahr. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit eurer Aktion den aufzuhalten, indem ihr entweder auch Schaden vielleicht in den, also ihr könnt versuchen, den, er hat ihn ja schon ordentlich angeschossen, der ist schon so halb am Schwabbeln. Also der ist schon in der, also ein schwabbeliger Tentakel. Wie weit oben ist er? So über, also schon so ein paar Meter, aber über dem Schiff noch. Und ihr könntet entweder versuchen, quasi den Tentakel wegzuschießen, indem ihr die Aktion würfelt. Ihr könnt aber auch stattdessen einfach einen Heldenpunkt ausgeben und sagen, ich gebe alles um und beschreibt es vielleicht noch schön, um ihn zu retten. Ja, das werde ich natürlich genauso machen. Ich bin ja geistesgegenwärtig auf den nächsthöheren Punkt auf dem Schiff gelangt und ich sehe, wie Hauk, also wie, wie Erich hochgehoben wird. Captain, wie wird's lang? Und ich kletter da auf die Brüstung und springe dann mit Pistole in der linken und Degen in der rechten Hand quasi zum Tentakel, will einmal in den Tentakel schießen und gleichzeitig meinen Degen einmal reinpfeffern und zwar so 3 cm weiter rechts, wo Erich sich befindet, damit der letzte Teil entweder komplett weggeschnitten wird oder jetzt in so weit loslässt. Genau. Sehr cool. Ich will dann danach Erich ihn also so ein bisschen umklammern oder linken Arm und so safe landen. Klar, nehmen wir dann vielleicht einen Schaden, aber zumindest ist er dann gefragt. Und Heldenpunkt dafür und dann ich gebe auf jeden Fall einen Heldenpunkt dafür aus. Musst du nicht würfeln, kriegst du auch keinen Schaden. Das ist exakt genauso, wie du es beschrieben hast. Ja? Es ist so, wow, das hat noch nicht so geklappt. Hätte den Kuss am Ende noch unterbringen können. Und, mit dem Zustand und zuschneiden, durchtrennst du den Tentakel, der mit eurem Kameraden quasi auf die Planken fällt von eurem Schiff. Okay. Und du kannst ihn so abstreifen, hast du so ein paar Saugnapfspuren. Wie groß ist der Tentakel, den wir abgeschnitten haben? Der ist noch so
Bestimmt 2 Meter okay. lang, 3 Meter lang Nein. und schon mal so. Natalia, wir essen wir heute Sushi. Abend. Sehr schön. Ich gehe hin, packe ihn an der Schulter. Erich, du Idiot! Ich muss es tun, Nadja, für dich! Und dann gibt Nadja ihm einen großen Schmatz auf die Wange und sagt, danke. Das Ding ist auf Backbord. Oder ist es auf Steuerbord? Ich weiß nicht, es ist überall. Es ist überall, vor allem auch unter okay. uns. Wo, genau, wo ist, denn, wo ist es unter uns? Weil ich sag mal, mein Mut ist noch nicht gedämpft. Du kannst nicht genau sehen, wo das. Also müsstest du zur Reling gehen, runtergucken. Das war ja das, was ich vorhin versucht habe zu machen. Ja, okay. Ja, du kannst schon ausmachen, dass er offensichtlich wieder genau an der Seite, wo du bist, kommt er anscheinend gerade hoch, der Kopf. Also so für die nächste Runde ist er dann da. Okay. Willst du oder weil sonst. Ich habe auch einen Riesen. Aber davor bist du noch dran. Du bist ja in dieser Runde auch noch dran. Ja, ich habe die ganze Zeit festgehalten, wenn das nicht als Aktion zählt. Also ich habe ja die ganze Zeit das Ruder so festgehalten, dass das Schiff nicht einfach willkürlich irgendwie hin und her wackelt, sondern dass wir die Kontrolle noch über unser Schiff haben. Und die Segel so bereit gehalten, dass ich hoffe, dass ein Windstoß kommt, der uns quasi direkt... Ja, im Wind immer mal links, rechts und du schaffst es quasi so ein bisschen aus den Klauen. Uns da auch von diesem Kraken runterzukriegen natürlich. Genau, rutscht, also man merkt, du hast auch den Eindruck, kennst dich mit Kraken nicht so aus, dass hier so ein bisschen entgleitet es ihm und er versucht... Ist mehr mit krampfhaft festhalten gerade durch dich beschäftigt, als mit alles kaputt hauen. Und natürlich beobachte ich diese ganze Szenerie, um sie dann später epischer erzählen zu können. Okay, also sogar noch epischer. Nichtsdestotrotz. Willst du nicht einmal zwischendurch schießen? Trotzdem nicht. Ich weiß. Ich wollte eigentlich, um Erich zu befreien. Würfel mal. Segeln und Entschlossenheit. Hätte ich jetzt fast gesagt, oder Muskelkraft, Gewandtheit finde ich gut. Darauf können wir uns einigen. Gewandtheit ist es vielleicht eigentlich nicht unbedingt. Nee, es hat ja auch schon was mit Geschick zu tun und mit einem feinfühligen Gefühl, dass ich mit dem Schiff als Steuerfrau gemeinsam habe. Wir bewegen uns da in einem. Ja. Aber was Zeug gekommen? Dann habe ich auf jeden Fall 6. Ich habe 2 für Segeln. Und ich habe 4 für Gewandtheit. Mhm. Und du machst es zum ersten Mal im Krankenende entfliehen. Kriege ich die nicht noch? Nein. Was? Ja. Ich mache das zum ersten Mal. Ja. So eine Aktion hat sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Nie in ihrem Leben, da kriegst du ja 2. Du darfst ja. Moment, sie ist ja noch nie ein Schiff gesteuert. Ich habe auch noch nie im Leben Krankenabend durchballern wollen. Ja, nee, ich glaube, ich kann mir sonst keine weiteren Vorteile zurecht suchen. Das ist alles noch mit direkt aufs Kämpfen. Was kann denn passieren? Also wie viel Steigerungen brauche ich? So viel wie möglich, damit du den Schaden von der Tentakel, die gerade auf das Schiff hämmert, verringerst. Ich habe 1. Und du brauchst natürlich 1, damit du nicht von den Tentakel selber erwischt wirst. Ich habe 2 und ich habe 3. 3? Ja. Dann hast du 1 zum Ducken wahrscheinlich, damit dir nicht das gleiche passiert, wie also dass du über die Reling fliegst oder sowas. Und dann sind es immer noch 2. Genau, dann würde ich 2 Schaden abwenden. Oh, das waren 7. Ich habe gewürfelt wie ein junger Gott. Der Tentakel ist super mächtig und der Kraken offensichtlich sauer. Das Schiff bekommt 6 Schaden ab. 6 Schaden? Okay, was ist das? Der das Schaden ist quasi, man macht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also der hat genauso wie wir. Okay. Es hat den ersten kritischen quasi. Das ist schon ordentlicher Schaden. Das bedeutet nicht, dass ihr gleich sinkt. Das Schiff ist manövrierunfähig, wenn es den letzten kritischen Schaden bekommt und sinkt, wenn es danach nochmal getroffen wird. Also habt ihr noch Puffer, aber ein kritischer Treffer ist schon sowas, das kriegt man eigentlich erst in einem Hafen im Trocken, oder nicht im Trockendock, aber so im Hafenfachmännisch weg. Die anderen leichten Schäden kriegst du unter Fahrt locker wieder gebastelt. Okay. Aber es sieht gerade schon ziemlich ernst aus. Das war ein ordentlicher Hieb. Der Kopf taucht auf. Ich habe eine gute Idee. Und ihr seid in der nächsten Runde wieder dran. Jetzt geht's offensichtlich ans Eingemachte. Was ist mit unserer Crew? Hat die haben die geschossen? Die mit den Harpunen und die haben geschossen, aber die Kraken, also es ist ja sehr schwierig, da zu zielen überhaupt und haben tatsächlich kaum was ausgerichtet gegen die Tentakel. Dürfen wir sagen, was wir machen wollen? Ja. Okay, ich schnappe mir ein Pulverfass. Oh gut. Oh, das Seil. Klingt. Oh, das klingt. Binde eine der Lampen an das Pulverfass. Ja.
und beflügelt durch ihren Kuss natürlich, also in meiner Männlichkeit auf einen Punkt gebracht, an der sie im Laufe dieses und auch der letzten Abenteuer wahrscheinlich noch nie gewesen ist, nehme ich dieses Fass mit der Lampe dran und schleudere das dem Ding voll zwischen die Augen. Nee, der kragt nicht, da könntest du dir vorstellen, ein Liedchen zu pfeifen. Vor lauter Fröhlichkeit. Plötzlich. Ex-steigen jung mit sehr gut, das ist dein Plan. Habt ihr irgendwas vor? Okay, er kommt nicht so gut an. Das ist also dein Plan. Schön, genau. Ja, wir wollen erstmal gucken, was los ist. Natalia nimmt sich die große schwarze Harpune, mit der sie früher die Wale zu Fall gebracht hat. Und würde sich von den Reling mit dem Ding voran auf eins der großen Augen werfen. Du willst dich da drauf werfen? Ja. Hatte ich eben auch noch vor, bis mir der Plan mit dem Pulver rauskam. Aber wenn er gleichzeitig das Pulver fasst, das hat sie nicht. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Sie hat ihm den Kuss gegeben und das ich hatte erst überlegt, auf eine Kanone zu springen und runter zu surfen und die zu zünden, bevor ich über ihn bin. Aber nachdem alle Kanonen abgefeuert wurden. Ja, okay, ich greife auf jeden Fall zum größtmöglichen Wurf oder Schießfähigen. Also ihr beide seid in der guten Position, dass ihr das theoretisch auch sehen könnt, was da gerade passiert. Dass sie zum Sprung ansetzt, während er schon so... Am Steuer vorne doch bestimmt so ein Seil oder sowas liegen. Ihr habt ständig irgendwo, da sind ständig irgendwo Seile, die nur dafür da sind, sie loszuschneiden. Na, es ist alles laut. Wir schreien gerade alle. Genau, ich würde. Wenn wir so weiterspielen, kommen wir nie an. Scheiße. Ich überlege mir kurz einen perfekten Plan mit diesem Seil. Perfekt. Und während, wenn du schon einen Plan hast, darfst du. Nee, ich habe noch keinen Plan, ich würde aber den. Du kannst einfach nur gut aussehen. Der Crew das sowieso immer. Und beruhigende Worte sprechen. Nee, gebe ich auch gerne Heldenpunkte. Nee, ich würde der Crew auf jeden Fall sagen, dass sie die Kanonen auf jeden Fall neu laden sollen, so schnell wie möglich. Ja. Der Kanonier ist ja auch abwesend. Um diesen Befehl also zu geben, genau. Deswegen du ein. Männer und Frauen auf jeden Fall neu laden, man weiß nie, was passiert. Und ich bleibe auf dem Schiff, ich gucke den beiden hinterher und ziele weiterhin mit der Waffe rauf, in Hoffnung, dass ich da vielleicht den einen oder anderen Schaden machen kann. Genau, und da ich sehe, dass mein sehr muskulöser Captain sich auf Anweisungen sehr gerade fokussiert und eben die Waffe auch noch mit der anderen halt halten kann, rufe ich rüber, Captain, halt mal kurz das Steuer! Und ich nehme mir dieses Seil, was da rumliegt. Er fährt so den Arm nach hinten. Linke Hand. Genau. Mensch, Hauke, mehr nach links. Nehme mir das Seil, was hier in der Gegend liegt. Binde vorne ein Messer dran, allerdings so, dass, quasi nur zur, dass es nur zur Beschwerung dranhängt. Okay. Quasi ich verbinde die Klinge mit dem Seil auch und mache nur, dass ich da quasi was habe, was ich gut werfen kann. Mhm. Werf das in Richtung von Natalia, so dass es sie umschlingt. Durch meine Gewandtheit konnte ich das natürlich dann mit dem Wurf bin ich gegangen. Ich habe quasi das Seil gefühlt. Ich war das Seil war ich. Okay. Fühle diesen Wurf. Werfe auf Natalia zu. Dieses Seil wickelt sich durch natürlich auch dieses Messer an dem Ende, was super geschützt Warum ist. Warum muss das explizit ein Messer sein? Weil sie eine Assassinin ist. Ja, mit Messern. Und weil ich hier wenn ich mit Messern werfe, kriege ich zusätzliche Bonuswürfel. Kannst du vielleicht auf diese Bonuswürfel verzichten? Das ist halt ein Messer. Ja, es ist umwickelt, da kann nichts passieren. Ich weiß, was ich tue. Da kann nichts passieren. Das ist so gut umwickelt. Ich reiß sogar ein Stück von meinem T-Shirt ab. Mach das auch noch ums Messer, bevor ich das Seil mache. Von meinem Oberteil. Und von meinem Oberteil reiße ich ein Stück ab, dass das wirklich sicher ist. Ich will niemanden verletzen. Ich will nämlich hier meine persönlichen Wünsche und Interesse, das Schiff sicher rauszukriegen, zurückstellen, um das Leben meiner Verbündeten zu retten. Deswegen machst du dich nackig? Nicht nackig, nur ein Stück Stoff rausgerissen, um das eben zu sichern. Tust du dich aber deswegen in irgendwie, da steht doch was mit, dass du dich in Gefahr begibst dafür, oder? Oder deine eigenen persönlichen, also... Ja, meine persönlichen Wünsche und Interesse der Sicherheit. Das ist natürlich dann eben das Interesse, dieses Schiff da rauszukriegen. Okay. Mein persönliches Interesse. Ach so, und du lässt das Steuer los quasi. Und lass das Steuer los und übergib das an den Captain, was mir natürlich auch schwerfällt, als Steuerfrau das mal abzugeben. Ja. Und werf dann, um eben Natalia zu retten. Das Seil fliegt und dann fliegt es so perfekt um sie herum. Es schlingt sich sachte um sie herum, dass keine Blessuren entstehen. Und zieht sie ein wenig zur Seite, dass sie auf jeden Fall von ihrem Sprung abgehalten wird. Abgehalten?
What? Aber dennoch werfen kann. Und hier das, sie will springen. Die Waffe aus der Hand gleitet und das ist natürlich alles so geschickt und gewandt von mir geplant. Sie ist die Waffe ist sie. Und die Waffe fliegt direkt in das Auge, wo eigentlich sie hin wollte. Nur, dass eben die Waffe ohne sie fliegt. Okay, das ist ihr Plan. Ich kriege einen Heldenpunkt, weil ich mich mit einer Kreatur anlege, die groß genug ist, einen Menschen bei lebendigem Leib zu essen. Und du springst. Das ist mein Plan, ja. Dein Plan. Anvisieren und dann halt mit ganzer Körperkraft und zweihändig die Harpune geführt runter. Und der Plan ist halt mit dem Ding ins Auge rein und dann drin rühren, bis man was findet, das richtig wehtut. Hervorragend. Ja, du springst. Du merkst, wie sich was irgendwie um deine Hüfte wickelt. Bist ein bisschen irritiert. Nee, bist du nicht. Du bist immer noch einsgerichtet mit deinem Ziel. Das kommt dir tatsächlich auch, also du merkst aber, dass du eigentlich gar nicht weiter nach unten fallen kannst, aber du merkst auch, dass der Kraken nach oben kommt und dir entgegenkommt und du das in ihn reinrammen kannst. Und dann kippst du so ein bisschen und merkst, du hängst an irgendwas, das dich irgendwie wegzieht. Außer du hältst dich krampfhaft an dem Ding fest. Und dann... Und ich baller ihm das Ding in die Schnauze! Ja, du siehst auch, wie sich unter dir das Maul, also dieser Schnabel von diesem Viech öffnet und er versucht, nach dir zu schnappen. Und du denkst, wenn ich jetzt loslasse, komme ich dem, glaube ich, gerade so weg. Und lässt du los? Und dann siehst du, wie so ein Fass mit so einer brennenden Lunte oder Lampe da an dir vorbeifliegt, dahinter in das Maul rein. Und erst jetzt wird dir klar, wo Nadja. Nadja? Nadja? Natalia. Natalia. Aber man darf mich Nadja nennen. Ich nenne sie Nadja. Ja, wo sich Natalia befindet. Nein! Aber du hängst an dem Seil, wirst wieder zurück zum Schiff geschleudert. Geil. Elegant und es natürlich gibt eine gewaltige Explosion. Exkremente, Fischteile, ein halb verdauter Delfin. Zuerst Exkremente. Fliegen um euch herum. Ihr werdet komplett von oben bis unten eingesaut. Der berühmte Kotkrake. Ja. Und ihr seht so, wie so die Tentakeln verschwinden. Das Meer färbt sich blutrot. Und der Kadaver sinkt in die Tiefen des Ozeans. Du erhältst einen Heldenpunkt, wenn du mittels alltäglicher Bastelkünste ein Problem löst, das eigentlich als zu schwierig für so eine einfache Lösung geht. Läuft. Ich krieg immer einen Heldenpunkt. Die Sicherheit läuft. Ja? Ist das der MacGyver-Vorteil? Ja, das ist eindeutig der MacGyver-Part. Natalia klettert wieder an Deck, vollkommen mit Innereien und Blut von den total gerissen bespritzt. Gern geschehen! Das war meine beste Harpune. Ich kauf dir eine neue das nächste Mal. War handgeschmiedet von Großvater. Und ich möchte, dass wir Musik anfangen. Ich stehe an Deck. Nächster, bitte! Was es mit eurem Schiff auf sich hat ein bisschen, es hat ja keine so richtig klassischen Werte, aber es entwickelt sich weiter wie eure Charaktere. Es kriegt keine Abenteuerpunkte oder sowas, aber durch besondere Abenteuer, die ihr mit dem Schiff erlebt, kriegt es Features, die quasi euch Bonuspunkte geben in künftigen Begegnungen. Und da ihr jetzt ein Seemonster getötet habt mit mindestens einer Stärke von 10 und euer Schiff dabei nicht verloren habt, bedeutet es, ihr könnt da reinschreiben, Tod des Kraken. Nein, Quatsch, nicht Stirb, Ausgeburt der Hölle. Das war meine Überschrift, was passiert. Stirb, Ausgeburt der Hölle. So heißt das Feature, das ihr bekommt. Und in Zukunft, wenn ihr auf See seid und irgendein Spielleiter einen Gefahrenpunkt ausgibt, um irgendwelche Monsterkräfte zu aktivieren, wie dich zu schnappen oder so, könnt ihr einen Heldenpunkt ausgeben, um das zu verhindern. Okay. Einfach, dass es gar nicht erst so weit kommt. Wie heißt unser Schiff eigentlich? Die schwankende Freiheit. Dann ist es die schwankende Freiheit der Krankenbrecher. Genau. Die wird immer länger. Und so wird es immer länger. Ja. Falls es irgendwann sinkt, könntet ihr zum Beispiel die Galionsfigur oder so besonderes Teil bergen und an euer neues Schiff befestigen, dass Teile dieser Features quasi auf das neue Schiff übertragen werden. Mach lieber Krakensprenger. Also nicht nur die Belegschaft wird einem lieb und teuer, sondern eben auch das eigene Schiff. Man will es eigentlich nicht so leicht hergeben. Ja. Oder verlieren leichtsinnig. Natalia schaut sich um. Wie sieht das hier aus? Sofort Wasserschöpfen, holen Sand aus den Kisten, wir machen hier sauber. Hervorragend. Ihr macht ein bisschen klar Schiff, guckt die Schäden an. Ui, da werde ich aber ein bisschen beschäftigt sein.
Aber letztendlich, das Ding ist noch seetauglich. Weiter geht's. Und ich sag zu den Männern, die zu uns, die wir vorher noch nicht kannten, so macht man das, Freunde, so macht man das. Ei. Sehr schön, okay. Sehr beeindruckend. Und okay, ich gehe unter Deck, prüfe die Vorräte. Sagen wir nicht danke, klopfen wir mich auf die Schulter. Hat Erik gern gemacht, kein Problem. Jetzt kommt irgendwann Stiefel die Treppe runter. Natalia wischt sich noch ein bisschen Krakenblut aus dem Gesicht. Du bist ein Dummkopf, Erich. Danke. Aber du bist ein guter Dummkopf. Ja, ein bisschen gerührt. Gerührt. Ich wische mir so heim die Träne ab. Lass mal gut sein. Cool. Ja, schön. Männer, ja. Ladies, habt ihr sehr gut gemacht. Ja, ihr seid alle sehr zufrieden. Ruht euch ein bisschen aus. Oh, du wirst besser nach mir. Es war umwickelt. Kriege ich übrigens das Stück zurück. Ich möchte es Magdalena wieder annehmen lassen. War umwickelt. Oder möchtest du es behalten? Nein. Als Erinnerung, dass ich dich nicht umgebracht habe. Allerdings muss ich sagen, ich bin Erinnerung, dass du mich nicht umgebracht hast. In der Regel hat man immer nur Erinnerung, dass man nicht umgebracht wurde. Ja. Ich muss sagen, wir haben einen schweren Schaden genommen. Wir sollten in der nächsten Gelegenheit beim Hafen das Schiff uns mal angucken lassen. Von jemandem, der das kann. Ja, vielleicht hat Erich ja noch ein paar Ideen, das zu flicken. Das sind jetzt so 2-3 Tage vor euch, da hast du locker Gelegenheit zumindest. Diese Schäden hier, die leichten Schäden, kannst du wegmachen. Das Kreuz bei dem kritischen Schaden wird bleiben. Das bedeutet, wenn ihr das nächste Mal irgendwie 5 Schaden bekommt, ist so 1, 2, 3, 4 und dann geht es gleich weiter mit dem 5. Der bleibt gelockt, bis er tatsächlich im Hafen mal ordentlich ist. Das kriege ich schon gefleckt. Oh, das ist sehr gut. Ja. Machen wir uns mal keine Sorgen. Welchen Pulver können wir noch gebrauchen? Pulver? Ja, aber da kommt jemand auch mit hin. Lass mal weiter vorne. Irgendjemand hat ganzes Fass über Bord geworfen. Man nimmt es mal nicht zu genau. War auch nur noch halb voll. Okay. Genau. Ja, dann weiter also Kurs auf die Seeinsel. Ja. Genau. Sehr schön. Geht's aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt, was wir vorhatten. Aber anscheinend. Puh, das war ganz schön knapp, oder? Jetzt ist einiges passiert. Also, unsere Helden haben ein Schiffswrack gefunden, Überlebende an Bord genommen. Ich glaube, unser Kapitän ist ganz schön misstrauisch. Ich weiß nicht, ob er den Neuankömmlingen allen traut oder nicht. Na, jedenfalls haben sie auch einiges durchgemacht. Und dann ist da noch dieses Tagebuch und, ja, die Rede von einer Schatzinsel. Ich denke, das könnte sich lohnen. Eine Schatzinsel ist immer eine gute Sache, oder? Und dann der Kampf gegen den Kraken. Puh, das war auch ganz schön knapp jetzt. Nochmal auf Messers Schneide. Erich, der fast gestorben ist. Der Kuss unserer Walfängerin. Steckt da vielleicht mehr dahinter? Wir werden sehen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Dann das Fass mit Dynamit. Der explodierende Krake und Natalia, die gerade noch so dem Tod entkommen konnte. Eine ganz schöne Menge, die da passiert ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ne, unsere Helden haben es erstmal geschafft und sie haben ein neues Ziel vor Augen. Aber sie müssen sich auch neuen Herausforderungen stellen. Und ich schaue hier in das Buch der Piraten. Denn hier steht die Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verzeichnet. Auf den vollgepackten und engen Schiffsdecks drängen sich neben der Besatzung auch die Schiffbrüchigen zusammen. Alle an Bord sind in den kommenden Tagen damit beschäftigt, die Schäden am Schiff zu reparieren. Planken werden ausgetauscht, kleine Lecks mit Teer abgedichtet, zerrissene Segel genäht und neue Taue gespannt. Schlimmer als die Enge des Schiffs und die anstrengenden Reparaturen ist jedoch der Zustand der Rumpfvorräte. Denn jedem Piraten, also auch den neuen, steht eine tägliche Ration Rum zu. Und der muss nun rationiert werden. Gegen Mittag des dritten Tages nach dem Kampf gegen den monströsen Kraken ragen endlich die Umrisse der Insel am Horizont empor. Düster schälen sich von Regenwald bedeckte Hügel und Felsen aus dem Nebel, der seit heute Morgen wie ein fahles Leichentuch alles bedeckt und die Stimmung an Bord des Schiffes drückt. Nun blickt die Besatzung der schwankenden Freiheit wieder hoffnungsvoll auf. Bedrücktes Schweigen weicht einer erwartungsvollen, gar fiebrigen Anspannung. Welche Gefahren lauern auf dieser Insel und welche Schätze liegen dort verborgen? Captain Alberto lässt die schwankende Freiheit in den Wind steuern. Der einstige Piratenjäger, eins der schnellsten Schiffe der 7 See, verliert an Fahrt und nähert sich langsam der größer werdenden Insel.
Mit geübtem Auge hält Alberto auch schon nach Untiefen vor der Küste und den messerscharfen Riffen, deren Spitzen hier und da die Wasseroberfläche durchbrechen. Catalina, dort liegt die Bucht, die auf der Karte eingezeichnet ist. Alberto blickt zur Steuerfrau und deutet mit seiner rechten Hand voraus. Dann erteilt er der Besatzung den Befehl, die Beiboote klarzumachen. Ich bin gespannt, was die Helden auf der Insel entdecken werden. Aber eine Begegnung muss natürlich sein. Welche fragt ihr euch? Davon sollen unsere Helden natürlich nichts mitbekommen und ich hoffe, wir sind jetzt gleich unter uns. Ja, eine Begegnung. Natürlich müssen es Affen sein. Eine ganze Bande Affen, denke ich. Ihr könnt jetzt abstimmen, was diese Affen anstellen sollen. Zum Beispiel etwas Wichtiges stehlen oder vielleicht die Helden ein bisschen demütigen und mit Dreck und anderem bewerfen. Ja, stimmt ab, macht mit, entscheidet, wie es weitergeht und ich bin gespannt, was auf der Insel alles passiert. Wir sehen uns gleich. Ja. Nee, Tino's Low Cup. Der darf nur Wasser. Low Cup. Ich nehme einen von den Zweigen. Ist völlig egal. Wieso übrigens wieder drauf, glaube ich. Super. Entschuldigung. Der Rum wird quasi verteilt. Also wenn ich Gino esse, dann ist das für meine Diät, weil der Low Cup ist. Ja. Das wäre aber Kannibalismus und nicht überall. Die Tage sind ins Land gezogen oder ins Meer. Und oben am Grenis heißt es wieder Land in Sicht. Ein diesmal sehr erfreulicher Ruf. Alle jubeln und sind erheitert. Du bist gerade unter Deck und checkst die Lage und ja, alle so, hey, Captain, super, das ist ja mal geil. Selbst dieser Hauke ist, hat mal nichts zum Meckern, ja, läuft ja ganz gut. Aber das mit dem Fisch war schon knapp, also dem Ding da. Ich rufe mal den Captain kurz unter Deck. Captain! Okay, ich gehe runter, folge dem Ruf. Ich schleiche hinterher, aber so, dass mich niemand entdeckt. Ich bin natürlich neugierig. Ich versuch sie zu entdecken. Keine Chance, sie ist einfach zu gut. Ich bin einfach zu sneaky. Captain, ich habe ein Problem festgestellt. Erik, was sagst du? Der letzte Rumfass ist voller Heringe. Was? Wir haben kein Rum mehr. Kein Rum mehr? Du weißt, das ist eine... Also ein bisschen habt ihr noch, aber das sind so ich, die Rationen, ich, so ein Schluck. Nachdem ich das gehört habe, habe ich immer beide Augen nach draußen, dass bloß Hauke nicht auftaucht. Genau. Hauke ist zum Glück gerade nicht da. Der redet oben mit Leuten. Das ist gut. Captain, ich konnte es ja nicht wissen. Das Ding ist oben drauf. Erik, das kannst du in einer Meuterei führen, das weißt du. Na ja. Aber das bringt uns in Rum auch nicht wieder. Das Gute ist, wir haben gerade Land entdeckt. Das heißt, wir bleiben eh nicht auf dem Schiff und können eh keinen Rum trinken. Ich würde sagen, das ist die Lösung, Captain. Wir sagen, leichtes Gepäck, wenig Rum, weil wir das nicht alles tragen können. Genau, das denke ich auch. An Land und wenn wir wieder da sind, dann ist ein Problem für den Zukunfts-Captain. Das ist richtig, genau. Und so würde ich das genauso handeln. Lass uns schnell an Land gehen und das Problem unter uns beiden lassen. Wir sind ein Teufelskerl. Aber lass uns doch mal schnell noch einen Schluck nehmen. Und ich gehe nochmal für den mit Erich dann nochmal zum Rumfass und nochmal eine richtig große Kelle da für uns beide. Und Prost nochmal zu. Und das ist nochmal schön. Na ja, ist mein Captain. Okay, und dadurch, dass wir unentdeckt waren, gehen wir dann wieder leicht angetrunken wieder nach oben. Und erzählen aber niemandem was davon. Sehr gut. Natalia steht im Deck und versucht dem Papagei wussurische Wörter beizubringen. Ja. Wie heißt denn der jetzt eigentlich? Gino war. Ich habe keine Antwort bekommen. Jet hat vielleicht, nee. Vielleicht kriegen wir von der da irgendwie von unserer Technik irgendwie mal was zu hören, aber bis jetzt kam da keine Antwort. Vielleicht haben sie es nicht gelassen. Also nicht die Zuschauer die draußen, eben durchs Bild zogen, waren Familienoberhauptvogel. Heinz und der Petergei. Der Petergei. Ich glaube, es ist entschieden. Der Petergei ist schon schön. Der Petergei finde ich auch schön. Ja, Petergei finde ich auch schön. Angedenken an unseren gerade etwas abwesenden Spieler, der aber kurz erschienen ist zu uns. Der Petergei, das ist ja super. Das ist echt geil. Ja. Sag Piotr Petergei. Du bist der Piotrgei. Ihr steuert auf. Wo ist denn überhaupt unsere Insel? Eine Insel in zwei Bergen. Wir haben ein paar Meerberge. Ja, die drehen die mal wieder um. Da genau so.
Ja, da unten, man sieht schon, dass der Eingang in die Bucht ist sehr haarig, sehr knifflig. Vielleicht wurde das mit Einfädeln gemeint in dem Text, den ihr gefunden habt. Da bedarf es tatsächlich einer sehr, sehr gewandten Zielstrebigkeit. Die natürlich mit Zielstrebigkeit ist aber entschlossen. Zielen. Du willst schießen. Ich ziele in das Loch hinein. Ach so. Also in diese Lücke zwischen denen. Ja. Es hat aber, glaube ich, mehr mit Seefahren zu tun. Also, als was mit Ziel. Würdest du mit dann Segeln vorschlagen? Seefahren? Ja, besonders ja, gewandt muss man ja sein. Und Segeln und gewandt, natürlich. Gewandt ich bin das Schiff, das Schiff genau, bin ich. Genau, du hüpfst immer von links nach rechts und mit drehst. Den Segeln. Ich hüpfst mal was anderes. Mal. Und rennst zur Seite, guckst kurz, rennst wieder zurück, drehst noch ein bisschen. Genau, ich fühle auf jeden Fall jede Bewegung von dem Schiff und fühle mich da komplett ein. Und sag allen, dass sie ganz entspannt bleiben können. Wir haben das, ich habe das unter Kontrolle. Wir schaffen das ganz gut da rein. Du kannst schon mal deinen Würfelpool zusammen suchen mit dem Extrawürfel für noch nicht benutzt, mit dem Extrawürfel für toll erzählt. Ach so. Und falls jemand von euch eine gute Idee hat, wie ihr eure Steuerfrau unterstützen können. Kann ich nicht auch noch mein, ich würde gerne auch noch mein scharfes Auge dafür benutzen, um natürlich jede kleine Steinchen und alles, was in der Nähe von der Küste hier eben sein kann, auch ausmachen zu können. Weil wenn ich... warum nicht? Für ein Risiko, bei dem du dich vor allem auf dein scharfes Auge stützt, erhältst du einen Bonuswürfel. Ja. Und du bist bestimmt auch standfest. Natürlich bin ich standfest. Es werden auf jeden Fall Leute... Also mit diesen Seebeinen da, so Es geht eigentlich nicht um Schwanken. Ja, es ist ja sehr keine ruckartige Bewegung. Ich mache das ja ganz smooth. Genau. Aber falls irgendjemand eine Idee hat, wie ihr... Ich organisiere, dass Leute mit Bleiloten an der Reling stehen und halt alle paar Sekunden das Ding runterlassen und durchgeben, wie tief es noch ist. Du könntest einen... Schicksalspunkt dafür, Heldenpunkt dafür ausgeben, um ihr drei zusätzliche Würfel zu besorgen. Genau, denn wenn du ihn für dich selbst benutzt, dann kriegst du nur einen. Wenn du, wenn du dir eine gute Idee hast für jemand anderen, kriegt der andere drei zusätzliche Würfel. Und dann würfel es. Eine Steigerung, dass es überhaupt gelingt, da reinzukommen. 5 Steigerungen, um Schaden am Schiff zu verhindern. Ja, und so. Eine, um es besonders cool zu machen. Konnte Erich denn mittlerweile, wir sehen ja 2 Tage auf See, ein bisschen was lindern von unserem Schaden? Ja, genau. Also, was ich vorhin gesagt habe, bevor wir von unserem Springleiter, von unserem anderen unterbrochen wurde, ihr schafft das in 2 Tagen. Die Crew hilft dir natürlich auch unter deiner Anweisung, diese normalen Schaden komplett wegzumachen. Ah, der kritische Schaden bleibt. Also, ihr habt quasi leer, bis auf diesen einen da, der gelockt ist. Also, wir sind quasi hier. Genau. Okay. So, hoffentlich verdecke ich nicht. Nee, nur kein X. Okay, das heißt, ich muss eigentlich 6 Steigerungen treffen. Ja. 7, wenn du schick sein willst. Ja. Ja, oder wir nehmen mal einen Schaden mehr und sind schick. Naja. Wer ist aus? Kriegen wir hin. Wie tief? Das habe ich gerade erst einmal gesagt. Ich glaube an dich und gebe ja vorne noch einen Klaps auf den Hintern. So. Ich sehe eine Menge Neuen. Das ist deine Methode, um dann zu feuern. Ja. Das, weißt du, genau das mache ich. Ganz besonders. Und, dreh mich aber verschämt von Natalia weg danach. Ja, erwischt worden. Also 4 sind ja sicher. Also, ich habe hier auf jeden Fall eine. Ich habe hier 2. Ich habe hier 3. Ich habe hier 4. 5. Nicht schlecht. Und theoretisch noch eine 9 übrig. Ärgerlich. Ja. Seefahren hast du 3? Seefahren habe ich 2. 2 nur. Also Segeln habe ich 2. Segel meine ich, Entschuldigung. Auch noch nicht genau, wie ich Steuervorgaben habe. Ja, dann fährst du in die Bucht hinein und alles sieht super, alles sieht gut aus und dann du fängst schon an zu lächeln und so ein bisschen zu tänzeln. Ja, ich kann's noch. Und dann machst du und du siehst, wie so ein paar Planken sich so halb wegschaben. Ja, Alter, super. Ich gehe unter Deck und stoß schnell leeres Rumpfass. Ja, ich leide das am Boden, mach das kaputt und verschütte so ein bisschen rum. Ich dachte, wir sind ein Athletikteam. Ich muss das, die Moral muss oben bleiben. Du siehst das doch gar nicht. Okay, davon habe ich ja gar nichts mitgekriegt. Aber es gibt nur einen Schadenspunkt. Insofern ist es alles nicht so schlimm. Ja? Hat ein bisschen Holz gesplittert. Aber du segelst in die Bucht hinein. Ich komme natürlich hoch aufgebaut. Was macht ihr denn? Ein Rumpfass ist zerbrochen!
Was? Was? Warum? Ist noch genug da, ist noch genug da. Wir müssen ein bisschen härter rationieren. Aber das kriegen wir schon hin, Leute. Okay, Männer, das kriegen wir hin. Oh Mann, aber jetzt vorsichtig am Steuer. Ich möchte auf jeden Fall mit einem sehr bedeutungsvollen Blick die zwei angucken. Und ihnen suggerieren, Jungs, ich weiß, dass ihr mich hier flaxt. Ich guck schnell weg, zwinge Erich zu, okay. Jetzt kein Fehler machen. Hauke fängt an, sich aufzuregen. Habe ich nicht ein Problem für meine Mannschaft gelöst? Nee. War ja noch kein Problem. Das heißt, wir kriegen aber wieder Schaden. Achso, hast du schon eingetragen. Aber du hast die Schmährufe von Dirk mit Sternchen im Sinn. Ja. Hauke macht ein bisschen Stress da, aber es ist schon, da werden schon andere Gesichter auch mürrisch. Oh, auf wie viel müssen wir denn runter jetzt mit unserer Ration hier? Freunde, wir sind ja alle auf einem Boot, ja? Wir müssen ja alle ein bisschen weniger trinken. Trinken wir jetzt nur noch ein halbes Glas statt ein ganzes jetzt, dann müssen wir alle durch. Wir sind auf der Insel, haben bald einen fetten Schatz. Also ich glaube, wenn wir alle hier uns zusammenreißen, mit dem fetten Schatz nach Hause fahren, dann geht's uns alle besser. Ja. Und am Ufer brenne ich uns einen schönen. Mm. Also ich gehe unter Deck und versuche, aus dem Schrott, der da rumliegt, eine Distille zu bauen. Ach ja. Die ich dann gleich am Ufer benutzen kann. Saugut. Mach mal so einen... Erich. Was könnte das sein? Mach mal. Also ich habe Meisterhandwerker, wähle eine Sorte Gegenstände, Waffen, genau. Rüstung, Gemälde oder ähnliches, dessen Herstellung erhöht Arbeitszeit und Qualität. Perfekt. Mit exotischen Materialien steht ein besonderer Gegenstand. Da brauchst du nicht würfeln, du bastelst eine Distille. Ehrlich. Ja, saugut. Kannst du ja schon am Ufer auch. Also, ihr wollt ja wahrscheinlich anlanden, nehme ich und mal was an. Willst du destillieren? Jetzt geht's los. Ja, ein bisschen Palmblätter, was soll der Geiz? Wer weiß, was da ist. Da ist kein Alkohol drin. Ja. Aus allem mache ich Alkohol, ist kein Problem. Ihr landet, also ihr nehmt die Distille. Jemand auch aus Kartoffeln Alkohol. Ja, und man lässt sie gären und dann destilliert man. Ja, ich krieg das schon hin. Ihr sammelt so ein bisschen auch, was man eben zur Schatzhebung so braucht. Ne? Spaten und was weiß ich, Seile, Lampen, so Kram eben. Ne? Ihr seid ja erfahrene Recken. Und geht mit eurem Beiboot und paddelt an Land. Ich packe natürlich meinen Püsterich und mein Haumesser ein. Ja. Nehmen wir irgendwie von der Crew mit? Oder sind das nur wir vier? Gute Frage. Also ich lasse die Fremden nicht auf dem Schiff, garantiert. Ich würde sagen, wir nehmen Karim mit. Ibims, finde ich gut. Mhm. Und vielleicht Clarissa. Ich finde, Rick ist immer ein guter Mann. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Der ist immer bei der Sache. Stimmt, der ist immer bei uns. Ja. Nervt nicht. Haben wir nicht jemanden, der... Wollen wir nicht die Fremden mitnehmen? Wollt ihr die alleine auf unserem Schiff lassen? Nee, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall die Fremden. Hat sich irgendwer von den Fremden durch irgendwas hervorgetan, was er kann? Schießen? Die haben ja jetzt Ballast sein. Also bei dem Kraken sind sie nicht rausgekommen. Die sind nicht rausgekommen. Ja, das war zwei Stunden, nachdem sie sich erst da unten hingelegt haben. Da waren die noch alle platt. Außerdem habt ihr sie entwaffnet. Also was wollen sie tun? Ja. Aber mittlerweile sind die alle. Die haben da ein bisschen mitgeholfen beim Reparieren und so und ein bisschen weggeschrubbt, klar. Okay. Aber sind die geheilt mittlerweile? Nee, Gottes Willen. Ja, aber wir können die auch nicht mitnehmen, den Waffen in die Hand drücken und dann überfallen die uns in der Rücks. Ich bin gegen den Tod. Ich bin gegen den Tod. Auch eine Ausrichtung grundsätzlich. Ich würde die Fremden auch eher nicht mitnehmen. Wenn wir zwei von unseren Mannen mitnehmen, dann sind immer noch acht übrig, die quasi die fünf gesunden ohne Waffen ganz locker im Zaum halten können. Also ihr habt ja eine tolle Crew. Also. Die Kranken kann Gregory noch ein bisschen betäuben mit Pöberchen oder so und dann. Also wenn ihr die mitnimmt, seid ihr denen 4-7 oder 4-5 unterlegen. Also. Ja. Also wenn die das Geld, das Gold sehen, weiß. Ich würde sagen, wir vier und dann nehmen wir noch zwei tüchtige Mannen mit und dann sind wir, glaube ich, mehr als genug. Außer wir lassen die sieben die Charter unterschreiben vorher und lassen sie direkt als Teil der Crew werden. Nee, würde ich nicht. Ich würde eigentlich gerne Clarissa mal fragen, was sie denn meint, was auf der Insel auf uns wartet. Das ist nicht gut. Ja. Na, Süßwasser? Ein Schatz? Ein beschwerlicher Weg durch die Wildnis? Und vermutlich eine feindliche Flora und Fauna. Hm. Danke. Das heißt 6. Recht präzise, so gefallen mir meine Herren. 6 schon zu wenig. Sie schüttelt so ein bisschen den Kopf und geht weg. Also ja. Meint ihr, wir sollten mehr als 6 Leute sein?
Naja, wir brauchen irgendjemanden, der ein rotes Shirt trägt. Im Idealfall zwei oder drei. Sollten wir Gregory, den Arzt, mitnehmen und den Doktor? Falls nee, ich finde, der passiert. Sollte vor Ort bleiben. Der hat ja Patienten. Lass mal Hauke mitnehmen. Der nervt zwar, aber wenn du den auf das Schiff lässt, fängt er eine Meuterei an. Und Hauke können wir vor allem auch verfüttern, wenn wir welche. Ja, nehmen wir den. Wenn du den auf das Schiff lässt, dann haben wir eine Meuterei. Gut, es ist ja doch ein bisschen lustig manchmal. Okay, dann lass uns Hauke mitnehmen. Ich finde, Rick sollte. Wie jetzt? Warum muss ich wieder mit? Hauke, du kommst jetzt mit. Warum das denn? Du hältst jetzt die Weil Snauze. Du einer unserer besten Mann bist. Und ach, auf einmal. Wir möchten dich dabei haben. Also, Graben kannst du sicherlich am besten. Na gut, aber ich sag euch, immer muss ich schwitzen. Hauke, wir nehmen auch ein bisschen rum mit für uns. Ja, und ab und zu können wir natürlich auch... Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Nö, was denn? Was denn? Ihr habt das nicht gehört? Ihr behauptet, ihr könnt mir rum einsacken. Hauke spinnt schon wieder, der hat doch schon wieder getrunken. Hat der Kapitän nicht gesagt. Hauke, erzähl keinen Scheiß jetzt. Was jetzt hier? Glaub mal mir. Ich decke hier die ganzen Verschwörungen auf. Wollen wir den wirklich mitnehmen? Wir nehmen den mit, aber wir sprechen dem gar nichts. Lass Hauke mitnehmen und bitte Rick nochmal, der Stellung gewissen hat. Hast du dieses Stück Stoff noch? Ja. Okay, wollte ich nicht den Bootsmann, also der Bootsmann, sollte ich nicht lieber hier mal ein Auge rein auf und testen, ob das als Knebeltauben würde. Die Crew haben als Bootsmann, als letzter Quasi-Offizier. Okay, Rick, du hast natürlich recht. Ich habe immer recht. Und dann trinkt er sich so ein. Dann, Rick, lieber Psy, was meint ihr? Was mit Peter? Der kann hauen wenigstens. Ein bisschen jähzornig, aber gibt es Schlimmeres auf so einer Insel. Ja. Und vielleicht kann er irgendwie noch die anderen da begläubigen, bekehren. Karim trinkt keinen Rum, lass den mitnehmen. Ja, aber der könnte zu Missverständnissen führen, oder? Na, jetzt haben wir für ihn entschieden. An Bord kennt er sich super aus, ob er sich an Land so gut auskennt. Ich würde ihn nicht mit an Land nehmen. Wen, Karim nicht? Nee, der am Ende versteht er nicht, was wir wollen. Und ja, dann lass Roller. Roller ist auf dem Schiff sowieso nutzlos, die ist flink, die kann vorlaufen. Ja. Die kann die hat nichts zu verlieren, die hat keine Hände mehr. Können und Rolanda so. Und Peter. Ja. Die beiden nehmen wir mit. Welchen machen wir da so? Rolanda und Hauge nehmen wir mit. Achso, und nee. Die Elite-Truppe. Und Peter. Ja, und Peter, oder? Und Peter, genau. Wir nehmen drei mit. Ja. Gut, wunderbar. Hauptsache die drei untereinander. Aber bevor wir losgehen, packen wir nochmal alles ein, was das Schiff zu bieten hat, was uns auf unserer unsere Reise quasi behilfreich sein könnte. Ich pack die Distille ein. Ja. Also auch so kleine Dolche und natürlich Rationen, dass wir genug Essen haben. Mein Rucksack ist voll. Ja, den klassischen, wir heben einen Schatz-Survival-Pack dabei. Ja, okay. Und nehmen wir so fertig aus dem Schrank. Genau, steht so. Schatzheben, da ist ein Weinbeck drauf. Schatzheben, Völker ausrotten, der verfüllende Ei. Legendären weißen Hai töten. Ihr landet am Strand an. Es gibt viel Klippen hier. Da ist ja auch abgebildet, wo der Strand ist. Da kann man ganz gut anlanden. Ich nehme natürlich den Zettel mit. Ist das ein Sandstrand oder ein Kieselstrand? Ist der tagsüber in der Sonne? Ja. Kommt man gut ins Wasser? Man kommt gut ins Wasser, tagsüber in der Sonne und es ist ein Kies-Sand-Mischgebilde. Natalia legt schon ein Handtuch, wenn sie weiter in den Dschungel geht. Sie wundert sich, dass dort bereits das Handtuch eines Briten liegt. Genau. Moment, du bist hier der Deutsche. Deins ist auf jeden Fall schon da. Genau. Ja, ihr zieht das Boot entsprechend ein bisschen an Land, damit es nicht hier wegtreibt. Du baust deine Distille schon mal auf und überlegst schon mal, ob du ein bisschen was hier nicht am Wasser schon mal einlegen kannst. Sehe ich irgendwas um mich rum, ein paar grüne Bananenchen, ein paar Kokosnüsse. Ja, Kokosnüsse hier rumlegen. Ja, gleich rein damit in die Distille, los, dann es schon mal losgehen kann hier. Ja, genau, ich schmeiß das Ding schon mal an. Wir müssen erst gären. Ach, gären, schmieren. Das geht. Eisenmannische Wertarbeit hier. Das kann alles. Und was nicht brennt, wird brennen gemacht. Dann besagt das Teil ja schon so ein bisschen. Ich genau, lesen wir zitiere. Das doch nochmal. Ja, bitte. Aus dem Süden kommend, fädelt ihr euch ein und landet an. Den Teil hätten wir schon mal. Halbe Miete. Von einer Klippe aus müsst ihr nun den Finger finden, der in den Himmel zeigt. Ist die Klippe? Das ist wohl der nächste Schritt. Der Weg quasi, das erste Zeichen finden, dem man so folgen kann. Und wir haben da auch noch eine Karte. Klippen hat sie jede Menge. Man kann quasi hier gleich direkt hoch und da hat man bestimmt tatsächlich auch eine bessere Aussicht als hier unten vom Strand. Rolanda? Ist auch nicht schwerer als Mast, oder? Naja, es geht halt für die Klippe hoch. Ja, ich.
Also, Lorissa? Ja, schon Es ist halt ein paar Minuten unterwegs, aber man läuft da halt einfach hoch. Ach, man kann laufen. Ja, man muss da nicht steilmäßig. Ihr könntet mich auch zu zweit werfen für den Style-Faktor. Es gibt schon Weg nach oben. Das ist easy. Also, ihr müsst da nicht würfeln für oder so. Also, lauft da einfach hoch. Okay, wir laufen einfach hoch. Es ist keine freie. Wir müssen ja uns ein bisschen sputen, glaube ich. Deswegen laufen wir einfach hoch. Ihr lauft da einfach hoch. Sonst hätte ich einen Schleudermechanismus gebaut. Genau. Kommt oben an der Klippe an. Und das Erste, was sich da oben auffällt, ist, dass da ein Starbucks steht. Das letzte Mr. Starbucks ist auf dem anderen Schiff. Letzten Bratwürste vor Amerika. Lord Starbucks. Dass da ein verlassener Lagerplatz ist, wo eine Bande Affen sitzt. Wie sitzen die denn so? In der Runde oder hängen so ab? Nein, aber hängen ab tatsächlich. Albern mit dem bisschen, was da so liegen geblieben ist, rum. Ich glaube, dies ist die Affeninsel. Sehen euch, kommen so ein bisschen zu euch her. Das lasst mich mal machen. Ich sprech effisch. Ich habe ja ein paar Bananen mitgenommen. Ich würde die auspacken. Ja, ein paar Bananen mitgenommen. Und chill die und wirf die so dahin. Ach, cool. Ja. Die mögen dich, kommen sehr zu dir. Okay, cool. Okay, ich gehe ganz sneaky auf jeden Fall erstmal auf die Rückseite dieser Gruppen. Ja. Dieser Gruppe Affen. Genau, die sind ja jetzt bei dann, dir. Ja, genau, um dann nochmal von der anderen Seite einkreisen zu können, falls es nötig sein sollte. Was sind das für Dinge? Das sind Tiere, Affen nennt man die, Natalia. Die sind nicht essbar, lass uns die nicht essen. Wir müssen die jetzt noch nicht essen. Sind die gefährlich? Ja, so wie es jetzt scheint, sind die eigentlich nicht gefährlich. Die können aber gefährlich sein, weil die ziemlich hinterlistig sind. Da muss man aufpassen. Und als er dir das erzählt, greift einer der Affen nach deinem Hut, zieht dir den vom Kopf und hüpft damit ins Gebüsch. Ich baller das Ding sofort weg. Affen schreien wie blöd und hüpfen und springen. Hier, ich baller das Ding ab, bevor das im Busch ist. Dafür setze ich auch einen Heldenpunkt ein. Das haut nicht mit dem Hut von meinem Captain ab. Ich puste das Ding aus dem Leben. Bei der Waffe, die du hast, ist der Hut. Ich puste das Ding sowas von weg. Der Affe fällt tot zu Boden. Alle Affen sind total entsetzt, springen auf die Bäume um euch rum, schreien. Schmeißen mit Essen nach euch, mit Eicheln, mit Kokosen. Ja, ich hole mir so den Hut, klopf den ein bisschen ab. Ja, yeah, yeah. Danke, Erich, du bist mein bester Mann. Und dann macht so und irgendwas Weiches, Warmes läuft an deiner rechten Schulter. Hier so schön, ist ein bisschen unter das Hemd gespritzt. Die Stille und dann wieder wildes Getobe in der Affenparty. Ich stopf das Obst zunächst mal in meine Büchse. Ich muss ja nachladen. Das Obst. Ja, irgendwas, was die geworfen haben. Die Scheiße. Wollen wir mal gucken, wer hier Dollar schießt. Es ist braun. Ja, die Scheiße ist mir schon klar. Was soll ich machen? Die einsammeln und da auch reinstopfen? Ja. Olli? Ja. Ihr habt hier kurz die Abstimmung eben gehabt, was die Affen machen sollen. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe mehrfach gefragt, ich habe hier gefragt, ich habe ihm eine WhatsApp geschickt. Ich habe keine Antwort bekommen. Olli ist der erste Spielleiter der Welt und hat einfach beide möglichen Antworten. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Genau. Es wurde etwas von den Affen gestohlen und die Helden werden mit Dingen geworfen. Mit Dingen? Fantastisch. Sachen? Mit Gegenständen und anderem. Ja. Alles klar, Olli, du bist ein harter Hund. Okay. Jetzt haben wir den Hut zurück. Ihr habt den Hut zurück, ja. Das war mir wichtig. Ihr habt den Hut wieder aufsetzen. Ja, der Affe ist. Ja, der hat es bestimmt nicht böse gemeint. Und essen wir jetzt? Wir wollten nur spielen. Ja, du, das fand ich gut. Jetzt darfst du das essen. Ich nehme mir den Affen, der da liegt, und wisch mir mit dem die Kacke von der Schulter. Ja. So sieht's nämlich aus. Jetzt esse ich nicht mehr. Okay, das musst du dir auch nicht mehr essen. Ja, dann. Aber die sind uns jetzt nicht in irgendeiner Weise gefährlich. Die sind einfach nur scheiße drauf. Die haben scheiße drauf, die haben euch beworfen und beschmissen und irgendwann hören die tatsächlich auch wieder auf. Vielleicht feuert ihr noch ein, zwei Mal so. Schießen ein bisschen was von ihrem eigenen Kumpel da passiert ist. Ich hätte gedacht, die müssen uns irgendwie den Weg führen. Werfen aber noch so ab und zu mal ein bisschen Stöckchen nach euch, dass ihr schon so ein bisschen zügig euch der Karte entgegenwendet. Ja, okay. So. Schauen wir mal. Hier ist etwas passiert. Könnte man sagen, es soll Finger sein. Oder anderes Teil. Sehen wir den Finger auf der Klippe? Also wir sind ja oben drauf. Also kannst ja nochmal so. Oder Rolanda, du hast wahrscheinlich die besten. Von einer Klippe aus müsst ihr zu dem Finger finden, der in den Himmel zeigt. Katharina, siehst du den Finger?
Ich würde, wenn nichts dagegen spricht, mein Fernrohr auspacken und den Blick mal über die Weiten schweifen lassen. Und dann warten wir auf Freunde, die uns unterstützen wollen. Tja, Olli hat einfach mal die Affen alles machen lassen. Die Helden mit Unrat und anderem bewerfen lassen und ja, sie etwas Wichtiges stehen lassen. Respekt. Die Helden stolpern nun auf der Flucht vor der garstigen Affenbande weiter landeinwärts, während ihnen Zweige und Blätter ins Gesicht peitschen. Völlig außer Atem bleiben sie schließlich stehen und schauen sich hektisch um. Offenbar haben die Affen von ihnen abgelassen. Puh. Kapitän Alberto vergewissert sich, dass der Trupp noch vollzählig ist. Dann entfaltet er vorsichtig die Karte, die er während der Flucht mit geballter Faust festgehalten hat. Während er die Wegzeichen studiert, gönnen sich die anderen einen tiefen Schluck aus dem Wasserschlauch. Inzwischen hat sich der Nebel gänzlich verzogen und die hochstehende Sonne heizt den Regenwald auf. Schweiß rinnt an unseren Helden in unablässigen Strömen hinab, während sie von Moskitoschwärmen umkreist werden. Unablässig stürzen die Plagegeister herab, um einen Schluck vom süßen Rot der Helden zu kosten. Natalia knurrt frustriert, denn für jeden erschlagenen Moskito lassen sich zwei neue Blutsauger nieder. Wir müssen da lang, den Hügel weiter hinauf. Alberto faltet die Karte wieder zusammen und verstaut sie in einer abgewetzten Ledertasche. Die Helden müssen dem anstrengenden Aufstieg bald Tribut zollen und schleppen sich mühsam zur ersten Landmarke, die auf der Karte eingezeichnet ist. Auf dem Plateau angekommen, bleibt ihnen die Luft weg. Zwischen den Bäumen ragt, von Ranken umhüllt, ein gewaltiges Objekt auf. Ein Obelisk, verziert mit uralten, fast vollständig verwitterten Ritzungen, umgibt ihn eine furchteinflößende Aura. Erich erkennt ehrfürchtig die meisterhafte Arbeit aus längst vergangenen Zeiten. Die Piraten greifen abergläubisch, wie sie nun einmal sind, nach ihren Talismannen, Ringen, Amuletten, geschnitzten Figürchen und anderem Tand. Rasch setzt sich der Trupp wieder in Bewegung und lässt den Obelisken hinter sich, nur um alsbald wieder in Staunen versetzt zu werden. Vor ihnen ragen zwei hohe Bäume auf. Wie ein miteinander verschlungenes Liebespaar sind diese Bäume einander zugeneigt und an den Kronen verwachsen. Sie bilden ein riesiges Tor, das von einem Vorhang aus Lianen verhängt ist. Von erwartungsvoller Spannung gepackt, das Ziel bald zu erreichen, schreiten unsere Helden hindurch. Haben sie es endlich geschafft? Der Karte nach ist das rote X in greifbarer Nähe, obwohl noch nie hat ein X irgendwo irgendwann einen wichtigen Punkt markiert. Wer das Zitat kennt, bitte in den Chat schreiben. Am Ziel angekommen, wollen wir es unseren Helden aber nicht so leicht machen und verschließen noch einmal die Tore vor ihnen. Ja, wo wir wieder unter uns sind. Ihr könnt jetzt abstimmen, was ihnen später noch widerfahren wird. Sie werden bald an einen Punkt kommen, wo sie in die eine oder andere Falle tappen werden. Und ihr könnt mitentscheiden, welche Falle das sein soll. Vielleicht ist Olli auch wieder so grausam und setzt sie einfach beiden Fallen aus. Wir wissen es nicht genau. Aber stimmt jetzt mit ab, was ihnen gleich passieren soll. Vielleicht lassen sie sich auch einfach nieder und machen ihre Schnapsdistillerie auf. Wer weiß das schon genau. Aber macht mit. Und wir werden jetzt herausfinden, was das X wirklich markiert. Ja. Verdammte Moskitos! ihr seht den Tempel, also ihr kommt schon aus den Bäumen raus, das ist eine kleine Lichtung. Ihr seht den Tempel vor euch, in kleiner Entfernung noch. Hauke steht neben dir, rümpft so die Nase. Was müffelt ihr denn so? Das ist dein Atem, also halt mal die Schnauze! Das kann gar nicht sein, der Wind kommt von hinten. Oh Mann. Riech mal, hat er recht? Ja, klar, du hast Kacke immer noch. Ja, mal, ich sag mal, riechst vielleicht nicht nach Kacke auf meiner Schulter, doch, sondern. Okay. Das riecht zum Himmel. Okay. Ja, da ist der Tempel, so sieht's aus. Da okay. Muss da eigentlich nur noch hin. Carina, siehst du von hier aus irgendwas Gefährliches, was uns jetzt wieder den Weg abschnüren könnte? Ich zieh übrigens mal mein Hemd aus. Ich habe ja noch so Hosenträger, ja. Ich zieh mal mein vollgekacktes Hemd aus, ja, und lass mal, ja, die Mädels. Ja, bisschen was. Ich
an deiner hühnerbrüstigen Blassheit. Sollen wir weiter zum Tempel drohen? Es ist so, er ist so rot, bräunlich rot, bis genau hier. Ja. Und da ist er kalkweiß. Sehr gut. Bis wieder hier. Ne? Ja, hier so mit Dekolleté. Ja, genau. Genau der Hemdausschnitt hier so. Ich habe auch nur hier Haare. Nur diesen V, die aus dem Hemd kommt. Sonst ist hier nichts. Genau, ich würde das Fernrohr auspacken. Ah, du hast ja auch sogar Adlerblick. Ich habe schon Adlerblick, aber mit Fernrohr könnte ich sogar die Inschrift in einem Hochzeitsring erkennen. Aber und hallo. Das möchte ich gerne auch nochmal erleben. Das ist, und deswegen schaue ich ganz genau in den Höhleneingang, Tunneleingang. Den Eingang, es ist so ein, ihr seht so einen antiken Tempel, griechisch, sage ich jetzt mal. Es gibt eine Inselnation, Numa. Das war früher mal ein sehr großes Reich. Das ist im Grunde auch so die Sprache, Theanisch stammt von denen ab, die so antik eben so ein Empire hatten, das jetzt wieder reduziert wurde nur auf dieses Inselreich. Sieht da auch immer noch so aus wie zur Antike und das könnte von denen sein. So. Mhm. Weiter Weg, aber die sind sicherlich auch früher bis hierher gekommen, warum nicht? Okay. Und du siehst aber, dass mit Farben, mit Blut oder mit Dreck da so Höhlenmalerei-artig Sachen dran gemalt wurden, was eben nicht so ganz zu dem Gebäude passt. Und es ist davor auch so ein Windspiel aus Knochen und Federn und diverse anderer Kram aus irgendwelchen Tierresten gebastelt. Das da so erkenne ich irgendwelche steht. Unebenheiten an diesem Eingang oder in dem näheren Gebiet von diesem Eingang, die auf irgendwelche Fallen hindeuten? Nö. Das ist alt. An Teilen ist ein bisschen abgesprungen, der Marmor schon. Es sind so ein paar Säulen davor und dann gibt es da einen Eingang, der auch offen steht. Ja, also bisher kann ich nichts Gefährliches erkennen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns langsam nähern. Natürlich, aber es scheint, als wären da Höhlenmalereien oder ähnliches mit Farbe, Blut, Schmutz, Dreck. Ich kann es nicht sagen. Katharina, aber hier auf Karte ist hier so ein Ding, durch das wir durch sollen. Da sind wir durch. Da sind wir durch? Wir haben eben passiert. Da warst du mit den Moskitos beschäftigt. Oh, verstehe. Lass mich mal nochmal lesen. Ja. Wollen wir abhaken? So. Von dort aus durchschreitet ihr das Auge, das auf den Tempel blickt. Ja, also, genau. Ja. Dieser ist der Hüter allen Glücks. Das klingt gut. Erstmal nicht schlecht. In seinem Inneren verschlingt euch der Rachen des zornigen Gottes. Nicht gut. Aber eher eine andere Richtung. Wir sind hier. Es ist anscheinend eine Kreatur, die einen Menschen mit einem Haps verschlingen kann. Oh. Gar nicht mal so schlecht vielleicht. Giftig und spitz ist seine Wut. Spitz. Spitz ist ja eigentlich nicht spitz per se. Stimmt, ja. Oder auch nicht giftig. Per se auch nicht. Mhm. Es könnte eine riesige Schlange sein. Ich glaube zwar nicht an riesigen Schlangen, nachdem ich diesen Kraken gesehen habe. Ja. Oder Spitz würde Skorpion. Skorpion könnte auch sein. Ich glaube eher eine Schlange. Clarissa hat was von Flora und Fauna gesagt. Ja, gefährliche Fauna. Da zählt auch ein Skorpion dazu. Und auch Schlangen. Nur geraten. Okay. Vielleicht ist es auch eines Skorpion. Verslingt euch der Rachen des zornigen Gottes. Welcher Gott? Der Schlangengott vielleicht. Oder der Skorpion. Aus der Entfernung werde das jedenfalls nicht erfahren. Wir sollten auf jeden Fall wachsam bleiben und bei kleinsten Geräuschen. Geräuschen. Genau. Bei Geräuschen auch. Hier wird es nochmal spannend. Nur wer sich den Göttern zu nähern weiß, wird das Sanktum mit sicherem Schritt erreichen. Wir haben doch unseren St. Peter dabei. Ja. Was soll das? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Du hast Ahnung. Was fällt euch eigentlich ein, dass das ständig mit mir zu tun haben muss? Entschuldigung. Wieso eigentlich ist jeder von unserem Schiff profiliert? Möge mich beruhigen. Du bist der Captain. Scheiße, ja. Ich beruhige ihn mal. Ja. Oh, Peter, gibt's schlimmere Sachen? Ich wollte den nicht umbringen. Ich wollte ihn mal vor, du wärst Hauke. Ich krieg das hin, Steff. Ich krieg's hin. Ist gut. Ich hab's. Dann snap sie dir, du Racker! Schubst ihn so in Richtung Tempel. Und dann schaut er sich so um und sieht keinen. Wo denn? Ja, wo denn jetzt? Ich dachte, wir sehen den Tempel schon. Aber er wollte jetzt irgendwie jemanden erschlagen. Er weiß sich doch, Göttern zu nähern. Du kennst dich doch aus mit Göttern. Mit Propheten. Wir zeigen ihm, Propheten kenne ich nicht. Wir zeigen ihm das, was Erik gerade vorgelesen hat, oder Erik liest ihm das nochmal vor und dann fragen wir ihn, ob er irgendwas davon irgendwie schon mal gehört hat, im Bekannten. Es gibt keine Götter, es gibt nur einen. Ey, Katharina, Jungs. Und das da ist sicher irgendein Rätsel, das wir erst im Tempel lösen können. Ja. Ja, dann auf, rein da.
Ich schnapp ihn. Au! Okay, dann lasst uns zum Tempel schreiten. Ja. Ihr schreitet. Ihr seht, wie er näher kommt. Alle so diese komischen, ja, heidnischen, indianischen irgendwas-Dinger, die da so rum an den Tempel angebracht sind. Guckt so rein durch den Eingang. Und das Erste, was euch auffällt, ist, dass es ist so ein großer Tempelraum nur. Und an der anderen Seite an der Wand ist ein riesiger, bestimmt 3 Meter hoher marmorner Kopf. Ein menschlicher Kopf mit einem Typen mit so kurzem, krausen Haar, krausem Bart, der so getrimmt ist. So, ja, so ein antiker Erich. Kopf. aus Marmor geschlagen, der wutverzerrt sein Maul aufreißt, also sein Mund besser gesagt, so, und euch anstarrt, das ist so, wow, okay. Und dann seht ihr, dass im ganzen Raum Tote aufgebahrt sind, die da so vor sich hin verwesen. Und über dem Haupt hängt einer an der Wand, ein Toter, der mumifiziert wurde, der so einen Federschmuck auch hat und der so eine grob geschlagene goldene Kette mit so einem Anhänger um seinen Nacken hat, hängen hat. Mhm. Der hängt da oben noch drauf. Und ihr könnt es nicht so ganz sehen, aber so, es ist ja, also, ha, es geht, also es ist, der Mund ist nach innen ein bisschen geöffnet, aber es liegt im Schatten, ihr könnt soweit nicht gucken. Selbst auch bei dir nicht. Ist es einfach schwarz. Ich habe auch dunkel. Fernrohr dabei. Und ultraviolett Nachtsichtgerät. Das vielleicht nicht, ja. Aber... Aber es ist ungewöhnlich, es geht ungewöhnlich weit rein, würdest du sagen, okay. Für so eine Statue. Also wenn es eine reine Götzenstatue wäre oder so. Für den Mund ist es sehr ungewöhnlich tief ausgeformt. Also ich schätze zwei Optionen ein. Entweder es ist eine Waffe und wird uns entgegenschießen, oder es ist ein Geheimgang und führt uns zum Schatz. Was sagt das nochmal, das Geschriebene? Erich, lies vor. In seinem Inneren verslingt euch der Rachen des zornigen Gottes. Giftig und spitz ist seine Wut. Nur wer sich Göttern zu nähern weiß, wird das Sanktum mit sicherem Schritt erreichen. Dort erwartet euch übrigens das wahre Glück. Nur, dass wir mal wissen, wofür. Vielleicht ist es beides. Hm. Eine Waffe und ein Geheimgang. Wir sind überall leicht. Also, Rolanda sagt, ich gehe da nicht rein. Und geht so einen Schritt zurück und weg von den, also so einen Schritt weg von dem ganzen Tempel. Okay, Rolanda, du musst nicht rein. Ich suche mal in der Nähe irgendwie so einen faustgroßen Stein oder Holzstück oder ähnliches, was ich irgendwie auf dem Boden finde. Mhm. Finde ich sowas? Ja. Ich nehme das an die Hand, näher mich so dicht, aber sicher es geht, diesem, was auch immer das ist, und werf da mal so in den Raum, so einfach mal so. Auf in den Götzen oder in den Raum einfach auf dem Boden oder was willst du? Was ja, einfach ein bisschen weiter weg von uns, weil wir wollen ja erstmal nicht rein, wir halten ein bisschen Abstand, bisschen so vielleicht 10, 15 Meter so in den Raum quasi rein. Ja, so groß ist der Raum. Es ist keine riesige Halle, der Kopf ist so vielleicht 5 bis 10 Meter weg von euch. Okay. Und dann ist da hinter dem Kopf so auch gleich die Wand. So Richtung, ja, 5 Meter, 6 Meter, genau. Einfach so in den Raum so rein. Rollt noch so ein bisschen, passiert aber nichts. Passiert nichts, okay. Ja, hier ist Initiative gefragt, sag mal. Ich? Hauke. Hauke, als du ihn erwähnst, ist er bereits einen Schritt hinter allen anderen. Die Einzige, die noch weiter weg ist, ist Rolanda. Also. Ja, ich bin ja nicht vorn, ne? Okay. Ich nehme die Harpune, die ich über die ganze Insel geschleppt habe, vom Rücken und stoß vorsichtig eine von den Leichen an, die da aufgebahrt ist. Die, also so an der Seite der so Gegend, dann fällt schon so der Oberschenkel runter am Boden. Ich gehe sofort hin und durchsuch die. Ja, scheinen nicht gefährlich zu sein. Gleich mal gucken, ob es was gibt. Da ist nix. Also die auch nicht geschmückt, die Leichen oder so? Durch. Der da oben hängt, der ist geschmückt. Der ist der Einzige, der richtig mumifiziert wurde. Genau. Und der hat eben so eine goldene, so eine aus grobem Gold behauene, also ist nicht so modern eingeschmolzen, gegossen, sondern geschlagene Goldkette mit unten so einem groben. Und woran hängt der? Der ist da oben so an der Wand befestigt. Seine Füße an der Wand scheinen, oder der Decke? An der Wand. Okay. Seine Füße scheinen auf dem Kopf des Schädels, des Kopfes zu stehen.
Oder ist der so an die Wand gelehnt? Ich fange an, Steine auf den zu werfen. Ja. In der Hoffnung, dass er da runterfällt. Dann machst du so Pop, dann machst du es nochmal, der gibt schon so nach. Und irgendwann fällt er so runter, bricht in der Mitte in zwei, liegt so ein bisschen traurig da. Ja, toll, Erich. Voll wie toll. Und schnapp mir das goldene Amulett. Ja, klappt. Das heißt, du läufst einfach in diesen Gang rein. Steck ihn in die Hose, also, weil ich kenne ihn. Du läufst einfach in diesen. Oh, okay, das ist für mich so ein 10 Meter. Also, es ist auch rein. 10 auf 10 Meter vielleicht. Also, oder vielleicht 15 auf 15 Meter oder so. Okay. Das ist ein großer. Und er läuft einfach. Du läufst einfach rein. Genau. Da liegt eine Goldkette. Er tut erst die Leichen da so flattern, die da rumliegen, angucken und ja, dann schmeißt er. Ja, du, hätte ja eine Falle sein können, nicht? Ja. Du, Schiss ist mir ein bisschen fremd, aber war ja nicht. Als guter Eisen, ne, da hat man viel Schlimmeres schon gesehen. Ja, also ich meine, man kann eine Menge nachdenken oder man kann nicht sein. Man könnte auch tot sein. Aber die Kette, die kannst du jetzt erstmal als Erinnerung anders bin weit gekommen mit dem Nachdenken. Warum soll ich jetzt meine Strategie ändern? Sehr gut. Ja, ich laufe auf jeden Fall. Guck mir die Kette an. Ist da irgendwas Besonderes? Ist halt aus Gold behauen, geklopftes Gold, wie gesagt, nicht eingeschmolzen und gegossen oder so, sondern halt grob bearbeitet von einer Zivilisation, die eben noch nicht so weit ist wie Thea. Okay, ich bringe die zum Captain zurück. Jo, klar. Was hast Captain, schauen Sie mal! Was hast du da Feines? Kein feines Stück, aber die Materialwert ist wohl drin. Mhm. Ja, stimmt, ja. Wollen wir das erstmal hier lassen? Um das mitzuschleppen. Das könnte es wahrscheinlich. Es ist ja sehr, sehr schwer. Vielleicht sollen wir das nicht hier lassen. Geht so. Hier ist es ja. Ja? Ich stecke das in meinen Rucksack und nehme es mir. Es ist ja nur ein Amulett. Mein Rucksack ist edel. Ich habe die Destille ja nicht mehr dabei. Stimmt. Du steckst nur sein, Erich. Hast du gut gemacht. Kein Problem. Du bist ja auch der Quartiermeister. Du verwaltest. Wenn du sagst, habe ich es eigentlich schon so. Der Arm ist schon im Rucksack versorgt. Der beste Mann als Quartiermeister. Immer erstmal alles einsacken. Während Erich wieder zurückläuft, will ich mir mal diesen Mund. Von der Figur näher anschauen. Das ist tatsächlich, es geht da unten so rein wie so ein Kamin im Grunde, also wie so ein richtiger Kamin, wo man eben so als Kind reinkriechen könnte. Also passt so auch ein bisschen wie so eine Rutsche auch. Erstmal kann man so rein und ja, tatsächlich, da würden, also passt auch ein erwachsener Mensch da durch. Und ja, da geht es dann so nach unten. So Loch im Boden und da geht's runter. Okay. Alles finster natürlich, ja? Man sieht keinen, also musst du, hast du eine Lampe wahrscheinlich dann, kannst du ja geben lassen. In unserem Erkunden einer fremden Inselpark. Ist doch sicher auch irgendwo eine Lampe. Nee, genau, meinte ich ja, genau. Ja, Lampe habe ich ja vorne. Windlicht und Fackeln hättet ihr auch, wenn ihr wollt. Irgendwas anzünden und da reinwerfen und gucken, wie das. Also, du siehst, das ist nicht tief, da geht's so ein paar Meter runter. Ja. Vielleicht so drei oder vier. Es geht auch so leicht schräg runter. Also man kann da runterrutschen eher als fallen. Und da kommt man auch wieder hoch. Also es ist jetzt nicht so, dass man da super leicht hochkommt, aber eigentlich ist es kein Problem. Aber giftig und spitz ist seine Wut. Es ist kein Problem, da wieder hochzukommen. Ja. Okay, ich würde... deswegen würde ich was reinwerfen. Ich würde als Kapitän als erster vorangehen und meinen Vorteil Fassadenkletterer einsetzen. Oh, warten Sie mal, Kapitän. Sehe ich, dass er das machen will? Er setzt schon an. Warten Sie mal noch einen Moment, Herr Kapitän. Ich habe eine bessere Idee. Okay. Ich gehe nach hinten, hole mir eine von den Leichen und schmeiß sie da einfach runter. Ja. So. Mal gucken, was passiert. Ja. Nix. Es macht so plock, plock, poff. Nu ist frei. Danke, Erich. Nee, nu ist besetzt. Also, Fassadenkletterer, ich gebe einen Heldenpunkt auf. Ja. Und kann dafür in ein Gebäude oder gesperrten Bereich finden. Ich kann eine andere Person mitnehmen. Ich nehme Erich mit. Okay. Alle anderen müssen sich... Hier rein und da den Fuß. Jetzt da. Okay. Und super elegant. Das hier ist, ihr geht ganz langsam auch runter. Genau. Ja. Und ihr müsst warten, bis wir eine Tür oder was anderes dergleichen eben gefunden haben. Oder ihr könnt dann selbst rein, wenn es sicher ist. Oder ein Seil runterlassen. Ja. Also auch ihr seht ja, wie die da nach unten gehen und könnt euch so ein bisschen merken, wo die Tritte und wo die Hände waren. Und das ist tatsächlich auch dann ein super Vorteil, den ihr dann habt, wenn ihr da wieder hoch wollt. Mhm. Ja. Musst du dann auch keinen Heldenpunkt später mit ausgeben. Okay. Hast du ja so gemerkt, ihr alle so fahren, nicht schlecht. Ja, okay. Cool. Ansonsten wird er da tatsächlich eher so am Arsch runtergeschlittert. Okay. Aber so ist es elegant. Mhm. Das ist das Zauberwort. Okay. Ich da meine Harpune mit runter. Das heißt, wir beide sind jetzt sicher unten. Ja. Und dann ihr könntet, wenn ihr Ladies wollt, jederzeit und, auch runter. Hauke und wie sind Sie hier unten? Unten ist so ein runder Raum mit Steinwänden, Steindecke, so Fliesen, quasi Steinboden auch, wo ein Gang weggeht. Der Gang ist nur so mannsbreit. Also da kann gerade so eine Person entlanglaufen. Ich stoche mal mit dem Ende der Harpune auf dem Fliesen herum. Und spitz ist seine Wut. Im Raum ist alles gut. Und auch der Gang ist so mit diesen Fliesen
Klingt ja langsam wie Wenzel. So ein bisschen verziert sind an den Seiten. Verzierungen an den Seiten. Sieht das sind irgendwie da irgendwo kleine Löcher drin? Ja. Und zwar so auf Oberkörper. Oh, ja, aber da bestimmt Gucklöcher. Ja. Eine ehemalige Dusche. Da duscht eine, weil es nackig. Hat man sich diesen Göttern vielleicht früher auf den Knien genähert? Peter? Du möchtest es ausprobieren. Ich schiebe meine Pula-Pule voran und das ist robbe, Fahne, robbe durch den. Wachsen da irgendwo so Lianen oder sowas? Nee. Da müsst ihr raus über die Lichtung in den Wald. Und was haben denn die anderen, die wir dabei haben, so für Waffen? Ich robbe weiter. Die kommen nicht mit rein. Achso, wir sind oben geblieben. Ihr schafft das schon. Wir warten hier und halten die Stellung. Also ich schieb den gerade vor mir her und robbe möglichst flach. Ich sag mal, würde ich den in korkengroße Stücke zerkleinern und in die Löcher stopfen, wäre das für dich ein trauriger Moment. Ja. Ist der auch von deinem Opa gemacht. Also du robbst diesen Gang vor, unter diesen Löchern durch. Ja, cool. Bist so zwei Drittel des Ganges vorangekommen. Muss man da so einen Flickflack drüber springen? Siehst. Für den Style-Faktor. Da haben wir ja drei Heldenpunkte. Ja, stimmt. Dass der Gang dann da auch endet und offensichtlich in einen Raum mündet. Der Gang steigt so ganz leicht an. Mhm. Und wie gesagt, so zwei Drittel weit bist du gekommen. Schiebst so mit dem Ellbogen, drückst dich da so ab und dann machst du so Klick. Klick, 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 klick. Und dann macht's vor dir Rums und dann ist da ein Geräusch, als würde so Stein auf Stein malen. Und dann guckst du so und dann siehst du, wie so ein runder, ja, so eine Art großer Mühlstein, der ungefähr so fast die Breite von diesem Gang hat, auf dich zurollt. Fast die Breite des Ganges? Wie viel ist da noch rum? Ungefähr so. Ja, dann springe ich auf und sprinte so schnell ich kann zurück. Und hoffe, was auch immer ich auslöse, ist langsamer als ich, wenn ich Vollgas gebe. Dann mach das doch mal. Klingt sehr entschlossen, würde ich sagen. Ja, ich denke da jetzt nicht drüber nach, sondern. Genau, das ist eindeutig Gas Entschlossenheit. Athletik? Ja. Dann das erste Mal in dieser Szene. Und. Oh, das kann sein. Da du die ganze Szene gut beschrieben hast, kriegst du den Würfel noch für die Beschreibung dazu. Er ist sehr gnädig. Ja, ich bin super gnädig. Und würfel schon mal. Eins, damit du überhaupt da hinten ankommst. Einen, damit du dann im Raum noch dem Mühlstein ausweichen kannst. Mhm. Und dann. Ich weiche den Mühlstein aus. Und dann wären da noch zwei, um Pfeilen auszuweichen. Du bist ja schnell, du rennst. Das passt perfekt. Ich bin nicht sehr stilvoll dabei. Das ist okay, Natalia. Panisches Gesicht. Es macht hinter dir auch so. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Es macht hinter dir auch so. Und. Oh, das muss ich vielleicht hier tippen. Oh nein, Daft Punk verfolgt dich. Und ja, du kommst da an, springst dann auch zur Seite, ihr auch so, oh mein Gott, oh, das hört sich nicht, oh, das sieht auch nicht, oh, ich sollte vielleicht zur Seite gehen. Wie weit rollt denn dieser Stein? Der rollt in den Raum rein und quasi rammt hinten in die Wand rein und zerdrückt so ein bisschen die Steinwand da, aber bleibt dann halt da auch so stecken und kippt so halb um. Ja. Okay. Und wieder ein Problem, das ich selbst gelöst habe. Und geh los. Ich geh hin, packe ihn im Nacken, drücke ihn zu Boden. Schafft sie das? Ich bin noch sehr stark. Ich auch. Sie ist stärker, wenn man sich ihre Vorteile anguckt. Wirklich? Ich bin stark wie 10. Ja, ich hab doch mehr Muskeln. Aber sie ist stark wie 10. Sie kann quasi einen Bullen, der vor ihr ist, festhalten, dass er sie nicht wegdrückt oder so. Oder ein einstürzendes Haus mit Kurz halt nicht rein. So nein, ich drücke ihn einfach nur runter. Ja. Erich, Stein vermutlich nur einer. Pfeile könnten noch mehr. Krabbel. Willst du nur auf meinen Hintern gucken? Ich krabble wieder. Ja. Du krabbelst durch? Ich gucke auf den Hintern. Wunderbar. Du bist dir dessen bewusst, dass er es tun wird? Klar, macht er immer. Und kommst dann
am Ende des Ganges an. Es passiert nichts weiter, bist im Gang, in diesem letzten Raum. Es gibt auch keinen weiteren Ausgang. Und tatsächlich steht dann da hinten auch eine Kiste und eigentlich ist es Zeit, den Captain zu rufen. Okay. Ich spaziere durch den Gang, als wäre nichts. Giftig und spitz ist seine Wut. Und Hager. Ja. Und du siehst so die ganzen Pfeile, die da so unten liegen, weil der sie und wahrscheinlich auch der Mühlstein die einfach ausgelöst hat. Ja. Dann verbeuge ich mich Captain. Vielen Dank, als hätte ich irgendeinen Anteil daran. Vielen Dank, Erich. Und ich gehe dann den Weg lang zur Kiste oder was auch immer da. Ja. Ich laufe hinterher und gucke aber immer noch mal nach hinten auch, um zu gucken, ob da irgendwie vielleicht doch jemand uns gefolgt ist. Oder safe. Nur wer sich den Göttern zu nähern weiß, wird das Sanktum mit sicherem Schritt erreichen. Mhm. Auf dein letzter Schritt, zack, und drin. ja, ihr seid drin. Da ist eine Riesenkiste. Super. Die sieht auch moderner aus als alles, was hier so zu sehen ist. Also eindeutig neuerer Bauart als so antike Ruinen. Und ihr geht da so gerade hin, voller Zuversicht, dann macht es hinter euch Rums. Und eine Steinwand ist quasi runtergefahren und hat den Hauke zermatscht. Hauke zermatscht. Nee, der ist ja oben geblieben. Na, schade. Ja, und dann hört ihr Wasser. Oh, scheiße. Und dann seht ihr, wie so, das gibt so ein paar Öffnungen an der Wand, wo Wasser plötzlich so reinströmt. Wie viele Öffnungen, wie groß? Zwei. Eine da und eine da. Ungefähr so groß jede. Ist es schnell, das Wasser? Ich nehme die Kokosnüsse aus die ich eben von den eingesammelt habe. Das ist schon so knöcheltief. Ich nehme die Kokosnüsse, die ich eben eingesammelt habe und in meine Waffe stopfen wollte, stopf die in die Löcher. Ja, du versuchst sie da so rein zu stopfen. Die sind aber nur so bedingt, dass sie da alles abdichten. Aber hilft es ein bisschen. Den Rest nehme ich mein verkotetes Hemd und stopfe die Löcher. Ja. Das Wasser steigt weiter. Ich slosche. Während du, also du bist ja da an der einen Seite, stopfst da so schön, ihr guckt so. Das scheint tatsächlich auf jeden Fall das Wasser zu vermindern, als es irgendwie hinter euch Platsch macht. Ich schaue mich an der... Und hier so. Oh nee! Und dann war irgendwas an deinem Bein. Oh, die Schlange. Und jetzt an deinem. Ist die Kokosnuss fallen. Also ich springe auf jeden Fall. Das Ding ist wieder auf und strömt wieder raus. Da hat was mein Bein berührt. Erich, beruhig dich. Hier ist anscheinend eine riesige 10 Meter lange Schlange, die uns alle aufhört. Wie kommen Sie darauf, Captain? Liegt da noch irgendwie was rum, irgendwelche... Es gibt in diesem Raum, es gab so ein paar zerkrümelte Sachen, als wären da irgendwelche Holzdinger gestanden, wo irgendwas drauf war, aber das ist so zerfallen und morsch gewesen. Siehst du das noch? Sieht eins davon irgendwie noch ähnlich aus wie ein Tisch? Nee, einen richtigen Tisch hatten die hier wohl nicht. Die hatten mir so komisches Zeug aufgestellt, aber da ist alles verfallen und vergammelt gewesen. Das ist nur Krümel am Boden. Holzbretter so ein bisschen? Ich renne zu der Truhe vor allem einfach mal. Das würde ich auch als erstes machen. Zur Truhe rennen und mit einem kräftigen Tritt versuchen, die Truhe zu öffnen. Also während die Jungs sich um die Truhe kümmern, versuche ich... Also die Truhe ist bereits so, das Wasser geht bereits über den Deck, gerade über den Deckel der Truhe. Dann will ich trotzdem, die schwimmt auch nicht, die ist schwer. Ich würde trotzdem öffnen und schauen, was da drin ist. Aber mit einem Tritt. Geht nicht auf mit dem Tritt. Oder ob die aufgeht. Ich kann Heldenbunk ausheben, um jede Truhe oder Schloss sofort zu öffnen. Steht während hier. Ihr quasi... wollt ihr euch nicht vielleicht erst dem Nicht-Sterben... Wir wollen aber schnell... Also ich will auf jeden Fall, während die Jungs... Also ich weiß nicht, was im Wasser ist. Ich denke halt, vielleicht ist da drin eine Lösung für mein Problem. Ja. Es erwischt dich wieder was an den Beinen. Oh, nee. Aber Olli, zerrt dich weg. Und du gehst unter und er ist plötzlich, also das Wasser geht euch schon über die Knie. Während er weggezerrt wird, bevor er weggezogen wird. Während ihr überhaupt diese Kiste Okay. Wir beide müssen auch noch was machen, wir stehen da ja nicht einfach nur rum. Das ja, so, könnte sein. Ich war ohnehin auf zur Kiste eben gegangen, da wiederholen die mich einfach. Genau. Weg da! Aber jetzt ist wieder Platz, denn Erich ist gerade wieder da. Da mir ja klar war, dass Erich und der Captain Richtung Kiste streben und als mich direkt was am Bein berührt hat, schaue ich erstmal. Also erstmal hüpfe ich natürlich so hoch, wie dieser, also ich hüpfe sehr hoch. Du kannst dich auf die Kiste stellen, dann wirst du nicht so nass. Nee, es geht mir nicht ums Nasswerden, es geht mir darum, dass mich was am Fuß berührt hat. Auch dann berührt dich vielleicht nichts mehr am Fuß. Ich versuche mit meinem scharfsinnigen Auge auszumachen, was das dort ist und zücke bereits meinen Dolch. Irgendwas Langes, Rundes.
Etwas also langes, irgendwas langes, längliches, was rund ist. Woher wusste er, dass das eine Schlange ist, sofort? Okay, ich versuche... das ist die Erfahrung des Captains. Dich wirkt irgendwas. Dieses, die Schlange... Ja, nein, ich wollte sie nicht unterbrechen. Wir ihr lootet gerade diese Kiste. Nein, wir looten nicht. Ich will sein Leben retten. Ja, und ich bin gerade dabei, mein Messer dann zu erzähl jetzt. Mein Dolch in beiden Händen. Okay. Zwei Dolch. Zu zielen, ganz genau. Und dann eben auf diese Schlange zuzustürmen mit sehr viel Stil. Also eher so zu springen. Ja. So mit sehr weiten Sprüngen. Ja. Der Stil, fast so Spagatsprüngen. Mein Leben. Stil ist was anderes, wie neben Gewandtheit auch noch gut rettet. Deswegen mit Stil. Ja. Und will der Schlange, die Schlange einfach mit beiden Dolchen, die ich in der Hand habe, so. Wie dick ist die Schlange? So, dass sie offensichtlich gerade so durch das Rohr gepasst hat. Also ich habe schon eine Schlange erkannt. Kokosnuss groß. Da kann ich ja einfach mit meinen zwei Dolchen. Schauen wir mal. Cool. Das war stilvoll. Dann war es graziös, dich dahin begeben. Und es ist Waffen, weil du im Nahkampf kommst. Du brauchst eine, damit es überhaupt gelingt. Die Gewandtheit ist aber höher. Du brauchst eine, um dabei auch wirklich gut auszusehen. Ich wollte, soll ich erst Würfel aus... Sammel mal deine Würfel zusammen. Wie spät ist es? Genau, weil dann kriege ich... nur, dass ich einen Beitrag leisten kann. Es ist... also ihr seid am Morgengrauen, habt ihr die Insel entdeckt. Ja. Und ihr seid jetzt so ein paar Stunden durch die Wildnis. Es ist immer noch Vormittag. Oh, danke. Ja. Also, du wirst noch an diesem Tag sterben. Okay, gut. Ja. Du wirst nicht sterben? Ich habe zwei Dolche in der Hand. Genau, schauen wir mal. Ich habe drei Würfel in Stil. Ich habe drei Würfel in... Ich kriege Panik. Waffen? Ja, drei hast du da. Okay, gut. Genau, und ich habe einen Bonuswürfel, weil, wenn du ein Risiko mit der Fertigkeit Waffen eingehst und mit einer Hand, zwei Händen, ein Rapier, Dolch oder Entermesser oder eine ähnliche Waffe führst, kriege ich noch einen. Genau. Fechtkampf in einer Schlange. Während sie mich gerade würgt. Ja. Und ich zappel ich hätte nicht sofort gerettet, aber wann muss ich meine Tugend verwenden? Also muss ich jetzt theoretisch ansagen, dass ich meine Tugend verwende oder kann ich das später machen? Ich habe nämlich die Tugend, die sagt, wenn ich einen Schurken, ich meine, so eine Schlange ist schon sehr schurkig. Boah. Wenn Monster, Monster sind auch Schurken. Bei einem Kampf zum ersten Mal verwunde, kann ich das als Tugend aktivieren, um dafür zu sorgen, dass er zusätzlich zu den normalen Wunden eine dramatische Wunde davon trägt. Sehr gut. Dafür mit meinen zwei Dolchen. Aber dafür musst du es erstmal verwunden. Das kannst du quasi einsetzen, wenn du tatsächlich merkst, ich habe ihr Schaden gemacht. Nochmal ganz kurz zeitlich. Ja. Passiert das, bevor Hauke weggezogen wird? Nee, oder? Direkt danach. Das geht so schnell, der wird weggezogen. Okay, also könnte ich prinzipiell zeitgleich mit ihr die Aktion. Du denkst gerade noch nach, während Hauke sie als Assassine natürlich instinktiv das Richtige tut. Hoffentlich. Hauke ist ja zurückgeblieben. Dem machst du Sinn, ja. Der andere Hauke. Also der Miet mag, der ist zurückgeblieben. Dass es hier keine Verwechslungen gibt. Okay. Wie viele muss sie jetzt schaffen? Ich habe es auch wieder vergessen. Eine, dass es überhaupt klappt. Eine, damit du stilvoll bist. Zwei, damit du nicht ihn triffst. Ups. Und den Rest kannst du in Schaden, also und alles andere, was du sonst noch an übrig hast oder nicht da reinballerst, kannst du in Schaden in die Schlange stecken. Ich hoffe, dass der Stilvolle als erstes auf der Abschlussliste steht. Ja, aber ich auch. Also dann habe ich vier und dann du kann, es nee, können du natürlich Heldenpunkte ausgegeben werden. Genau, Heldenpunkte. Also du kannst auf jeden Fall, du hast ja drei, gib mal einen aus, dann hast du schon mal einen Würfel mehr. Achso, Heldenpunkte gebe ich für Würfel aus, nicht für alles. Erfolge. Für alles. Ja. Nee, nicht für Erfolge, sondern für Würfel, ja. Okay, dann gebe ich auf jeden Fall einen dafür aus. Ja. Eigentlich kann ich auch zwei ausgeben, oder? Du, ich werde nicht widersprechen. Jo, mach. Lass raus. Komm, es soll ja auch einfach sehr schön aussehen. Ja, genau. Und nicht wehtun. Ja, schön soll es hauptsächlich aussehen. So, ja. Oh, das war sogar eine 10. Ich sehe doch eine 0. Eine hier ist eine. Mhm. Da sind auch zwei Achten dabei, das sind sehr hohe Zahlen. Ja. Drei Achten. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine. Drei Achten sind auch nur zwei. Hier ist auch noch eine. So. Hier ist auch noch eine. Du hast wahrscheinlich Waffen 3. Du könntest einen Würfel, wenn du willst, neu würfeln. Falls es Sinn macht. Genau, ich habe ja...
Also ich habe auf jeden Fall 2 Fünfen. Ich habe eine 0, ich habe eine 6 und eine 4. Das sind ja zusammengestellt auf jeden Fall 10. Das sind schon mal 3. Das heißt, ich würde es einmal schaffen und Erich nicht verwundet. Du kannst mit einem Neuwerfen dich nicht verbessern. Ja, du kannst dich selbst auch. Wenn du eine 0 wirfst, jetzt bleibt ein Würfel übrig. Genau. Du kannst dich nicht verbessern. Ja. Genau, deswegen. Dann hast du 5 Erfolge. Genau. Also, 5 Erfolge. Du hast es geschafft, du hast ihn nicht getroffen. Und jetzt kannst du cool sein und der Schlange einen Schaden machen und ihr mit deiner Tugend noch eine kritische Wunde reinwürgen. Mir ist schon sie auch wichtig. Sie verbessern, wenn sie die. Also, ob ein Schaden oder 2 Schaden sind jetzt nicht. Genau, ich mache ja außerdem diese dramatische Wunde durch meine Tugend. Ja, genau, das meine ich. Deswegen mache ich 1 Schaden und einmal Coolness-Faktor. Genau, gute Entscheidung. Ah. Dein Mädchen. Aber trotzdem zwinkern wir uns. So gut gemacht. Hallo. Du denkst dir erst, verdammt, warum kommt ihm jetzt, warum nimmt ihr jetzt meine Show weg? Oh, nö, das war gut. Schon da. Dein Team. Das hast du geschliffen und gefeilt, bis sie es drauf haben. Nee, cool, super. Also du schlägst mit den Dolchen da so rein. Du fühlst, wie so irgendwas Scharfes an deinem Ohr irgendwie vorbeigleitet. Ich schneide ihm noch so ein paar Haare vom Ohr ab. Dann merkst du, dass irgendwie Blut irgendwie vor dir vielleicht überall ist und denkst dir, war das mein Ohr? Ob das mein Ohr war? Und merkst dann, wie die Schlange von dir ablässt. Hat dir schon so ein bisschen die Luft rausgequetscht, das wäre jetzt schon echt eng geworden irgendwie. Und plötzlich verkrümelt die sich und also du siehst dann, oder ihr seht dann auch, die scheint sich irgendwie in die Ecke irgendwie zu verstecken und ihre Wunden, seine Wunden zu lecken. Und du stehst auf und denkst dir, cool. Normalerweise kriege ich vor sowas ein Getränk ausgegeben. Jo, kann nichts passieren. Und das Hemd ist auch noch sauber. Super. Okay, Freunde, aber trotzdem fühlt sich der Raum hier mit. Konnte er aufhören, rumzuplanschen? Sorry, und zieh mir mein Hemd so wieder nett an, dass er jetzt wieder sauber ist. Ich schau mal nach oben. Finde ich da irgendwas, was uns in dieser Lage helfen könnte? Irgendwie ein Seil, irgendwie ein Hebel oder ähnliches? Sehe ich da irgendwas an der Wand, was uns helfen würde? Nee. Also, ich meine, das hat ja funktioniert, was er vorhatte. Er wurde nur. Irritiert. Mhm. Grundsätzlich. Aber das eine Loch ist ja gib schon mehr mir Deckung, weniger. Ich verstopf die Löcher. Genau, er ist ja schon dabei. Genau, dann jetzt mit Stoff umwickelte Kokosnüsse werden so in die Dinger gerammt und hält tatsächlich, dass ihr euch auf jeden Fall so Hüft oder ein bisschen über der Hüfte im Wasser wartet, aber es steigt jetzt erstmal nicht weiter. Ah, okay. Und damit habe ich mit einem alltäglichen Gegenstand ein Problem gelöst. Aber für immer wollt ihr auch nicht hierbleiben. Das viel schwerer aussah. Alter, du bist ja ein Hund. Okay. Aber ihr müsst immer noch gucken, dass ihr irgendwie durch diese Tür wieder, durch diese Wand da kommt, die den Gang versperrt. Aber wir wollen ja mit der Kiste raus. Ja, wäre Teleportation für Menschen ungeeignet, wenn du keine Gegenstände mitnehmen könntest. Ja, richtig. Das heißt, wir wollen ja erstmal die Kiste öffnen. Ja. Jetzt können wir ein Prothema-Agier gebrauchen. Ja. Die können. Totale. Leider keiner aus der Montagne. Grundsätzlich hier. Keine schlechte Eigenschaft. Genau. Aber die schlechte Eigenschaft ist, es ist einer aus der Montagne. Hm. Mag ich nicht. Aber wie ist denn das? Okay. Ja. Für den Spielleiter auch nicht so, ja, ich mache ein Portal und gehe da hin. Ende. Deswegen, du musst es vorher mit deinem Blut markieren. Ist die Magie tatsächlich sehr mächtig in diesen Teilen. Also sehr mächtig in den Dingern. Okay. Ja. Erstmal, Erich, sehr gut gemacht. Gut gekämpft und gut gestopft. Sehr gut gemacht, Katharina. Gut gekämpft. Katharina. Katharina. Lina. Lina. Katharina de la Salamanca Apelsina. Katharina Giuliana de San Felipe de la Montagna. Okay. Ich schmeiß weg den Stift. Dann lass uns alles zur Kiste. So einen kleinen Dolch kurz und versuchen, die Kiste zu öffnen. Die Kiste rauszukommen erstmal. Ja, gut. Ich bin jetzt doch dann macht ihr die Kiste auf. Ja, wir machen die Kiste auf. Was soll schon schief gehen, ne? Schlange habe ich schon abgeschlachtet. Was ist denn mit der passiert? Ist sie tot? Die liegt in der Ecke. Die liegt ja nur, aber die ist ja. Die ist um, die kann nichts mehr. Ja, bei einem harten Feind setzt man normalerweise nach, wenn man sich verwundet hat. Ja, aber das sind tödliche Wunden, die verblutet werden. Jetzt habe ich auch hier ist eine Schlange. Wir sind nicht bitter. Ja, aber wir sind schon. Ja, wie wollt ihr die Kiste denn öffnen? Also, weil. Mit einer Fähigkeit nehmen wir einen Heldenpunkt und offen ist der Punkt. Wunderbar. So einfach. Warum habe ich diesen Charakter so erschaffen? Ich gebe euch da Sachen in die Hand. Ich bin einfach zum Netz zu euch. Sieht das aus. Ja, ihr macht die Kiste auf und durch das Wasser durch funkelt euch bereits das Gold entgegen.
Dublonen randvoll, die Kiste ist scheiße schwer, denkt ihr euch. Kelche liegen drin, Amulette, da sind so kleine Diademe mit Steinen drin. Erichs Hände. Ihr seid reich, so sieht's aus. Erich der Reiche, nicht der Ehrliche. Ja, Hammer. Ich teste nur. Geiler Scheiß. Super. Okay. Jetzt müssen wir da raus. Ich glaube unsere Regierung. Richtig geil. Ja. Vollreich. Ja. Voll haben die ja. Sorry, aber so kann das ja. Das kann nicht alles sein, oder? Was? Das ist jetzt irgendwie nur Gold und Geschmeide und Juwelen und das ist doch. Komm, das ist doch das, was ihr wolltet, oder? Ja, aber. Also, ich meine, das ist hier so ein Piratenschatz, oder? Wie meinst du jetzt das? Ja, du kriegst das auf, jetzt strahlt dir ein Gold und alles entgegen, aber da muss doch irgendwas anderes drin sein. Komm, ich bitte dich. Ja, das macht vielleicht irgendwie. Was kommt jetzt? Da ist ein Zettel drin, auf dem steht. Hier ist zwar kein Gold, aber so mir zurückgeschaut, die Reise, die euch hierher gebracht hat, die Freundschaft, das fiel mir fest. Ja, du hast vollkommen recht. Okay. Wieso bin ich nicht gleich drauf? Ich spule mal kurz zurück, genau. Ja. Also du machst jetzt die Kiste langsam auf. Ja, langsam, ja. Und klick. Die Truhe geht auf und klar, ihr seht diesen, es glitzert, es glänzt alles voller Gold. Und, aber da in der Mitte, da liegt was oben drauf, was nicht glänzt. Das ist eine sehr vage Beschreibung eines Gegenstandes. Oder ihr guckt euch den genauer an. Ein Holzauge. Das ist ein Ring. Eine ich möchte gerne die Inschrift sehen. Von der Entfernung. Feine Linie. Okay, ich nehme den Ring und ziehe den sofort auf. Geiler Scheiß. Es ist ein Ring aus, du kannst es sofort sagen, Wahlknochen. Aus Wahlknochen. Ja. Und der sieht, der steht hier perfekt. Mhm. Also der hat auch richtig geile Linien. Und also das fühlt sich auch richtig gut an deiner Hand an. Ja. Hammer. Ja, und du hast, das könnte man sogar fast wie so ein Wappenring sehen, wenn man das mal so genau hinguckt. Also ist jetzt offensichtlich nicht so als so einer gedacht gewesen, aber irgendwie, du wolltest eigentlich schon immer mal so einen Clan gründen oder irgend sowas. Perfekt. Warte mal, was ist auf dem Ring zu sehen? So feine Linien, Verzierungen, die so ein bisschen fast schon runenartig aussehen. Okay, ich versuche mit dem Ring instinktiv mit der Schlange zu sprechen. Ich versuche einfach... Mit dem Ring bedeutet, du trägst ich ihn und nimmst trage, den Ring nein, nein, redest nein. da durch. Ich trage den Ring und versuche, ob ich jetzt irgendwas wahrnehme, was ich nicht wahrnehme. Und ich möchte instinktiv versuchen, mit der Schlange zu sprechen. Oder ob ich, Schlange ist tot. Ob ich irgendwas... Nein, die ist ja tot. Also das wird die höre oder so. Gefällt mir am besten. Ich ziehe den Ring auf instinktiv. Ich möchte einfach nur... Als du dich auf die Schlange konzentrierst, merkst du, dass sie hier gerade den Kopf abfackt. Das ist ein großes Tier, das macht man. Die Schlange ist tot. Klar, okay. Danke, Natalia. Ja, danke. Ich hatte. Also, aber du hattest den richtigen. Schlange kann Menschen verschlingen. Ich hatte den richtig. Ich hatte schon den. Ist die groß genug, um den Menschen am Stück zu essen? Ich kann ihren Kiefer aussagen, dass die Schlange. Doch, klar, die hat ihn verschlungen. Ist eine Würgeschlange. Ja. So langsam habe ich raus über die Scheiße. Ja. Das ist gut. Nein, das heißt hier dieses Spiel spielen. Okay, mir gefällt dieser Ring, ich behalte den auf jeden Fall erstmal an. Mir gefällt der Ring auch. Aber um das jetzt kurz abzuschließen, er nimmt toll. Sonst nichts anderes wahr. Der Ressource. Ich würde sagen, die Kiste ist zu schwer, wir sollten den Schatz auf unsere vier Rucksäcke aufteilen, so also viel Captain, nehmen. Ich will ja es nicht zu genau nehmen, aber der Ring, der ist Teil des Schatzes. Ja. Und damit gehört er allen. Ja. Das stimmt. Die Frage ist, wie wollen wir den Ring aufteilen? Das aber können das wir später gemeinsam wir, genau. sein. Und bis wir es dahin geklärt haben, würde ich sagen, ich behalte den Ring erstmal an. Wir sorgen dafür, dass wir den Schatz aufteilen auf unsere Rucksäcke und dann verpissen wir uns. Ja, und wie wollen wir hört sich hervorragend an. Ich möchte gerne einen Heldenpunkt haben, weil ich den Lügen von jemandem glaube oder mich zu einem einseitigen Deal überreden lasse. Alles klar, läuft. Ist meine Untugend! Oh, kannst du einmal machen. Dann hast du es jetzt aber akzeptiert. Genau, die beiden. Der Ring bleibt an seinem Finger. Ja, genau, der bleibt bei ihm. Wenn irgendjemand also anders Erich was ist auf meiner Seite. Genau, okay. Bist du auf seiner Seite. Okay, dann das ist nämlich die Untugend, ist tatsächlich, dass du ein Drawback für freiwillig in Kauf nimmst. Okay, quasi. Gut. Ich nehme in Kauf, dass das dein Ring ist. Ja. Okay. Er ist eh nicht so viel wert, ist nur aus Qualknochen. Was soll der Mumpitz? Ja.
Ja, und dann fragt man dann wie viel Sparks. Kameraden, wir sollten das Gold so schnell wie möglich in unsere Rucksäcke packen. Wir und dann sollten die Tür aufmachen vorher. Genau, aber mit dem Gold. Finden wir nicht erstmal einen Ausgang? Ich nehme so eine Dublone und werf die dagegen. Genau, es gibt keinen Schlitz zum Einwerfen. Ich würde nur erstmal. Ich habe alles versucht, Captain. Ich würde das Gold einmal sichern. Ihr wollt das Gold nicht sichern? Lass uns doch erstmal eine Tür sehen oder einen Wohin? Ausgang. Du weißt nie, was für Feinde wir sind. Und nachher ist ja, dann sicher. Ihr seid mittendrin in einer, die ist auch immer noch aktiv. Ich gehe zu, der Tür und guck mir die an. Guck dir mal an, ja. Ah, guckt sich die Tür an. Wir stehen ja schon. Wir drehen um und er wieder an uns vorbei. Kennt ihr schon, leider ist die Schlange tot. Das war ein Fehler. Sie, aber na gut. Ja gut, es ist halt eine Steinwand, die da so runtergefahren ist, die so irgendwie da gut eingelassen ist. Wer baut sowas? Warum? Ihr wisst nicht so richtig, wie massiv die ist, aber wenn man so dagegen haut, geht sie nicht sofort kaputt. Ich habe ja ein sehr gutes Auge. Ja. Achso, ich möchte das gerne benutzen, um mich umzuschauen, um irgendwelche Unregelmäßigkeiten in der Wand, die auf Türen oder Hebel oder Schaltknöpfe hindeuten, wodurch sich ein Mechanismus... Ihr habt die zwei Löcher, wo Wasser reinkommt. Und gerade. Und wo ist die Schlange reingekommen? Durch das Loch wahrscheinlich. Durch das Loch. Ja. Mit dem Wasser. Also genau genommen ist diese Tür ja eine Falle. Echt? Ich denke, der ganze Raum ist eine Falle. Also aber kann ich einen Heldenpunkt ausgeben, um augenblicklich ein Schloss zu knacken, einen Tresor aufzubringen oder eine Falle zu entschärfen? Die ist ausgelöst. Das ist keine Falle, aber ist nicht mehr scharf. Ich kann einen Heldenpunkt ausgeben, um in ein Gebäude oder einen gesperrten Bereich zu finden und eine Person mitzunehmen. Ja, aber das ist ja, hier gibt es keine Tür im Moment, durch die du schlüpfen. Ich fange einfach mal an. Also, ich verstehe deinen Gedankengang, aber das ist hier ja wirklich ein das abzuklopfen. Darf ich vielleicht mal was Konstruktives Ja, versuchen wir es. Bisher war es nur immer sehr gut. Das ist wichtig. Nein. Natalia nimmt ihre Harpune und versucht die zu schauen, ob sie irgendwie die hebelmäßig da drunter schieben kann und ob sich das rein theoretisch ein bisschen bewegt, wenn man viel Kraft einsetzt. Bewegt sich, du bist ja sehr kräftig. Ja. Du musst vorsichtig sein, damit sie nicht zerbricht, aber mit deiner Kraft gelingt es dir tatsächlich, das Ding aufzuhebeln und zu lockern. Und es läuft zumindest das Wasser. Ich hole die Truhe, fließt ab. Ich hole die Truhe. Ich glaube, so hoch kriege ich es nicht, aber schieb was drunter. So hoch nicht, aber wenn... Nimm die tote Schlange. Ich dachte auch eher als Hebel. Dann kannst du über der Truhe so hebeln. Genau, ja. Ja, dann hast du einen größeren Hebel. Und dann ziehen wir die Truhe drunter. Und dann ist das Gold in der Truhe. Gut. Ihr macht euch bereit. Ich habe das Gold in meinem Rucksack gepackt. Du kriegst diese Steinwand nicht weit nach oben, weil ansonsten bricht dir die Harpune durch. Captain, hört mir zu. Ich stemme das hoch und ich halte es. Und ihr müsst mit dem Zeug raus. Und zwar schnell da. Ja? Aber Natalia, wie kommst du denn? Und du! Natalia. Ich krieg das schon. Ich will nicht, ich geh nicht ohne dich. Lass uns doch nicht ohne den Schatz. Also das stimmt auch, ja. Lass uns doch gemeinsam, ihr habt sehr viele Muskeln, ich habe ein paar Muskeln, die Tür höher heben. Grundsätzlich keine dumme Idee, mit mehreren Leuten zu arbeiten. Die Kiste drunter schieben, sodass wir alle entspannt unter der Tür aber durchgehen können. Sie hat schon vorgeschlagen, sie braucht euch ja nicht dafür. Naja, irgendwann bricht doch die Harpune. Aber wenn wir ihr helfen, das ist nein. Und deswegen greifen wir unter die Tür? Mach deine kleinen Fingerchen da weg. Ich nehme das und ich stemme das hoch dann. Und ich halte das, bis ihr durch seid. Darum und dann lasse ich fallen und komme auf eure Seite. Ach, beim Hochhalten wir sie drunter durch. Da. Stärke für 10 heißt das. Natalia, du schaffst das. Ich glaube an dich. Bist du auch ihr wisst, dass ich super bin overpowered, weil ich ein Tor aufmachen kann. Du schaffst das. Ein Schloss. Nur ein ich glaube an ihren Plan. Ein Tor. Und ich glaube, noch schlimmer. Ist das Wasser mittlerweile. Das fließt ab, ja. Gut. Ja. Sie ist keine schnelle, sie als erste durch. Dann schiebt ihr die Kiste und dann komme ich. Ja? Okay. Haben wir verstanden? Ich glaube an dich. Gut. Wie lange kenne ich die alle? Schon eine Weile. Okay. Okay. Wir sind ein Akrobatik-Team. Bevor dieses Schlamassel mit dem Schifftausch war, habt ihr auf dem Handelsschiff davor gemeinsam gedient. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen, wie die Aufteilung sein sollte, wer wann durch diese Tür. Ach so, ja, nee, ja, ihr seid durch dick und dünn gegangen. Also dieser Kampf auf dieser Piraten, auf diesen Piraten. Also ich vertraue denen 100%. Hat euch zusammengeschweißt. Okay. Ja. Gut, seid ihr alle soweit? Da gibt's keinen Zweifel. Haltet euch bereit. Dann eine Hand drunter, Harpune lassen, eine Hand drunter. Ich mach die Knie, die Schulter.
stimmt sie hoch erstmal. Stimmt sie unter über deinen Kopf. Stimmt sie dann hoch. Ja, geil. Steht da und sagt, nur schnell. Okay, ich bin direkt durch. Gilli, gilli. Also ich bin schon durch, da war sie noch gar nicht ganz rum. Ja, treten so raus. Ja, ich bin verzweifelt an der Truhe. Heldenpunkt ausgeben, dann ich würde Muskeln und Athletik wahrscheinlich. Der Heldenpunkt reicht uns. Du hast ja das aktiviert. Die Regel ist, ich darf dann einfach noch mal meine Entschlossenheit drauf tun. Okay, wenn du möchtest, würfel. Du musst ja nicht würfeln. Du musst ja nicht würfeln mehr, Heldenpunkt. Ich hätte jetzt, also es steht drin, dass wenn sie es aktiviert, sie einen Bonus auf den Würfelwurf bekommt. Ah. Trotzdem hätte ich jetzt einfach der Szene wegen gesagt, aber ist okay. Und dann noch einen. Ich weiß, das ist jetzt wieder diese Würfel, wo ich spontan mir überlegen muss, welche Probleme und Vorteile könnte es denn geben? Denn deswegen du willst Probleme ja eigentlich nur schaffen. Ja. Und deswegen sage ich, damit es härter wird, es müssen mindestens 5 Erfolge werden. Boah. Wenn sie schon würfeln muss, sollten sie anstrengen. Wenn sie schafft, aber 5 Erfolge. Ich kann nämlich einen Gefahrenpunkt ausgeben, um zu sagen, du brauchst nicht einen Erfolg, sondern 5, um es zu schaffen. Okay. Und das ist vielleicht eine gute Szene, weil mir tatsächlich überhaupt nicht einfällt, welche Vor- und Nachteile es haben sollte. Also, schreit wie ein brünftiger Ochse mit rot angelaufenem Gesicht wieder vorträgt in den Adern, du stemmt sie das Ding hier. Sehr gut. Hast du einen 6. übrig? Nein. Dann ist es nicht sehr stylisch. Ja, deswegen. Genau, du schwitzt. Ich gucke Natalia an, dann auf den Boden und schüttel so langsam meinen Kopf. Jetzt geh endlich, du Lackaffe! Und ich guck dich an, während ich die Truhe ziehe. Okay, ich hätte gut. Ach, deswegen müssen wir mal stylisch machen, weil der Captain so stehen bleibt und seine Aufgabe nicht mehr erledigt. Ja. Verstehe. Ja. Ihr schleppt die Truhe da durch, geht selber da durch, du gehst dann so, oh shit, und lass ich das runter. Genau, und holst dich raus. Hast du sehr gut gemacht, sehr gut. Danke für deine Muskel. Natalia stimmt. Mein Portemonnaie. Natalia stimmt. Das Wasser hat sich unten ein bisschen gesammelt, sickert durch irgendwelche Ritzen, wird langsam weniger, ist auch, aber ja. Schon wieder es kommt ja kein neues gerade nach. Jetzt vor allem nicht mit der Tür zu. Und ihr kommt, weil du so gut vorgeklettert bist, wisst ihr auch, wie ihr rauskommt, stemmt die Kiste da irgendwie nach oben. Natalia natürlich wieder, lass mich. Ja, zack, jetzt abnehmen. Und ihr krabbelt wieder hoch, kommt da oben raus. Eure 3 Crewmitglieder. Die sich gerade irgendwie zanken und gibt irgendwie Stress und dann, oh, die Kiste! Und plötzlich hört der Stress da auf und wollen natürlich auch reingucken und geil und geil und super gemacht und so. Und selbst Hauke sagt endlich mal einfach nix. Nickt einfach nur. Ja, schon Lob. Ja, schon. Ich nehme meine Golddublone, ich gehe zu Hauke. Ein guter. Greife ihn rechts und links in seine Backe und schiebe ihm das Goldstück rein. Ich komme und nehme es wieder raus. Besser als rum. Ja, jetzt still. Okay. Still. Okay. Ihr macht es irgendwie so, dass ihr das Zeug transportieren könnt. Mein Vorschlag mit auf die Rucksäcke verteilen, das ist gar nicht mal so dumm. Ein bisschen was eben auch auf die anderen 3. Ihr seid ja zu 7. Da ist es eigentlich tatsächlich tragbar. Geht so raus. Guckt euch noch ein bisschen um und der Adlerblick, dem fällt sofort auf, da steht auch einer am Waldrand. Also so, wo es so weiter ins Landesinnere geht. Nee. So ein pygmäenartiger Typ. Was soll schon schief mit gehen? So einem fiesen Gesichtsausdruck. Oh. Guckt da in eure Richtung. Boah, so diese Schlange, das war. Ich und dann dreht er sich um und deutet so in eure Richtung. Oh, ich glaube, da kommen ein paar Leute auf uns zu. Aber jetzt haben wir das Schlimmste hier hinter uns. Und dann sieht er schon, wie so die Bäume sich so ein bisschen bewegen und das Gebüsch sich bewegt und da sich so Gestalten rausformen. Und da kommen so 15, das sind schon 20 von so kleinen, grimmig guckenden Leuten, die so ihre Köcher rausnehmen. Es kommen noch mal ein paar mehr und der Kleine, der da voranging, sagt irgendwas, was ihr nicht hören könnt. Wie weit sind die entfernt? So ein paar hundert Meter. Okay, ich schnapp mir. Achso, sag erst mal. Und dann fangen die an, ihre Pfeile abzuschießen auf euch. Und ja! Und da kommen immer mehr aus dem Gebüsch. Das sind zahllos. Was ist der Geier, wo die herkommen? Und wollen, was weiß ich, was von euch. Okay, ich schnapp mir meinen Pulverbeutel und zieh so eine Spur aus Pulver, während ich weglaufe. Ja. Oh. Ich renne einfach nur sehr schnell weg. Ja. Genau, ich nehme. Das sind nicht die ersten. Mein Regenbogen noch in der Hand. Nicht gönnen. Ja. Ich streck den nach oben. Und schrei, ich bin euer neuer Gott! Ich bin euer neuer Gott! Huldigt mir
und seid verschont von meiner Rache. Und in dem Moment zünde ich das Pulver. Das hinter mir. Ach, genau. Und ich bleibe aber lässig stehen und schaue so auf den Boden und debbe dann noch einmal. Die bleiben tatsächlich alle stehen. Okay. Oh. Und dann explodiert das Pulver. Es gibt jede Menge Rauch. Ich, dabei debbe ich ja. einmal. Zwischen euch und den und diesen Einheimischen. Was macht ihr da? Was macht ihr dann? Rauchwolke? Ich falle auf die Knie und bete ihn an. Mach's vor, quasi. Was Füße. Da? Zeig da auch auf die Knie! Okay, ich zeig auf die Knie! Spiel doch einmal mit! Nur wenn ich mehr Anteil bekomme. Okay. Also ich stelle jetzt meine persönlichen Wünsche im Interesse meiner Sicherheit zurück und für das Wohlbefinden unserer Verbündeten, also von ihm quasi, falle ich auf die Knie und huldige ihm trotzdem, damit meine Verbündeten nicht alleine zurückbleiben. Und eigentlich habe ich damit meine Untugend und mein hier mein Hintergrund. Du hast nochmal was? Wofür? Also die eigenen Interessen. Ich erhalte einen Heldpunkt, wenn ich meine persönlichen Wünsche im Interesse der Sicherheit und des Wohlbefindens meiner Verbündeten zurückstelle. Also was den ich natürlich Instinkt mache. Genau, mein Instinkt wegzurennen. Läuft. Genau. Damit würde ich aber gleichzeitig auch meine Untugend. Hat sie schon bekommen? Und die Untugend erfüllen, setzt sie was auch ein. Bedeutet quasi? Also nee, doch nicht. Das wunderbar, das war ja schon mal verbindet. Es tut mir leid. Macht nichts. Ja, eine super, du, ihr verbeugt euch cool da. Eure anderen machen das auch irgendwie so ein bisschen. St. Peter, nee. Er ist nicht der hier... Wer du nur so, Peter? Nee! Ich bin deswegen aus der Scheiße rausgeflogen. Ich mach das nicht nochmal. Und dann macht so... Und er hat so einen Pfeil im Kopf und kippt nach hinten um. Und dann hört er die wild schreien und schreiend näher kommen. Oh nee, Peter. Ich glaube, der Plan hat nicht funktioniert. Ja, nix mit Gott, ich stehe auf und schubst den Captain Richtung Schiff. Ja, wie viele sind's? Zu viele. Noch einmal ganz kurz, ich stand gerade im Zentrum, bevor Peter da sein Zeug, stand ich im Zentrum des Mittelpunkts und würde da meine Tugend aktivieren. Im Mittelpunkt des Mittelpunkts. Ja, ihr wisst, was ich meine. Der Aufmerksamkeit. Und würde da meine Tugend aktivieren und wenn ich beim nächsten Risiko die Steigerung im Mittel zahlt, zählt jeder Würfel als eine Steigerung. Das heißt, das habe ich damit erfüllt. Alright. Okay. Was tun? Sprach Zeus. Rennen. Wunderbar. Aber bei St. Peter ist noch so ein Beutelchen. Mitnehmen. Ja? Was für ein Beutelchen? Mit Gold. Ein Siebtel des Schatzes. Ich bin jetzt nicht so unbedingt stark. Nein, ich drehe um, ich schnapp ihn das. Ja, okay, genau. Wirf mir doch deinen Rucksack vorher zu. Nee. Er versucht's auf männlich und galant und ey, ich trag das für dich, Schätzchen. Ich meinte eigentlich nur, dass sie schneller laufen kann. Ach so, galant sollte das nicht sein. Ja, ja, was auch immer. Es kam aber ja auch offensichtlich nicht an. Sie hat einfach den Rucksack genommen. Mhm. Ja, zack. Presst dir so an mich. Ja. Und rennen. Ihr macht euch vom Acker hinter euch, neben euch, vor euch, schlagen so Speere und Pfeile ein. Wilde Hetzjagd. Nichts wie weg hier. Ihr habt so grob die Richtung zum Strand. Scheiß auf die Wegzeichen. Direkter Weg durch den Dschungel. Hetzt euch so ab. Oh ja, die Klippe mit dem Affenscheiße. Genau, super. Hier geht's weiter. Da unten ist auch schon der Strand. Da kommt die Erinnerung. Die Distille! Die Distille! Die ist bestimmt fertig. Scheiße. Und, ja, Distille, Boot. Captain, ich werf dir meinen Rucksack zu. Und renn zur Distille. Schnapp den Rucksack, lauf weiter. Renn zur Distille und versuch den heißen. Das ist der richtige Einsatz. Ja. Aufs Boot. Schiebt das Boot ins Wasser, hinter euch noch wildes Geschubbel entkommt so, weiter Pfeilhagel, ein paar landen auch so im Boot irgendwo. Rolander wird schwer verletzt, hier so zack ins Bein, nichts Lebensbedrohliches, aber tut scheiße weh. Ja. Ihr schippert so von dann und als ihr dann so außer Reichweite der Pfeile seid und in der Nähe von eurem Boot dann auch bald, lassen die auch ab, schimpfen noch so ein bisschen und gehen wieder zurück in ihren Wald. Zeig dir nochmal meinen Arsch. Ja, einer zielt nochmal so richtig gut und nein. Erich,
Den will niemand sehen. Eben! Wunderbar. Ja, cool. Ihr rudert zurück, ja, geile, geile Nummer. Landet an eurem Boot an, wird euch auf die Strickleiter runtergeworfen, ihr kommt da so mit euren Goldsäcken nach oben. Leute, hier, geile Nummer, abgefahren, bringt eure Verwundeten auch mit hoch und guckt dann so in die Runde und starrt in jede Menge Gewehrläufe. Meuterei. Toll, Gino. Die sieben Leute stehen da, eure quasi mit aufgenommenen. Einige eurer alten Truppe sind auch mit bei denen. Der Karim und der Rick. Ibims auch? Und ja, die Ibims. Clarissa. Die knien gefesselt am Boden. Ah, okay. Und so ein paar von den anderen drohen so denen mit einem Hieb die Köpfe ab. Wer? Karim, Clarissa? Karim, Clarissa und der Rick, der Bootsmann. Ich nutze die Gelegenheit, die sehen auch total verprügelt. Ja. Die sehen auch total verprügelt aus. Und gefesselt. Und wie gesagt, da drohen auch welche, denen so, wenn ihr zuckt, sind die tot. Ihr hättet vielleicht, wenn die einfach nur euch bedroht hätten, hättet ihr gesagt, scheiß drauf. Lieber tot als. Aber euch bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Scheiße. Na gut, hier Waffe, Dolch, was soll's. Ja, so ist das eben. Der Typ, der mit der Lungenentzündung, ja, der hustet nicht mehr. Der steht auch total, ja, so ein bisschen stolz mit stolz geschwellter Brust. Look at me. I'm Captain Now. Kommt zu dir her. Ihr werdet so auf die Knie runter und bedroht, natürlich entwaffnet. Nimmt dir deinen Captain-Hut weg. Setzt ihn sich selbst auf. Darf ich vorstellen? Ich bin Captain. Scheiß Blair Badbone McMonigan! Und alle. Während er das sagt, ball ich meine rechte Hand zum nächsten Faust, die ich machen kann, und schlag ihn richtig einfach auf die Nase. Während er noch seinen Namen ausspricht, treffe ich ihn richtig hart auf die Nase. Baller ihm meinen Finger in den Kaulleistenpunkt, ey. Saugut. Voll in die Fresse rein. Er taumelt so zurück, wischt sich so das Blut weg. Ich hau ihm auch noch eine rein. Du bist ja, ja. Er taumelt so. Okay. Ja, dann ist nicht der Schlauste. Dann eben so. Ich wollte euch eigentlich mit ausreichend Waffen, Verpflegung und einer vollen Flasche Rum an Land zurückschicken. Ich würde das immer noch annehmen. Der ist aus übrigens. Ja, ein bisschen hattet ihr noch. Ja, da schon noch ein bisschen, aber... Oh, du denkst ja. Nee, ihr habt den ja nicht leer gemacht. Ihr habt ja nur aus dem noch bestehenden getrunken. Ich muss es nicht. Nein, okay. Ja, dann kriegt eben jeder von euch nur eine Kugel. Und ihr kriegt einen kleinen, winzigen Schluck Rum. Da könnt ihr euch drum streiten. Ja, das wird ins Boot gefrachtet. Ihr werdet ins Boot gefrachtet. Also ihr vier, die Rolanda, der Hauke fragt, ob er nicht einfach mitmachen kann. Da sagt er, na klar. Und dann sagt der Hauke, ich konnte den noch nie leiden. Du Barrette, Hauke! Und ich hab's euch gleich gesagt. Gleich auf die Abschlussliste. Aber mit Rolanda und Rick, dem Bootsmann, Clarissa, und wen habe ich noch gesagt? Karim. Und Karim. Werdet ihr ins Beiboot gesetzt und ja, alles was ihr seht ist ein lachender Captain Badbone, der noch so ein bisschen winkt. Es läuft noch so ein bisschen in die Flut hier runter, aber er grinst ziemlich fies. Winkt noch mit deinem Hut und segelt aus der Bucht heraus. Und damit übergeben wir wieder an unseren Freund. Oh, hat er gerade gesagt. Hat er gerade gesagt. Ich bin ziemlich sicher, dass er O gesagt hat. Hauke, dieser Verräter. Again. Hauke, dieser Verräter. Wie lange haben wir Pause? Ich müsste mal pinkeln. Gleich. 15 Minuten drauf.
Oh, hat er gesagt. Oh, ist auch noch nicht richtig. Oh. Das klingt jetzt so, als ob der Weg sehr weit wäre. Ich komm casual vorbei und erzähl euch was. Eieieiei. Was ist denn da noch passiert? Also eigentlich... Doch, wir dürfen ihn hören. Da ist ja recht gut aus. Ich meine, immerhin haben die Helden die Gefahren des Tempels überwunden. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch für meinen Favoriten bei den Fallen entschieden habt, nämlich die Wasserfalle mit der großen Schlange. Ja. Da musste ich, als ich mir das überlegt habe, sehr an Star Wars denken, wenn die Müllschächte immer näher kommen und da dieses Wesen rummacht. Das war sehr cool. Dann natürlich noch der Ring. Etwas Verfluchtes, dafür habt ihr euch entschieden. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen das noch haben wird. Schauen wir mal. Gino hat ihn sich auch sofort geschnappt. Sehr, sehr cool. Ja, dann kamen die Eingeborenen hinzu. Da ging es dann los. Erich hatte noch die Idee mit dem Pulver. Dann sind doch ein paar Pfeile geflogen. Der gute Peter, zum Glück der andere, nicht ich, musste das Zeitliche segnen. Rolanda hat noch ein Pfeil ins Bein bekommen. Aber irgendwie haben es unsere Helden dann doch zum Strand geschafft. Sich ins Beiboot geschwungen. Wobei, was ist eigentlich mit der Destille? Vielleicht finden wir es beim nächsten Mal heraus. Und sind Richtung Schiff gefahren, nur um dann in die Gewehrläufe zu blicken. Das war natürlich ziemlich bitter. Also heute Abend haben wir hier kein Happy End gesehen. Und ich hoffe, dass das am Sonntag anders laufen wird, beziehungsweise dass unsere Helden da nochmal die Kurve bekommen und sich zurückholen, was ihnen gehört. Ich meine, sie haben das Schiff jetzt auch noch nicht so lange, haben es sich im ehrlichen Kampf erworben und ja, jetzt segelt ein anderer damit weg. Das können wir so nicht stehen lassen eigentlich, oder? Deswegen machen wir hier am Sonntag auch weiter. Und zwar auch wieder um 19 Uhr mit der gleichen Besetzung. Und eine Sache habe ich da noch. Und zwar könnt ihr uns Vorschläge machen, was die Helden auf der Insel noch erwarten könnte. Begegnungen, Ereignisse, Orte, was auch immer, was euch da gerade einfällt. Like dazu bitte die Facebook-Seite von Siebte See und schreibt dort euren Einfall unter den entsprechenden Beitrag. Keine Ahnung, vielleicht denkt ihr an irgendeinen Riesenaffen à la King Kong, der sich auf der Insel aufhält, unerwartete Verbündete, Untote, die sich aus ihren Gräbern erheben. Irgendwas. Euch wird schon was einfallen und wir werden davon was einbinden beim nächsten Mal. Sind da auch sehr drauf gespannt. Freuen uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Denkt dran, ihr könnt das Grundregelwerk von Siebte See als PDF noch kostenlos auf pegasusdigital.de herunterladen. Es gibt auch noch so ein Einsteigerangebot mit allen Quellenbänden, also viel Hintergrundinfos, die man lesen kann für nur 20% vom Originalpreis. Also wer dann noch mehr von der Welt erleben möchte, hat da einen super Einstieg. Und ja, die Handouts jetzt mit den Charakterbögen findet ihr auch online. Wir werden die auch ein bisschen updaten fürs nächste Mal, für die nächste Sitzung am Sonntag, für das große Finale. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum Sonntag. Wir freuen uns. Verrückt.